So, ihr Lieben, es wird Zeit, dass wir uns mal über alle Tode, also wirklich alle Tode, jeden einzelnen Tod aus der Jurassic-Saga unterhalten. Hierbei werde ich mit einbeziehen Jurassic Park 1, The Lost World, Jurassic Park 2, Jurassic Park 3, Jurassic World, Jurassic World Fallen Kingdom und natürlich auch Jurassic World Dominion. Die Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous wird hier noch nicht mit vertreten sein. Die bekommt nämlich noch ein extra Video. Allerdings ist dieses Video hier auch gleichzeitig etwas relativ Spezielles. Denn ein paar von euch haben mich darauf hingewiesen, Tobi, dass mit den Playlists auf deinem Kanal, das hat hier und da kleine Makel. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt die Alle Tode aus Jurassic Park 1 anschaue, dann ist das zwar in derselben Playlist drin wie auch der zweite Teil, aber irgendwie werdet ihr daraufhin dann nicht zu Teil 2 weitergeleitet. Und da ich selber so gut wie nie mit Playlists arbeite, habe ich auch keine Ahnung, woran das jetzt wirklich liegen kann. Und ihr habt mir dann eben den Tipp gegeben, ey, wie wäre es denn einfach, wenn du, sobald du ein Format komplett fertig und abgeschlossen hast, nochmal ein Video zusammenstellst, wo du eben das gesamte Format nochmal zusammengeschnitten veröffentlichst, quasi als ein großes Video. Unter anderem gibt es da auch noch Beispiele, sowas wie alle gelöschten Szenen aus dem Jurassic-Franchise. Auch hier sind wir ja bis zum Ende hindurchgekommen, auch das würde sich hier eben anbieten. Und ich habe mir gedacht, okay, finde ich eine ganz akzeptable Idee, ist auf jeden Fall eine Alternative dazu, wenn das eben wirklich Probleme mit der Playlist geben sollte, dass wir das eben jetzt so machen. Deswegen jetzt hier in dem Video, ja, besprechen wir jetzt wirklich alle Tode aus dem Jurassic-Universum von Jurassic Park 1 bis Dominion und jeder Film einzeln wird auch nochmal durchgerankt. Quasi ich ranke hier die gesamten Tode aus dem Jurassic-Franchise eben noch einmal durch. In diesem Sinne würde ich sagen, da das Video jetzt wohl ein bisschen länger gehen wird, verlieren wir keine Zeit. Viel Spaß mit dem Video. Ich habe mir jetzt mal Gedanken darüber gemacht, was ich für ein Format eröffnen könnte, quasi ein Road to Jurassic World Dominion Format. Besprechen wir nochmal alle Jurassic Park Filme und Jurassic World Filme. Kleiner Spoiler, ja, das wird in einem Livestream nachgeholt, da habe ich sogar einen ganz speziellen Gast für euch mit dabei. Dazu gibt es aber in späteren Videos noch ein paar mehr Infos. Das Ganze wird auf jeden Fall, so habe ich es zumindest geplant, noch vor dem Start des Kinofilms am 8. Juni, live auf meinem Kanal zu sehen sein. Deswegen sprechen wir in diesem Format jetzt nicht per se über die Filme. Also wir werden jetzt hier nicht die Story nach und nach bequatschen, weil wir das, wie gesagt, später im Livestream machen werden. Ich habe mir überlegt, lasst uns einfach mal über die Tode quatschen. Ich werde in diesem Video meine Meinung zu den Jurassic Park und Jurassic World Toden preisgeben. Beziehungsweise in diesem Video sprechen wir erstmal nur über den Jurassic Park von 1993, also den allerersten Teil. Da wir halt hier sehr wenig menschliche Tode zu verzeichnen haben, ich meine, es waren gerade mal 4, habe ich auch noch ein paar andere Tode mit dazugenommen. Dieses Ranking ist natürlich wieder rein subjektiv, das ist meine Meinung. Ich habe mir auch überlegt, okay, nach welchen Voraussetzungen rankst du denn jetzt die verschiedenen Tode? Der lustigste, der brutalste, der schönste, keine Ahnung. Ich ranke den Tod einfach so, wie er mir in Erinnerung geblieben ist oder wie sehr er auf mich Eindruck hinterlassen hat. Ich glaube, das ist auch irgendwie am fairsten, denn sonst könnte man ganz viele verschiedene Rankings machen, die dann irgendwie untereinander variieren, weil der eine ist lustiger, der andere ist dafür härter, der ist dafür dann cleverer. Wir machen das einfach eben so. Ich ranke diese Tode so, wie sie auf mich wirken. Natürlich, und ich sage es jetzt schon mal vor dem Intro, ist deine Meinung dann natürlich auch gefragt. Es sind jetzt hier 9 Plätze zu vergeben. Ich habe 9 Tode verzeichnet im ersten Jurassic Park Film, die ich als nennenswert empfinde. Und wenn du dieses Video zu Ende geschaut hast, würde mich deine Meinung brennend interessieren. Was hältst du von meiner Rankingliste? Und dann platzier doch mal deine persönlichen Tode in diese Rankingliste mit ein, damit auch ich sehen kann, okay, wo unterscheiden sich denn da unsere Meinungen in den verschiedenen Platzierungen. Ich liebe es, mit euch zu diskutieren in den Kommentaren. Vielen Dank für eure fleißigen Kommentare, für diese zahlreichen Kommentare. Und natürlich auch für euer Vertrauen durch die ganzen Abos. Und damit würde ich einfach sagen, begeben wir uns jetzt in das Gemetzel aus Jurassic Park 1 und bequatschen mal die meiner Meinung nach prägnantesten Tode des Films. Auf Platz 9 habe ich hierbei den Tod des Gallimimus gesetzt. Das ist einfach ein Tod, der mich persönlich auch als Kind nie wirklich interessiert hat. Ich meine, ja, man denkt sich dann doch irgendwo, oh Gott, das arme Vieh. Das arme Vieh. Aber irgendwo war das so, es war nicht wirklich schrecklich dargestellt, weil es gibt ja bestimmte Szenen in den Filmen, wo Dinosaurier wirklich als Monster dargestellt werden, als grauenvolle Kreaturen. Und das war einfach so der erste Moment, wo man wirklich merkt, der Rex, der tötet gar nicht einfach nur aus Spaß, der jagt ja gerade nur, um selber zu überleben. Und deswegen ist das, finde ich, gar nicht mal so ein heftiger Tod gewesen. Klar, der arme Gallimimus, das arme Vieh, aber hey, so ist die Natur eben, das müssen wir alle akzeptieren und von daher muss ich sagen, ja,
Das war für mich Platz 9. Das war ein Tod, der mich schon als Kind damals nicht wirklich interessiert hat. Platz Nummer 8, und ich weiß, dass ich jetzt hier schon die ersten Geister scheiden werden, ist für mich, sind für mich die Tode der Raptoren, die am Ende gegen den T-Rex sterben. Und hierzu muss ich ganz kurz erwähnen, es ist eine super coole Szene, die auch wirklich Spaß macht, die, glaube ich, jedem in Erinnerung geblieben ist, die auch wirklich heroisch ist. Da kommt der T-Rex und rettet ja quasi dann unsere Helden. Und dann schreit er nochmal in die Eingangshalle rein, während das Banner runterfällt. Alles super cool gemacht. Aber hat man denn wirklich Mitleid mit den Velociraptoren? Ich meine, die werden uns kurz vorher dann noch als die großen Widersacher quasi dargestellt. Die werden uns ja wirklich als clevere, schlaue Monster dargestellt, die unsere Gruppe, mit denen wir sympathisieren sollen, jagen. Und danach werden sie eben vom T-Rex dann gefressen. Ist ein super cooler Tod auf der einen Seite, aber ich habe mir da nie so wirklich Gedanken drüber gemacht, okay, aber ich fand es jetzt auch nicht wirklich so heftig. Man muss sich überlegen, im Vergleich zu dem, was wir später noch alles sehen werden, hat der Rex hier die Raptoren zum Teil wirklich einfach nur genommen, einfach mal weggeschleudert. Wir sehen hier nicht, wie ein Kopf abgerissen wird oder irgendwas in der Art. Von daher, da noch untermalt mit dieser heroischen, tollen Musik und diesem heldenhaften Auftreten, war das dann doch eher eine schöne, szeniastische und heroische Szene gewesen, als irgendwie ein heftiger Tod. Und deswegen muss ich sagen, ja, Platz 8 ist meiner Meinung nach komplett gerechtfertigt. Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist bei mir wieder ein Tod, der nicht menschlich ist. Und dann hier haben wir die Kuh aus Jurassic Park 1. Und das auch nur aus einem Grund. Ich fand das damals als Kind so heftig, dass du eben nicht siehst, was passiert. Du siehst eben, wie diese Kuh in diesem Gestänge in das Brutgehege der Velociraptoren reingelassen wird, und danach siehst du eben, wie die Büsche wackeln und irgendwie die Raptoren brüllen, und das Geding wird wieder rausgehoben und ist komplett zerfetzt, und du hast dir halt gedacht, uff, ist das fies. Zumal die Kuh auch noch festgekettet gewesen ist. Ich meine, was ist das denn? Die wurde ja quasi lebendig, bei lebendigem Leib gefressen. Ich weiß, so läuft das in der Natur normalerweise ab. Beim Rex vorhin hatte ich auch keine Probleme damit. Hier ist aber irgendwie was anderes, weil das so dieses gezielte Füttern ist, so diese Kuh einfach da reinzustellen, sie bewegungsunfähig zu machen. Vielleicht würde ich sogar die Ziege mit auf denselben Platz setzen, die dann beim T-Rex später drunter leiden muss. Der Rex aber hingegen frisst die halt mit einem Happen weg, während die Raptoren ja wirklich an der rumnagen, an der Kuh, bis sie dann irgendwann stirbt. Und deswegen lasst uns mal die Ziege und die Kuh bitte hier auf einen ganz fairen 7. Platz setzen, weil es ist schon assi, wenn die Viecher auch noch dann festgekettet sind und sich eigentlich gar nicht verteidigen oder wegrennen können. Das fand ich als Kind früher belastend, und deswegen hat sich das bis heute so ein bisschen nachgezogen. Die liebe Kuh, wir nennen sie einfach mal Bertha. Bertha landet auf Platz 7. Jetzt habe ich ja eben gerade eigentlich gesagt, lasst uns mal die Kuh und die Ziege auf einen Platz setzen, und muss das gleich jetzt hier einen Schritt später schon wieder, da muss ich schon wieder widersprechen. Die Ziege wird hier doch eher auf Platz 6 landen. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil dieser Tod mir als Zuschauer oder generell den Zuschauern natürlich wesentlich heftiger in Erinnerung bleibt. Wir sehen im Film, wie die Ziege irgendwann auf dieses Plateau gefahren wird, wo dann der T-Rex immer gefüttert wird, damit die Zuschauer ihn auch sehen können. Ja, da ist ein Plateau oben und dann geht's runter in eine Schlucht. Dazu habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht, warum der T-Rex aus dem Gehege rauslaufen kann, und dann später ist da unten ein riesen Abgrund. Das Video habe ich dir jetzt mal hier oben verlinkt. Auf jeden Fall sehen wir eben dann die Ziege, wie sie da angekettet ist, und Dr. Alan Grant sagt ja sogar schon, T-Rex, der will eigentlich nicht gefüttert werden, er will jagen. Ich weiß noch, wie ich als Kind damals gedacht habe, okay, da passiert jetzt einfach nichts, weil Alan Grant hat ja eben gerade erklärt, dass die Dinosaurier, dass der T-Rex so nicht denkt, also der will schon jagen und will nicht einfach da jetzt irgendwie eine Ziege fressen, die sich nicht wirklich, die nicht wirklich wegrennen kann. Das ist eben so ein Jagdinstinkt. Und dann kommen wir später nochmal in dieselbe Szene rein mit der Ziege, aber es regnet draußen, es gewittert, es ist düster, es ist dunkel, und auf einmal ist das Vieh weg vom Fenster, und du hast gar nicht die Möglichkeit zu überlegen, okay, was ist denn gerade passiert? War das der Rex? Ist der Rex? Wumm, auf einmal knallt diese tote Ziege oben an die Fensterscheibe. Lex und Tim und auch der Anwalt erschrecken sich dann total. Auch als Zuschauer ist man dann wirklich so, boah, das war schon ein ziemlich heftiger Moment. Und ich muss sagen, dass der einfach mit zum kultigsten und zum ikonischsten Moment des Jurassic Park Franchises gehört. Die Ziege erinnert sich, glaube ich, jeder mit dran, was da abgegangen ist. An sich war es jetzt eben kein so legendärer Tod, weil er zum einen offscreen passiert ist und zum anderen war die Ziege wahrscheinlich mit einem Happen weg, aber ich glaube, ihr versteht, warum ich diesen Tod noch vor die Kuh gesetzt habe. Ich denke mal, dass hier Captain Ziege hat einen verdienten 7. Platz erreicht. Platz Nummer 5 muss ich vielleicht vorher nochmal erklären. Ich werde jetzt hier von einem John Arnold reden. Ihr habt mir in den Kommentaren sehr oft geschrieben, der heißt doch eigentlich Ray Arnold. Der vollständige Name ist tatsächlich John Ray Arnold. Die Quelle habe ich euch mal unten in der Beschreibung verlinkt. Da könnt ihr das Ganze gerne nachlesen. John Ray Arnold, ich nenne ihn einfach immer John Arnold. Ich weiß nicht, wieso. Ich dachte auch früher, er wird im Film mal so genannt. Liege ich damit ganz falsch?
halt, keine Ahnung, also für mich war John Arnold immer der Name, den ich im Hinterkopf hatte und deswegen, du weißt jetzt, wen ich damit meine, wenn ich John Arnold sage. John Ray Arnold würde wahrscheinlich von vielen von euch höher platziert werden, als jetzt eben nur wie bei mir auf Platz 5, aber das ist auch wieder so eine Sache, dass das offscreen passiert ist, das heißt, wir haben es wieder einmal nicht gesehen und ich weiß, ja, da gibt es eine bestimmte Stelle, die eigentlich verfilmt werden sollte, das heißt, wir sollten eigentlich sehen, wie Samuel L. Jackson vom Raptor gefressen wird, die haben wir aber nicht bekommen aufgrund eines Sturms, der eben da ausbricht, der eben ausgebrochen ist während den Dreharbeiten, deswegen konnte Jackson nicht ans Set fliegen, dazu habe ich dir auch schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir unten in die Beschreibung reingesetzt. Fakt ist aber, dass wir jetzt mal alles rauslassen müssen, was hier hätte sein können, was angeteasert wurde und es stand ja mal im Drehbuch und der Regisseur hat mal irgendwann von einer Katze geträumt, die fliegen kann, das lassen wir alles mal komplett raus, wir reden nur darüber, was wir eben im Film gesehen haben und im Film haben wir eben nur den Schockmoment gehabt, dass der Arm auf Ellies Schulter fällt und sie dann eben denkt, dass das Mr. Arnold ist und dann merkt, okay, das ist nur noch der Arm von Mr. Arnold. Ist ein ganz cooler Moment, der aber eigentlich nie so wirklich gezündet hat, weil wir als Zuschauer ja sehen, wie der Arm von oben runterfällt und hat da jemand wirklich gedacht, dass Mr. Arnold jetzt von hinten sie irgendwie umarmt oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Dazu muss ich auch sagen, dass bei allem das CGI und gerade die Technik in Jurassic Park 1 ist ja extrem gut gealtert und Jurassic Park 1 sieht heute immer noch in sehr vielen Aspekten wesentlich besser aus als die aktuellen Jurassic World Filme. Es ist nun mal leider einfach so und das liegt eben auch daran, dass CGI meistens im Dunkeln benutzt wurde eben, oder eben auch, dass wir hier Animatronics, also reale Roboter benutzt haben oder eben Puppen, wie jetzt in diesem Fall und die sah schon früher nicht so gut aus. So dieser Arm von Mr. Arnold, der hat mich früher aus irgendeinem Grund, haltet mich jetzt für extrem gestört und behindert, aber es ist immer noch so, dass ich da jedes Mal irgendwie an Pommes mit Ketchup denken muss. Ich habe keine Ahnung wieso. Es sieht, ich habe jedes Mal den Geschmack von Ketchup im Mund, wenn ich diese Szene sehe. Ist das bedenklich? Sehr wahrscheinlich. Bekomme ich deswegen Hilfe? Ja. Aber trotz allem muss man sagen, Trotz allem muss man aber sagen, dass diese Puppe, also dieser Arm, nicht wirklich gut ausgesehen hat. Und das ist eben wieder offscreen passiert. Und ich finde, so Sachen, die offscreen passieren, die haben einen Schockmoment. Ja, das hat ein ganz bestimmtes Ziel, das auch hier erreicht wurde. Definitiv, es war so ein Oh-F-Moment. Aber ja, für mich ist es immer wesentlich heftiger, sich sowas mit anzuschauen, wenn ich auch wirklich sehe, was der Person passiert, ja, mehr oder weniger. Und hier haben wir eben gar nichts gesehen. Ich denke mal, ihr könnt nachvollziehen, warum John Ray Arnold auf Platz 5 gelandet ist. Und denk mal, das ist ganz fair. Auf Platz 4 haben wir Geoffrey Brown. Und Geoffrey, wird er nicht Geoffrey genannt im Film? Geoffrey ist ja derjenige, der den Velociraptor, den wir am Anfang in Jurassic Park sehen, in das Gehege reinlassen möchte, was übrigens auch das Riesenbiest ist. Also hier haben wir den Raptor, vor dem sich Robert Muldoon nur mehr oder weniger fürchtet, bei dem er aber auf jeden Fall sagt, er hat Respekt vor dem Vieh, weil der eben wesentlich größer und schneller und stärker und cleverer ist als die anderen Raptoren. Das ist dieses Vieh. Wir sehen dann also im Film, wie Geoffrey das Tor hochmacht und der Velociraptor, weil er aber eben schlau ist, rammt die Seite von dieser Transportbox, in der er sich drin befindet und Geoffrey fällt von der Transportbox runter. Man sieht nur, wie seine Beine hinten schon in dem Gehege fast drin sind. Auf einmal wird er von irgendwas gepackt und in diese Box reingezogen und er kann sich nur noch an der Seite festhalten und schreit um Hilfe und Robert Muldoon rastet aus und sagt, er schießt das Vieh. Und das ist eine Sache, die ja viele von euch kritisieren, die eben sagen, ja, warum hat der Raptor so viel einstecken können? Ich habe diese Szene ganz anders gesehen. Ich habe da nicht gefragt, warum ist das so, sondern ich habe mir gedacht, okay, Mist, das ist jetzt einfach so. Das war so ein verzweifelter Moment, wo du einfach siehst, wie die Leute von außen in das Gehege reinballern mit Munition. Es war wahrscheinlich keine scharfe Munition, das wäre sehr unrealistisch, aber auch Betäubungspfeile und eben Elektroschocks. Es macht diesen Vieh anscheinend nichts aus. Und ich weiß noch, wie ich damals den Film gesehen habe und ich bin so perplex gewesen, weil ich nicht verstanden habe, was passiert denn da jetzt gerade. Also sie hatten keine Chance gehabt, den lieben Geoffrey da irgendwie rauszuholen. Und er hat mir einfach auch leid getan, weil er ja wirklich so unschuldig war. Er ist leider auch eines der vielen Opfer, die einfach John Hammond mal auf sich genommen hat, weil er so einen Dinosaurierpark erschaffen wollte. Und ja, obwohl er immer wieder meint, er habe keine Kosten gescheut, er hat dennoch aber auch sehr viel Blut an den Händen kleben, weil diese Opfer leider auf seine Kosten gehen. Zum Schluss sehen wir dann eben noch, wie Geoffreys Hand immer mehr zwischen Muldoons Arm verschwindet, weil er ihn noch so festhalten will, quasi wie so im Spitzkasten will er ihn so. Schafft es aber eben nicht, der Raptor ist einfach zu stark. Und trotz zahlreicher Schüsse und Elektroschocks schaffen sie es nicht, ihn aufzuhalten. In dieser Szene gibt es ganz viele Sachen, die irgendwie seltsam gelaufen sind. Das
das ist so eine typische Szene, wo ich eben sage, die ist nur dafür da, dass sie eben beim Zuschauer eine bestimmte Stimmung erweckt. Das ist so eine typische filmische Szene, die einfach nur dafür da ist, okay, da muss jetzt das und das passieren, damit das und das so ein bisschen klargestellt wird. Hier soll einfach klargestellt werden, ey, da ist was im Anmarsch, irgendwas sehr Gefährliches. Das ist ja quasi nur der Anfang, der eingeläutet wird. Danach erfahren wir von Dr. Alan Grant noch, oh, Velociraptoren. Und die werden dann eben auch später als die großen Bösewichte im ersten Teil eingebaut. Deswegen existiert diese Szene überhaupt. Ich kenne da ganz viele von euren Kommentaren, die mir auch schon geschrieben haben, dass diese Szene eigentlich voll sinnlos ist. Man hätte ja auch einfach irgendwie vorne reingehen können, hätte den Raptor mit echten Schüssen abknallen können oder dass der Raptor eigentlich längst hätte am Boden liegen müssen, bei allem, was auf ihn eingefeuert wurde. Ja, sehe ich auch so. Mir würde jetzt nicht einfallen, warum der Raptor das alles so locker überstanden hat. Auch nicht, weil er das Riesenbiest ist. Das ist irgendwie auch ein schwaches Argument. Aber hier geht es mir rein um die filmische Szene. Und selbst wenn ich Jurassic Park 1 heute noch gucke, bin ich immer froh, wenn die Stelle einfach vorbei ist und wir einfach nur sehen dann hier, wie der Anwalt, Mr., wie heißt der denn? Wie Donald Gennaro, also der Anwalt, wie er dann da auf seinem Floß so übers Wasser gleitet und du weißt, okay, jetzt ist das Intro schon mal vorbei. Und ich habe vor der Szene immer irgendwie einen heiden Respekt. Die ist bei mir hängen geblieben, schon als ich noch klein war, irgendwie bis heute finde ich die Szene einfach wirklich heftig und deswegen ist die bei mir einfach ganz fair auf Platz 4 gelandet. Kommen wir jetzt hier zu den Top 3 und ich glaube, hier unterscheiden sich unsere Meinungen dann am meisten, weil die sind irgendwie alle, wenn man sie bestimmt dreht und wendet, könnten die alle irgendwie auf Platz 1, 2 und 3 geraten. Ich glaube, dass mein Platz 1 euch sogar ein bisschen am meisten stutzig machen wird, wo ihr euch denkt, pff, okay, fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Soweit sind wir aber noch nicht. Wir machen erstmal weiter mit Platz Nummer 3 und das ist bei mir Dennis Nedry. Bei Dennis Nedry muss man vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil das ist eigentlich ein sehr interessanter Charakter. Wir lernen ihn ja kennen, als er ganz am Anfang von Jurassic Park 1 von Lewis Dutchson konfrontiert wird. Den wir jetzt ja auch wieder in Jurassic World Dominion als Antagonisten sehen werden. Und er bekommt eben die Aufgabe, die Embryos aus dem Jurassic Park herauszustibitzen und eben für Biosyn, an Biosyn weiterzugeben, also an Lewis Dutchson. Dazu bekommt er so eine kleine Spraydose mit, die ist nur ein paar Stunden kühlbar. Ich weiß gar nicht, wie lange die kühl hält. Er sagt es auf jeden Fall ja auch im Film. Und Dennis soll dann die Embryos in diese Büchse reinstecken und aus dem Park entwenden. Das geht allerdings nur, wenn er vorher die Sicherheitssysteme ausschaltet, also bestimmte Sicherheitssysteme aus dem Park ausschaltet, da er sonst nicht an diese Embryos rankommt. Der Nachteil dabei ist eben, dass auch die elektrischen Zäune zum Großteil eben versagen. Und so kommt es dann eben zu dem großen Ausbruch, zu dem Ingen-Vorfall, wie er im Buch betitelt wird, dass die Saurier eben ausbrechen und dass zahlreiche Menschen dabei ihr Leben lassen. Weil wir müssen überlegen, es sind ja auch noch Mitarbeiter im Park und nicht nur unsere Helden, die wir begleiten. Da sind schon einige mehr gestorben, als wir eigentlich vor laufender Kamera sehen. Dennis Nedrys Geschichte ist auch irgendwie tragisch angehaucht. Zumindest erfahren wir ja, dass Nedry aus irgendeinem Grund Geldprobleme hat. Das erwähnt ja John Hammond. Und man muss sich eben fragen, okay, eine Firma wie Ingen wird ja wohl nicht ganz so schlecht bezahlen. Also die Mitarbeiter werden schon relativ gut verdienen, schätze ich mal. Und trotzdem ist Dennis Nedry anscheinend so verschuldet und steckt so in der Scheiße, dass er sich mit einem Lewis Dutchson arrangieren muss und eben dafür angeheuert wird, Embryos aus dem Park zu klauen, also einfach um kriminell zu werden. Und dann fährt Nedry eben einmal quer durch den Park und verfährt sich dann, beziehungsweise er fährt gegen ein Schild und dieses Schild ist, aus irgendwelchen Gründen kann man das in verschiedene Richtungen drehen. Und dann stellt er das Schild eben irgendwie wieder auf und will, dass es in die richtige Richtung zeigt, aber er weiß eben nicht mehr, okay, wo muss ich jetzt lange zum Dock, weil an den Docks eben ein Schiff liegt, wo er hinfahren soll, damit er eben die Embryos mitnehmen kann oder übergeben kann. Nedry verfährt sich deswegen einfach mal im Dschungel und landet dann irgendwie an so einem Abhang, wo dann auch das Auto stecken bleibt und trifft auf den Dilophosaurus. Zumindest auf eine kleine Variante vom Dilophosaurus. Im Buch ist der ja wesentlich größer. Und auch der Tod, den ich dir jetzt beschreibe, ist im Buch ein ganz anderer. Ich habe dir meine Buchbesprechung mal in die Kommentare unten rein verlinkt und aber auch das Video zum Tod von Dennis Nedry habe ich dir auch mal unten reingesetzt. Schau es dir auf jeden Fall mal an. Wenn du mit dem Video hier fertig bist, dann vergleich mal die beiden Tode. Ist schon eine ganz andere Liga, was im Buch abgeht. Wir sprechen jetzt allerdings hier weiter über die Filme. Im Film sehen wir dann eben, wie Dennis Nedry auf den Dilophosaurus trifft und den noch so ein bisschen verarschen. Hier wird auch schon erwähnt, ich dachte eigentlich, du gehörst zu den großen Apparaten. Das ist so ein kleiner Augenzwinker nach dem Motto, ja, ich weiß, in den Filmen ist das viel groß. Hier haben wir ihn jetzt aber irgendwie kleiner gemacht. Hat eben den Grund, dass dann später der Effekt heftiger ist, weil man sieht erst diesen kleinen süßen Dino und denkt sich, was soll der schon machen können? Und dann geht die Krage auf und er spuckt ihn an mit diesem Schleim, mit diesem Gift und trifft dann eben Dennis auch in den Augen und dann dotzt er sich den Kopf an und die Dose fällt runter, mit der er die Embryos geklaut hat. Und kurz danach geht
er ins Auto zurück und merkt dann, der Dilophosaurus ist schon im Auto. Wie der Saurier da reingekommen ist, keine Ahnung, weil die Tür war am Anfang zu und danach war die immer noch zu. Man muss sich aber auch nicht um alles Gedanken machen. Da gebe ich ein paar von euch recht, die auch gesagt haben, es muss doch nicht alles immer bis aufs Kleinste runterreduziert realistisch sein. Da habt ihr auch vollkommen recht. Das ist auch eine Szene, die einfach wieder für den Film gemacht ist. Und so ist das doch auch ziemlich cool gelöst worden. Das Schlimme an der Szene ist ganz einfach nur, dass man sich während dem Schauen ständig sagt, ey, eigentlich hättest du locker überleben können. Eigentlich hättest du nicht, also dieser Moment, in dem Nedry nochmal zurückschaut zu dem Dinosaurier und wirklich ins Gesicht gespuckt wird, das ist ja der Moment, wo man einfach weiß, okay, das war's jetzt. Hätte er das nicht gemacht, hätte er es auf jeden Fall überleben können. Und wenn eine Szene so einen Moment drin hat, wo du einfach ganz genau weißt, das war jetzt hier der Angelpunkt, hättest du das nicht gemacht, hättest du das alles noch überleben können, das hat so eine ganz böse Wirkung, so eine ganz fiese Nachwirkung. Der einzige Grund, warum dieser Tod jetzt hier auf Platz 3 gelandet ist und nicht irgendwie noch höher ist, weil ich zu Nedry nicht so eine Verbindung habe. Ich habe auch von ein paar von euch eine Theorie schon gehört. Ey, stell dir doch mal vor, wenn Dennis Nedry in Jurassic World Dominion auftauchen würde, weil man weiß ja nicht, ob er wirklich tot ist, mal die Leiche ja nie gesehen. Und ich denke mir, nee, würde ich jetzt gar nicht mal so geil finden. Zumal ich auch nicht mehr weiß, so, wenn das Spiel Jurassic Park The Game noch offizieller Kanon ist, dann kann das eher auf gar keinen Fall passieren, weil da sehen sie nämlich die Leiche von Dennis Nedry im Auto und reagieren dann eben auch auf den Zustand der Leiche. Auch wenn das Ganze nicht mehr Kanon ist, ich habe irgendwie keinen Bezug zu Dennis Nedry gehabt. Der hat den ganzen Park untergehen lassen. Natürlich ist er irgendwo auch eine tragische Figur gewesen, aber er ist für mich ganz klar auf Platz 3 und nicht höher. Bis auf Platz 2 hat es dann bei mir aber der Anwalt Donald Renaro geschafft, der ja im wahrsten Sinne des Wortes beim Scheißen überrascht wird. Das ist ein Tod, der wirklich, diese ganze Szene ist einfach zu ikonisch. Ich meine, klar, da gehört auch die Ziege mit dazu, aber ich habe schon erklärt, warum die Ziege nicht höher gerankt wurde. Wir sehen, wie der T-Rex aus dem Gehege ausbricht und sich quasi dann unseren Protagonisten stellt oder die versuchen dann irgendwie zu überleben. Und aufgrund eines dummen Fehlers von Ian Malcolm, weil er einfach nicht zuhört, weil er es einfach nicht rafft, dass Dr. Alan Grant sogar noch sagt, bewegen sie sich nicht, die reagieren auf Bewegung. Was macht er? Er nimmt die Fackel, zündet sie an, schmeißt sie weg, aber rennt einfach selber weiter und rennt dann mit dem Rex irgendwie durch diese Toiletten durch, sodass das alles zusammenkracht und der Donald sitzt dann eben noch auf dem Klo, auf dem er sich vorher versteckt hat, weil er eben so Angst vor dem T-Rex hatte. Und dann wird er dann da eben auch noch gefressen und er tut mir einfach sehr leid. Ich meine, er ist irgendwo ein Arsch, ja. Er ist irgendwo jemand, der nur ans Geld denkt, wo die anderen auch dann versuchen, da philosophische Fragen aufzuwerfen bei ihrem Gespräch, bei dem Diner. Und er kommt dann einfach nur an mit, ja, aber das Geld, wir können ja einen Tag mit reduzierten Preisen oder sowas machen. Aber er ist halt irgendwie kein Mensch, dem man dann so einen Tod wünschen würde und das ist natürlich schon sehr, sehr fies. Und das ist auch wirklich der erste Tod, den wir so wirklich richtig sehen im Film. Und der T-Rex packt ihn dann eben von der Toilettenschüssel runter und schwenkt dann den Kopf nochmal so hin und her. Und da hörst du dann so dieses Knacken. Und das macht der Rex eben, damit er quasi Renaro die Knochen bricht im Körper. Das ist schon eine fiese Szene, die eben auch mit der ikonischsten Szene aus dem gesamten Jurassic-Franchise zusammenhängt, nämlich dem T-Rex-Breakout. Und deswegen ist die bei mir einfach auf Platz 2. Jetzt sagst du sehr wahrscheinlich, Moment, aber jetzt haben wir doch schon alle Plätze durch. Was kann jetzt noch auf Platz 1 sein? Auf Platz 1 ist für mich der ikonischste Tod aus Jurassic Park 1. Wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Ich erkläre dir jetzt auch, warum das so ist. Und das ist einfach der Tod von Robert Muldoon. Der Tod von Robert Muldoon wird sehr konsequent umgesetzt. Was meine ich damit? Wir sehen ganz am Anfang von Jurassic Park 1, wie Muldoon dem Riesenbiest, diesem Velociraptor, schon in die Augen schaut und eben mitbekommt, wie er einen Freund von ihm tötet. Auch später im Film bekommen wir mit, was für einen Respekt er eigentlich vor dem Tier hat. Er ist zwar ein sehr ausgebildeter und auch erfahrener Jäger, aber trotzdem hat er so Respekt vor den Tieren. Und das, finde ich, macht ihn als Figur schon mal sehr sympathisch, dass er einfach nicht so ein arroganter Fatzke ist, wie wir dann später hier diesen Möchtegern-Jäger in Jurassic World haben, der gar keinen Respekt vor den Tieren hat und sich auch so ganz komisch verhält. Und da haben wir jetzt hier wirklich einen super coolen Charakter aufgebaut, der aber auch was Persönliches mit diesen Raptoren hat. Ähnlich wie Dr. Alan Grant später in den Film hat auch Robert Muldoon sein persönliches Problem mit diesen Velociraptoren und deswegen hat er sich zur Aufgabe genommen, ich will die Viecher verstehen, ich passe auf die Viecher auf und wenn irgendwas passiert, bin ich auch dann bereit zu helfen. Allerdings passiert jetzt etwas, und Robert Muldoon macht Folgendes. Er versucht mit Ellie Sattler zu dem Bunker zu kommen, in dem man den Strom wieder anschalten kann und merkt dann aber, dass sie bereits verfolgt werden. Nein, sogar noch schlimmer, er merkt bereits, dass sie fokussiert und schon ganz gezielt gejagt werden. Ellie Sattler schafft es also daraufhin zu entkommen. Und was man bei dieser Szene auch wirklich dann mal beachten muss, dass die Velociraptoren oder zumindest das Riesenbiest nicht Ellie hinterher rennt. Also er fühlt sich durch seinen Jagdtrieb nicht dazu gezwungen, der flüchtenden Ellie hinterher zu rennen. Er bleibt einfach starr vor Ort. Also auch der Velociraptor scheint Robert Muldoon als persönlichen Feind anzusehen. Das ist schon fast wie so eine Erzfeindbeziehung, die die beiden miteinander haben. Und jetzt hat das natürlich Sinn gemacht,
gemacht, zu sagen, okay, das Riesenbiest, dieses schlimme Monster, hat vorher Joffrey getötet und Robert Muldoon konnte Joffrey nicht retten, aber jetzt kann er beweisen, was er kann, und jetzt kann er den Velociraptor einfach töten und dann damit Joffrey rächen. Es passiert genau das, wovor Robert Muldoon auch gewarnt hat. Die Velociraptoren sind schlauer als alle anderen Dinosaurier. Wie wir in Jurassic Park 3 dann erfahren, sind Velociraptoren wohl auch schon schlauer als manche Primaten damals gewesen, also die haben schon Grips, und in diesem Fall haben sie einfach Robert Muldoon eine Falle gestellt. Er zielt auf den falschen Velociraptor, während dann das Riesenbiest neben ihm auftaucht und er einfach schon akzeptiert im Inneren, das war's jetzt. Eigentlich habe ich jetzt schon verloren. Er bringt noch den Satz, cleveres Kerlchen, will das Gewehr zu ihm rumreißen. Der Velociraptor springt heraus und es ist nahezu vorbei. Plus, dass wir dann eben auch noch sehen, wie Muldoon anfängt zu schreien, diese Leidensschreie, das ist natürlich immer noch was sehr Fieses. Wenn man eben überlegt, wie cool er noch davor in allen möglichen Situationen gewesen ist, ist das dann hier dann doch schon ein bisschen fieser dargestellt. Und ich muss sagen, einfach weil ich Robert Muldoon als Charakter sehr interessant fand. Ich fand ihn cool geschrieben. Ich fand dieses Verhalten zwischen ihm oder diese Beziehung zwischen ihm und dem Velociraptor, dem Riesenbiest, fand ich sehr interessant. Und dann eben dieses konsequente Umsetzen von wegen, es gibt hier keine Racheaktion. Du bist einfach diesem Tier unterlegen. Das ist einfach von Anfang an bis zum Ende schlauer als du. Und das hat es jetzt hier unter Beweis gestellt. Das ist für mich ganz klar Platz 1 der besten Tode des ersten Jurassic Park Films. Ihr habt danach gefragt und mit diesem Video bekommt ihr es, mein Ranking der besten und denkwürdigsten Tode aus The Lost World Jurassic Park 2. Auf Platz 10 habe ich Dr. Robert Burke verfrachtet. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer zum Teufel ist es? Das ist dieser Kerl hier, der aus irgendeinem Grund in das offene Maul des T-Rex reinrennt, weil eben so eine Schlange hinten im Nacken rumkrabbelt. Und das ist ein Tod, den ich auf den letzten Platz gesetzt habe, weil er, glaube ich, mitunter der unnötigste Tod in der gesamten Jurassic-Reihe ist. Sehe ich das irgendwie falsch? Also ich fand das schon damals als Kind, ich meine, ich war 8, als ich da im Kino gewesen bin, mit meinen Eltern und meinem Bruder, und schon damals dachte ich mir, was ist denn da jetzt gerade passiert? Also es ist so ein bisschen sinnbefreit, warum er dann panisch in das offene Maul des T-Rex reinrennt, weil ihm da so eine Schlange hinten reinkrabbelt. Ey, Menschen reagieren, wie sie reagieren, wenn sie eben panisch werden, aber das kam so aus dem Nichts heraus, nach dem Motto, ey, yo, wir brauchen gerade mal noch einen Tod, ja, lass mal den Typ da killen, check. Und deswegen, ja, für mich ganz klar auf Platz 10. Auf Platz 9 haben wir dann die Crew-Besatzung vom Schiff, das den T-Rex eben von der Insel aufs Festland bringt. Dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, weil hier eben die Frage sich stellt, was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Der Arm des einen Crewmitglieds hängt noch da, der Rest scheint komplett weg zu sein, also die scheinen alle gefressen worden zu sein. Der T-Rex aber, der einzige Saurier auf dem Schiff ist, ist immer noch eingesperrt und da hat man nicht so ganz verstanden, was da jetzt wirklich passiert ist. Wie gesagt, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, das habe ich dir mal hier oben verlinkt, wo wir so ein bisschen darauf eingehen, was ursprünglich geplant war im ursprünglichen Drehbuch und Skript, wie das Ganze hätte aufgelöst werden sollen. Letztendlich haben wir aber eben das bekommen, was wir jetzt auch hier bekommen haben im Jurassic Park The Lost World Film, und die Szene war so seltsam. Man hat sie einfach nicht verstanden, weil sie auch so aus dem Kontext herausgeschnitten war. Diese ganze Sache mit dem T-Rex war schon so ein bisschen seltsam. Okay, jetzt kommt er irgendwie aufs Festland. Man packt an den Film noch irgendwie so einen Bonus hinten dran. Ich mochte ja die Szene mit dem Rex in der Stadt. Ich fand das ziemlich cool. Aber der Grund, warum er eben ausgebrochen ist, das hat man nicht so wirklich verstanden. Aber der Effekt war eben doch da, weil dann die Kamera am Anfang erstmal nur diese Hand zeigt und dann fährt die Kamera nach hinten weg und dann sieht man, dass dann nur noch dieser Arm hängt. Der Effekt, der war dann doch irgendwie ganz cool. Wenn man die Szene aber hinterfragt, ist es sehr schwierig, da einen logischen Sinn hinterzufinden, was denn da wirklich passiert sein könnte. Deswegen leider auf Platz 9. Auf Platz Nummer 8 haben wir in diesem Fall keinen menschlichen Tod, sondern den Tod des Hundes. Ja, wir kommen jetzt also wieder in die Stadt zurück, wo der T-Rex Randale macht. Und diese Szene, wo der Hund stirbt, die fand ich immer schon so schade einfach, weil ich mir denke, wenn der Hund einfach die Schnauze gehalten hätte, wäre er auch gar nicht gefressen worden. Das war so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, an sich warst du selbst dran schuld, aber weiß nicht, so dieses arme Tier, der hat ja wirklich nur versucht, das Haus der Herrchen zu verteidigen und musste dann eben dafür sterben. Deswegen kann man vielleicht sogar sagen, es war irgendwie ein Heldentod, der aber eigentlich halt total in die Hose gegangen ist, weil der Hund hat einfach nichts bewirkt, also einfach gar nichts bewirkt. Und deswegen muss ich sagen, der Tod des Hundes landet bei mir auf Platz Nummer 8. Auf Platz Nummer 7 haben wir Carter. Carters Tod ist mir damals als Kind sehr stark im Kopf geblieben, weil
Ich kann es ganz schwer beschreiben, was ich damals da für einen Eindruck von sowas hatte. Um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen, was denn da eigentlich wirklich vorfällt. Carter flüchtet vor einem T-Rex, fällt aber eben hin und dann beginnt schon die ganze Misere so ein bisschen, wo ich mir denke, diese arme Sau. Keiner von seinen Leuten versucht ihm wirklich aufzuhelfen, nein, die rennen alle über ihn drüber und ganz zum Schluss wird er dann eben vom Fuß des Tyrannosaurus Rex zermatscht. Aber das reicht noch nicht, nein. Der Rex zieht den zertrampelten, toten Körper von Carter noch an seinem Fuß hinter sich her, das heißt, Carter klebt dann so unten am Fuß mit dran und die Kamera bleibt schön draufgeschwenkt, bis er dann nach dem dritten Schritt, was glaube ich, einfach nur leblos im Wasser liegen bleibt. Und das ist halt so eine gemeine Szene, weil Carter war an sich auch kein schlechter Kerl. Er war halt nur so ein bisschen verpeilt. Ich meine, er war auch eigentlich der Grund gewesen, warum dann später Dieter gestorben ist. Zu dem kommen wir noch, weil er einfach Kopfhörer auf hat, während er so eine Mission irgendwie absolvieren sollte. Und er ist halt so ein verpeilter Dude gewesen, der dann aus dem Grund gestorben ist, da seine eigenen Leute ihm nicht geholfen haben. Und deswegen hat er mir ein bisschen leid getan. Auf jeden Fall für mich ganz klar Platz 7 ist Carter. Platz 6 habe ich den Velociraptor, den Kelly tötet oder zumindest verwundet. Also wir sehen nicht genau, ob der Raptor wirklich stirbt. Ich gehe aber mal ganz stark davon aus, dass er gestorben ist, weil er ja diesen Spieß durch den Körper durchgestoßen bekommen hat. Und so dumm diese Szene auch war, und ich verstehe auch nicht, warum man sie unbedingt mit einbauen musste, um zu zeigen, na, wisst ihr noch, wir haben doch erwähnt, dass Kelly Turniersportlerin war. Jetzt macht die da irgend so Flickflacks und der Raptor rafft's halt auch nicht und wird dann einfach von ihr da runtergestoßen. Ist ein dummer Tod, aber irgendwie hat mir der Raptor damals und immer noch, wenn ich das heute sehe, leid getan. Ich weiß nicht, wir sollten eher mit den Menschen sympathisieren, ja, weil die Raptoren und die ganzen Saurier werden ja doch ein bisschen mehr als die Monster, als die Bösen dargestellt. Aber irgendwie habe ich immer mit dem Raptor sympathisiert, weil ich weiß nicht, diese Szene war einfach nur so doof, dass ich persönlich, ich gönne es Kelly nicht, dass das funktioniert hat, eben weil das so eine bescheuerte Idee ist, sich so mit einem Velociraptor anzulegen. Deswegen, naja, ich bin auf jeden Fall da, Team Velociraptor, und dessen Tod landet bei mir auf Platz Nummer 6. Platz Nummer 5 ist mit einer der für mich ikonischsten Szenen der gesamten Jurassic-Reihe. Ich weiß nicht wieso, aber diese Szene ist bei mir so stark hängen geblieben, dass ich immer wieder anfange von ihr zu reden, wenn ich über bestimmte geile Szenen aus dem Jurassic-Franchise spreche. Als ich klein war, habe ich es immer die Raptorenwiese genannt. Jetzt wisst ihr wahrscheinlich auch direkt, wovon ich hier spreche, nämlich die gesamte Crew, die von den Raptoren in diesem hohen Gras gefressen wird. Die Szene ist einfach ziemlich cool, weil sie zeigt, wie Velociraptoren koordiniert diese Leute ausschalten, nahezu unsichtbar. Die wissen ja gar nicht, was passiert. Als sie dann anfangen zu checken, was wirklich abgeht, ist es schon viel zu spät. Die Raptoren haben bereits ihre Stellung eingenommen, die haben wie so Posten eingenommen, wo man dann auch sieht, dass die wie so Pfeile immer näher, immer enger an ihre Opfer rankommen. Und die dann eben fressen. Warum die Szene nicht höher gekommen ist, ist ganz einfach der Grund, da das Ganze doch relativ offscreen passiert, beziehungsweise aufgrund des hohen Grases wurde natürlich der Gewaltgrad sinnig entfernt. Das heißt, wir sehen nie wirklich, wie jemand stirbt, wir sehen eben nur, wie die Leute wie so runtergezogen werden von den Velociraptoren. Und deswegen ist diese Szene mit einer meiner Lieblingsszenen, was aber die Tode angeht, muss ich sagen, da ist Platz 5 für mich fair. Ich hatte ihn bereits angesprochen, Dieter Stark, der gestorben ist aufgrund dessen, dass Carter einfach mal Musik hören musste mitten im Wald, ist bei mir auf Platz Nummer 4 und wahrscheinlich der Tod, der mich damals als Kind am meisten geschockt hat. Erinnern wir uns nochmal ganz kurz zurück an Jurassic Park 1, wo wir den kleinen Dilophosaurus eingeführt bekommen haben, der noch relativ niedlich wirkt und sich dann auf einmal als ein wahres Ungeheuer entpuppt, wenn dann der Kragen aufgeht und er fängt an, dieses Gift zu spucken. Und einen ähnlichen Effekt hatte diese Szene auch, nur ich fand die noch ein bisschen heftiger. Dieter Stark fällt den Kompis zum Opfer und die sind ja dafür bekannt, eigentlich nicht allzu viel ausrichten zu können, weil sie eben sehr klein sind. Das heißt, die können nur durch ihre pure Masse irgendwie einen Feind oder ein Opfer überrumpeln. Wenn man genau darauf achtet, dann merkt man, dass Dieter Stark in dieser Szene wirklich stundenlang vor den Kompis flüchten muss, weil sich zum Teil das Lichtbild auch verändert. Das heißt, wir bekommen mit, wie langsam eine Dämmerung beginnt. Der muss dann wirklich stundenlang vor diesen Kompis flüchten, bis er irgendwann einfach nicht mehr kann. Er fällt über einen Baumstamm drüber und schafft es anscheinend nicht mehr aufzustehen. Das Ganze sehen wir nicht wirklich. Wir sehen dann nur noch, wie die Kompis über den Baumstamm drüber springen und ihn dann scheinbar fressen. Für mich eine unfassbar ikonische Szene, die auch wirklich zeigt, ja, die Kompis haben auch eine Art von Strategie, nämlich ihre Opfer so lange zu jagen, bis sie müde sind und schwach sind und sich eben nicht mehr wehren können. Und genau dieser Taktik ist Dieter Stark zum Opfer gefallen. Für mich ganz klar verdienter Platz Nummer 4. Platz Nummer 3 ist Peter Ludlow, der ja irgendwie seinen Tod auch verdient hat, obwohl das immer so fies dahergesagt, weil an sich ist er einfach nur ein Trottel gewesen. Er ist radikal in bestimmten Dingen, aber er war im Endeffekt einfach nur ein Depp, der nicht genau wusste, wann er aufhören sollte. Ich meine, Ian Malcolm hat mit ihm auch darüber gesprochen, was für eine dumme Idee es ist, die Saurier aufs Festland zu bringen.
Dann kommen die Saurier aufs Festland und Peter Ludlow muss ja live miterleben, wie der T-Rex einfach komplett eskaliert und es sterben Menschen und es gibt einen Riesenhaufen an Zerstörung. Aber er lernt nicht aus seinen Fehlern und versucht dann eben wieder den Baby-Rex einzufangen und wird dann eben auch von dem gefressen, weil der große T-Rex ihm quasi einmal in den Bauch reinbeißt, was eigentlich schon sein Todesurteil war, und dann wird er dem kleinen Rex zum Fraß vorgeworfen. Das war eben auch wieder so ein Tod, wo man sich denkt, das hätte nicht sein müssen, Mann. Hättest du einfach kurz vorher gesagt, ich höre jetzt auf, wäre das alles nicht passiert. So hast du aber leider den Tod gefunden durch den kleinen T-Rex, den du übrigens auch kurz vorher gequält hast. Übrigens in einer Szene, die wir nicht im Film gesehen haben, bekommen wir mit, dass der besoffene Peter Ludlow nämlich dem kleinen T-Rex am Boden festkettet und ihn erst verletzt. Also das war nicht Roland, das war Peter Ludlow. Die Szene hätte man im Film lassen sollen, weil damit wäre der Tod noch ein bisschen gerechtfertigter gewesen, weil sich dann der kleine T-Rex quasi an Peter Ludlow rächt. Und mit diesem wundervollen Akt der Rache hat Peter Ludlows Tod Platz Nummer 3 erreicht. Was könnten jetzt noch die beiden zwei letzten Plätze sein? Ich glaube, einen Tod habt ihr alle noch auf dem Schirm, aber ich wette, den folgenden habt ihr nicht auf dem Schirm. Platz Nummer 2 ist der Tod des Typs auf der Straße. Wer ist der Typ auf der Straße? Der Typ auf der Straße ist eigentlich jemand, der überhaupt nicht in dieses ganze Jurassic Franchise-Ding involviert ist. Das ist ein Typ, der einfach nur vor dem T-Rex flüchtet, sich dann in seiner Panik irgendwie dazu entscheidet, eine Abbiegung zu machen und vor dem T-Rex wegzurennen in eine Richtung, wo einfach mal eine Tür ist, die er erst hätte aufmachen müssen, und dann wird er vom T-Rex gepackt und stirbt. Warum die Szene auf Platz 2 ist? Einfach, weil ich die damals und wirklich eine ewig lange Zeit sehr schrecklich gefunden habe. Ich weiß noch, wie ich damals im Kino gehockt habe mit meinem Bruder zusammen. Meine Mom hat mir immer irgendwie die Augen zugehalten, wenn sie auch nur ansatzweise gedacht hat, dass irgendwie ein Tod passiert. Deswegen habe ich immer gesagt, ich habe im Kino von Jurassic Park 2 immer nur den Mom-Cut gesehen. Bei dieser Szene hat sie es aber irgendwie nicht kommen sehen oder einfach vergessen, und dann sieht man, wie der Typ ja gepackt wird. Der T-Rex beißt zu, man hört, wie irgendwas knackt, und der Typ fängt an, nur noch so zu röcheln. Und ich habe meinen Bruder angeguckt und ihn eben gefragt, warum hat er jetzt so Geräusche gemacht? Und mein Bruder hat dann ganz locker gesagt, ja, der T-Rex hat ihm halt gerade die Wirbelsäule durchgebissen und er ist erstickt, während er lebendig gefressen wurde. Es ist für mich einer der heftigsten Tode, weil er einen so uninvolvierten Charakter nimmt, einfach einen Statisten nimmt, also eine Figur, die überhaupt nichts damit zu tun hat, die wahrscheinlich unschuldiger ist als jede andere Figur, und der wird einfach gefressen auf so eine bestialische Art und Weise. Wie gesagt, er erstickt, man hört ja noch, wie er röchelt, weil der Rex ihm wohl die Wirbelsäule durchgebissen hat, und dann frisst er ihn trotzdem noch lebendig auf, und das ist schon ziemlich fies. Es wird natürlich verdeckt durch das Auto, aber im Endeffekt kann man sich dann schon selber denken, was da abgegangen ist. Und deswegen ist der Typ auf der Straße für mich Platz Nummer 2. Platz Nummer 1 ist der Tod einer Figur, bei dem ich sogar sagen würde, das ist Platz Nummer 1 im gesamten Ranking, was alle Tode im gesamten Jurassic-Franchise angeht. Ich finde den Tod von Eddie Carr mit am schlimmsten, weil Eddie stirbt den typischen Heldentod. Das ist so ein Tod, den hätte ich mir irgendwie in Jurassic World Dominion für Henry Wu gewünscht. Achtung, Spoiler zu Jurassic World Dominion. Henry Wu macht dann ja seinen Twist und ist dann auf einmal wieder der Good Guy und wird dann damit geläutert, indem er am Ende die Heuschrecken freilässt, die er jetzt genmanipuliert hat, damit die Plage ausstirbt. Man hat sich in Jurassic World Dominion einfach nicht getraut, einen der Hauptfiguren sterben zu lassen. Jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, gab es in Jurassic World Dominion keinen einzigen relevanten Tod. Außer der von Louis Dutchson, und der ist auch offscreen passiert, was eigentlich schon irgendwie doof ist. Zurück zum Thema zu kommen, Eddie Carr stirbt den ultimativen Heldentod. Er versucht, seine Freunde, die über der Klippe hängen und dem Tod geweiht sind, mit seinem Auto zurückzuziehen. Während Eddie also dabei ist, mit seinem PKW zu versuchen, diesen Riesenapparat, dieses Riesentrumm aus der Schlucht hochzuziehen, tauchen von hinten die beiden T-Rex auf. Jetzt hat Eddie die Wahl. Entweder ich flüchte eventuell in den Wald und habe noch irgendwie eine Chance zu überleben, oder ich rette meine Freunde. Eddie entscheidet sich einfach, ohne mit der Wimper zu zucken, direkt seine Freunde zu retten. Eddie verschwendet keine Sekunde damit, auch nur irgendwie darüber nachzudenken, ey, ich hau jetzt ab, ich lasse meine Freunde sterben. Sogar als die T-Rex schon links und rechts neben ihm waren und man hier einfach sagen könnte, gut, was soll er jetzt auch noch machen, soll er immer noch abhauen? Ey, in Panik hauen Menschen ab, auch wenn es dumm ist. Erinnern wir uns nochmal ganz zurück an den Typen, der wegen der Schlange gefressen wurde, weil er einfach Panik bekommen hat und nicht mehr nachgedacht hat, was gerade abgeht. Eddie ist sich aber der Gefahr vollkommen bewusst, er zieht das Ganze bis zum Schluss durch. Er stirbt dann, weil sein Betäubungsgewehr an so einem Netz hängen bleibt. Er wird dann von einem T-Rex gepackt, in die Luft geschleudert, von dem anderen aufgefangen, in zwei Teile gerissen und ist tot.
Aber durch Eddies Einsatz haben unsere Helden Ian Malcolm, Sarah Harding und Ian Malcolms Tochter den Fall in die Schlucht überlebt, weil sie nur durch Eddie genug Zeit gehabt haben, Sarah unten aus dieser Scheibe, aus diesem zerbrechlichen Glas herauszuholen. Eddie ist für mich einfach ein wahrer Held und wenn du das genauso siehst wie ich, schick mir ein Hashtag Herz für Eddie in die Kommentare rein, damit wir Eddie Carr und seine wirklich heldenhafte Aktion einfach ehren können. Platz 1 für mich, Eddie Carrs Tod, mein Held. Chronologisch gesehen kommen wir jetzt also bei meinen Top, wie viele sind es denn, bei meinen Top 7 Toten aus Jurassic Park 3 an. Wenn ihr euch jetzt fragt, 7 Tode, mir fallen jetzt nur 3 oder 2 ein, dann bleibt dran. Wir fangen mal an mit Platz Nummer 7, das ist bei mir der Parasaurolophus und da denkt man sich jetzt auch, wann ist denn Parasaurolophus gestorben? Erinnert ihr euch an den relativen Anfang zu Jurassic Park 3, wo der Tyrannosaurus Rex hinter diesem einen toten Saurier auftaucht? Das war der Parasaurolophus gewesen. Da hat man in einem Making-of offiziell bestätigt, dass hier die Konstruktionsgröße des Parasaurolophus benutzt wurden. Deswegen habe ich mir gedacht, ich bringe ihn einfach mal mit rein. Wir haben zwar den Tod nicht gesehen, deswegen ist er auch nur auf Platz 7 gelandet, aber dennoch finde ich, dass man den Parasaurolophus trotzdem in so einem Ranking einfügen sollte, weil der auch immer wieder zu Gesprächsthemen führt und gerade die Frage, um was für ein Saurier handelt es sich denn da eigentlich, ist hiermit jetzt auch beantwortet. Deswegen, ja, mein Platz Nummer 7 ist der offscreen vom T-Rex gefressene Parasaurolophus. Platz Nummer 6 ist ein Thema, über das wir auch schon ausführlich gesprochen haben. Die Crew auf dem Boot, die im unheimlichen Nebel gefressen wurde, vielleicht sogar vom Nebel selbst, keine Ahnung. Wir haben uns ja diese Szene schon mal gemeinsam angeschaut, das Video habe ich dir mal hier oben verlinkt und haben ein bisschen Aufklärungsarbeit betrieben, was das denn wirklich gewesen sein könnte, was die Crew gefressen hat. Wir bleiben jetzt hier aber erstmal bei den Fakten, wir haben es eben nicht gesehen und deswegen ist der Platz auch relativ weit hinten. Noch dazu war der Schockmoment irgendwie nicht der, der glaube ich erreicht werden sollte, zumindest spätestens als die Crew auf dem Boot in dem Nebel verschwunden ist, haben wir doch eigentlich alle ganz genau gewusst, die kommen da jetzt nicht lebend wieder raus. Noch dazu ist die Szene, wenn man sich da keine Gedanken drüber macht, weil man den Film vielleicht zum ersten Mal sieht, sehr seltsam, weil man einfach nicht auf die Idee kommt, okay, was hätte das denn sein können, was hat denn die Crew da fressen können. Trotz allem dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass diese Todesszene, also die Crew, die gefressen wurde, dass das der Auslöser für die gesamte Story von Jurassic Park 3 ist und deswegen bin ich der Meinung, ja, Platz 6 ist schon vollkommen okay. Auf Platz 5 in meinem Todesranking zu Jurassic Park 3 haben wir Nash und Nash ist der Kollege hier. Ich muss sagen, dass ich generell von dieser Söldnertruppe damals im Film und ich mag Jurassic Park 3 wirklich gerne, aber da war ich damals echt enttäuscht von denen und bin das eigentlich heute immer noch, weil wenn wir uns überlegen, wie die drei aufgebaut werden, beziehungsweise die beiden Söldner eben dann, die Kirbys unterstützen sollen, nee, es sind sogar drei mit Cooper noch zusammen, habe ich mir irgendwie so ein bisschen mehr Eingriff auch auf die Dinosaurier gewünscht, weil ich meine, die werden gezeigt, wie sie hier an einem Flugzeug ihre krassen Waffen ausprobieren und dann ihre Schützlinge in Anführungszeichen, Dr. Alan Grant und Co., sicher durch den Dschungel zu begleiten und im Endeffekt hat man davon eigentlich gar nichts gesehen und so viel einfach mal dazu. Deswegen habe ich mir Nash auch auf den fünften Platz gesetzt, weil auch sein Ende ist so ein bisschen, ich fand das nie so wirklich aufregend. Ich meine, der Kerl wird einer der coolsten Szenen aus dem Jurassic-Universum, für mich zumindest. Der Spinosaurus reißt das Flugzeug auseinander und Nash versucht noch zu flüchten und wird dann eben aus dem Flugzeug rausgezogen. Und dann kommt eine ganz seltsame Einstellung und es liegt an der animatronischen Figur vom Spinosaurus. Es ist nicht das gleiche Team gewesen, das den Spinosaurus als animatronische Figur gebaut hat, wie den T-Rex aus Jurassic Park 1. Und das wird in vielen Making-ofs als Grund dafür genommen, dass das Tier mehr aussieht wie so eine Geisterbahnfigur, wenn man eben die animatronische Figur benutzt. Und wir sehen dann eben auch, wie der Spinosaurus Nash so ganz langsam mit dem Kopf hin und her windet. Und das haben wir eben schon wesentlich cooler gesehen. In Jurassic Park 1 reißt der T-Rex den Anwalt vom Klo runter und zerrt ihn hin und her und hin und her, um ihm wirklich auch noch die Knochen zu brechen, damit er eben wirklich stirbt. Ich weiß nicht, warum der Spinosaurus hier seinen Kopf nach links und nach rechts bewegt, ob er vielleicht gerade die Straße überqueren wollte und mal gucken, ob ein Auto kommt, keine Ahnung. Das kommt so ein bisschen seltsam rüber und dann wird Nash auf den Boden runtergeschmissen, er will nochmal wegkrabbeln, der Spino tritt ihm hinten drauf und beißt ihm dann anscheinend den Kopf ab und auch das sehen wir halt nicht richtig. Das fühlt sich alles so ein bisschen gewollt an, so ja, der muss jetzt eben sterben, also lassen wir ihn halt irgendwie sterben, aber es ist, weiß ich nicht, ich finde einfach ein verdienter Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 ist auch jemand, den wir nicht sterben sehen
Ich habe zu dieser Figur auch schon mal ein Video gemacht. Die findest du auf meinem Kanal unter der Rubrik Jurassic Park 3. Da habe ich eine eigene Playlist erstellt. Und zwar geht es hierbei um Ben Hildebrand. Es gibt eine mehr oder weniger offizielle Antwort, wie Ben Hildebrand wirklich gestorben ist. Aber darum geht es auch hier nicht im Ranking. Hier geht es mir um diesen Effekt. Ich dachte damals wirklich, dass Eric nur so lange auf der Insel überleben konnte, weil eben Ben an seiner Seite war. Also ein Erwachsener, der vielleicht auch irgendwie Ahnung hat vom Überleben. Und deswegen war ich relativ geschockt, als dann plötzlich dieses Skelett aufgetaucht ist und rauskam, dass es gerade Ben. Und im Kino hat man sich dann wirklich gefragt, was zum Teufel ist denn mit dem passiert? Da hat jetzt der Schockmoment im Gegensatz zu den Typen auf dem Boot, über die wir eben gerade schon gesprochen haben, für mich wesentlich besser funktioniert und deswegen muss ich sagen, Ben Hildebrand ist auf Platz 4 und das auch verdient. Platz Nummer 3 ist Cooper und auch zu dem haben wir schon mal ein extra Video gemacht. Wie gesagt, schau dir mal meine Playlist an zu Jurassic Park 3, das Thema habe ich anscheinend echt am meisten behandelt, fällt mir nämlich gerade auf. Cooper hat für mich eine sehr dramatische Szene, wo ich mir auch denke, für mich war Alan Grant früher immer der Held und als ich damit bekommen habe, okay, Cooper hat gerade meinen Helden K.O. geschlagen. Da habe ich Cooper erstmal so richtig gehasst und habe mir gedacht, okay, der muss nochmal seine Quittung bekommen. Und dann sehen wir, wie Cooper die Quittung bekommt und das auf irgendwie eine sehr dramatische Art und Weise, finde ich, weil Cooper auf einmal nicht mehr der harte Kerl ist, der er noch im Flugzeug war, sondern er steht schwer verletzt an der Landebahn oder auf der Landebahn und fleht wirklich um Hilfe. Er fängt sogar an zu weinen, der Arm ist komplett, hängt nur noch runter, wahrscheinlich irgendwie gebrochen von der Verletzung. Und die Piloten im Flugzeug entscheiden sich nicht mal dazu, wirklich anzuhalten. Die sagen von vorne rein, ey Cooper, hau von der Landebahn ab, Mann, wir halten auf gar keinen Fall an. Und das machen sie auch nicht. Das heißt, egal was passiert wäre, Cooper wäre einfach entweder auf der Insel alleine gelassen, weil sie ihn im Stich gelassen hätten, aber der Spinosaurus taucht kurz danach auf und schnappt ihn einfach mal von der Landebahn weg und frisst ihn eben. Cooper ist tot und das Flugzeug stürzt auch noch mit dazu ab. Das Flugzeug wäre übrigens nicht abgestürzt, wenn ihr dämlichen einfach auf Cooper gewartet hättet, beziehungsweise ihn nicht einfach so im Stich gelassen hättet. Dann wäre das alles vielleicht anders ausgegangen. Dann hätten wir aber auch keinen Film bekommen. Von daher, ja, ist das schon cool so. Und Cooper ist tot, er tut mir immer noch leid, wenn ich ihn sehe. Das ist immer noch, am Anfang hasse ich ihn, danach tut er mir leid. Deswegen für mich ganz klar auf Platz 3. Auf Platz Nummer 2 haben wir den T-Rex verfrachtet. Und warum nicht auf Platz 1? Ist ganz einfach der Grund, man hat damals auch sehr viel beworben, dass der Tyrannosaurus Rex gegen den Spinosaurus kämpfen wird. Und ähnlich wie bei Jurassic World Dominion war die Marketingkampagne hier wesentlich kolossaler als im Endeffekt das, was wir im Film bekommen haben. Ihr seht also, nicht nur Jurassic World 3 macht diese Fehler. Der Kampf vom Spinosaurus wurde sogar derart angekündigt, dass ich damals bei meiner Tante in Amerika war und da gab es ganze Plakate, die waren aufgebaut wie so Boxkämpfe, wer gewinnen könnte. Und in meiner Vorstellung war der Kampf Spinosaurus gegen T-Rex ähnlich wie auch Darth Maul in Episode 1 von Star Wars gegen Qui-Gon Jinn und Obi-Wan, dass man diesen Kampf permanent wieder sieht zwischen den beiden Kreaturen und dann gibt es immer wieder einen Cut zu einer anderen Story und man denkt sich, oh, ich will jetzt immer wissen, wie es da weitergeht und dann gibt es wieder einen Schnitt zurück. Wäre wahrscheinlich einfach zu viel gewesen, aber demnach könnt ihr euch vorstellen, dass ich in dem Film später dann doch ein bisschen enttäuscht war, als der Kampf innerhalb von nicht mal 3 Minuten vorbei gewesen ist. Der Platz ist allerdings dennoch so hoch gelandet, weil diese Szene verdammt wichtig für den Film war. Sie erklärt nämlich auf sehr plumpe und plakative Art und Weise, warum der Spinosaurus die neue große Gefahr ist. Eben weil er einen T-Rex, den wir ja vorher als das ultimative Maskottchen von Jurassic Park kannten, einfach mal ganz schnell umbringt. Und ich muss sagen, zwischen allen Dinosaurierkämpfen, gerade die, die wir auch später in Jurassic World bekommen haben, die ja alle mit sehr viel Effektreichtum, die sehen alle cool aus, aber wenn da der Raptor auf dem T-Rex rumspringt und die battlen sich gemeinsam gegen den Dominus Rex, ist mir das persönlich zu viel. Der Endkampf in Jurassic World Dominion, ich will jetzt hier nicht spoilern, das war auch nichts. Ich finde, die gesamte Jurassic-Reihe, also wenn wir die ganze Jurassic-Reihe betrachten, finde ich diesen Kampf, Spinosaurus gegen T-Rex, der fühlt sich am meisten an wie ein Kampf zwischen echten Tieren. Und von daher ist er bei mir ganz klar auf Platz 2. Zumal eben auch noch 2 meiner Lieblingsdinos in dieser Szene auftauchen. Und diese Szene hat es wirklich geschafft, mir den Spinosaurus total schmackhaft zu machen. Platz Nummer 2. Verdient. Platz Nummer 1, ich habe lange gehadert, ob ich Platz Nummer 2 auf Platz 1 drehe, aber ich habe gesagt, nee, das ist für mich eher Platz 1. Platz 1 aus Jurassic Park 3 ist für mich definitiv Udesky. Ich habe über diese Szene auch schon mal mit einem guten Kollegen gesprochen. Nico, Grüße an dich, wenn du das hier siehst. Und er findet die Szene irgendwie bescheuert, weil ihm die Raptoren hier so clever vorkommen. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede, es geht um eine Szene, in der die Raptoren mit einem halbtoten Udesky eine Falle stellen, damit eben auch die anderen Überlebenden in diese Falle reinrennen und eben von den
Raptoren gefressen werden können. Die Raptoren haben in Jurassic Park 3 schon einen Intelligenzschuss gemacht, der irgendwie schon abseits von Gut und Böse ist. Aber irgendwie fand ich das immer organisch mit dem, was wir halt eben auch erfahren haben, auch gerade mit dem, was Dr. Alan Grant am Anfang von Jurassic Park 3 erzählte. Das hat irgendwie gepasst. Es gab einen Aufbau zu dieser Charakterentwicklung. Einen Aufbau, den wir seit Jurassic Park 1 hatten. Die Viecher sind intelligent. In Jurassic Park 2 haben wir nochmal gesehen, die können total koordinierten Rudeln jagen. In Jurassic Park 3 wird am Anfang sogar gesagt, okay, die waren wahrscheinlich sogar schlauer als die Primaten von damals. Das war ein Szenenaufbau, ein sogenanntes Build-up für die späteren Raptoren, um zu zeigen, wie clever die sind. Ich habe das immer sehr gemocht, mochte auch die Designs der Velociraptoren und ich fand es ziemlich krass, dass sie es einfach geschafft haben, eine Falle zu bauen mit einem halbtoten Udesky. Das Einzige, was ich hier zu bemängeln hätte, wäre, dass man wirklich sieht, wie der Velociraptor Udesky am Kopf packt und ihm angeblich ein Stück ab vom Kopf rausreißt und dann schmatzt der Raptor auch noch so. Du siehst aber als Zuschauer, dass der Schauspieler einfach, der am Boden liegt, da ist nichts am Kopf passiert, da ist keine Wunde, da fehlt nichts. Das ist so das, wo ich mir immer wieder denke, ja, da hättet ihr wenigstens so Kratzer reinmachen können. Das ist aber wieder so minimales Rumgejammer. Udesky ist auf jeden Fall bei mir auf Platz 1, weil er mir gezeigt hat, die Velociraptoren, die haben es schon in sich. Umso trauriger finde ich es jetzt, wo ich das hier laut ausspreche, was sie aus den Raptoren in Jurassic World gemacht haben. Ganze 3 Filme des Jurassic-Universums habe ich mir jetzt schon vorgenommen und darüber ein Alle-Tode-Ranking gemacht. Bisher habe ich dafür keine Notizen gebraucht. Bei Jurassic World sieht das schon ein bisschen anders aus, denn da sterben einfach verdammt viele Leute. Um das mal kurz von vornherein klarzustellen, es gibt 2 Szenen, in denen ich die Tode mehr oder weniger auf die Szene an sich reduziert habe. Das heißt, da geht es nicht um den heftigsten Tod, sondern mehr oder weniger um diese heftige Szene. Zum einen, weil da einfach sehr viele Statisten bei sterben, die nicht mit Namen versehen sind und es wäre, glaube ich, auch ein bisschen öde, ständig zu sagen, Statist Nummer 37 stirbt und Nummer 93 stirbt. Stattdessen werde ich eben hier die Szenen hervorheben. Trotz allem bleiben uns insgesamt, und ich lüge euch hier nicht an, 17 Tode. 17 Tode in einem Jurassic-Film. Ich meine sogar, das wäre ein Rekord. Mir fällt jetzt nicht ein, wo später noch in Fallen Kingdom oder auch in Jurassic World Dominion mehr Leute sterben könnten oder gestorben wären als im allerersten Jurassic World Film. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, dass dieser Film mitunter die meisten Tode hat. Aus diesem Grund ist es wahrscheinlich auch nicht allzu verwerflich, dass ich davon einige Tode gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, weil die eben auch sehr schnell passieren und man erst später in den Filmen wirklich realisiert, aha, die Figur ist anscheinend tot. Ein gutes Beispiel dafür ist mein Platz Nummer 17. Und hier findet sich Delta wieder. In diesem Todesranking werden also auch Dinosaurier auftauchen und das wesentlich mehr als den anderen Ranking-Teilen, einfach weil die hier wesentlich präsenter sind und weil Jurassic World den Figuren unter den Dinosauriern ja wesentlich mehr Charakter gegeben hat. Viele Kritiker von Jurassic World fanden das mit dem Raptoren-Szenen ja ziemlich doof. Ich fand die Idee eigentlich relativ gut, weil die auch sehr organisch umgesetzt wurde. Also ich habe schon verstanden, okay, das funktioniert, weil es sind ja immer noch Tiere. Ganz wichtig, hier hat man das nochmal ein bisschen unterstrichen. Wir können auch Tiere zähmen, also warum eben nicht auch Velociraptoren? Aus diesem Grund habe ich damals im Kino auch sehr schnell eine Bindung zu diesen 3 Raptoren aufgebaut. Ebenfalls ein prägnantes Zeichen dafür, dass die Velociraptoren hier ein bisschen mehr Persönlichkeit bekommen, als in den Filmen davor waren eben auch, dass man sie mit Namen versehen hat. Wir haben ja einmal Echo, Delta, Charlie und eben Blue, die von uns wahrscheinlich bekannteste Raptorin in dieser gesamten Jurassic-Reihe. An Blue erinnern wir uns ja eigentlich alle, will ich mal behaupten, weil die eben auch noch später große Rollen spielt. Die anderen 3 treten später gar nicht mehr auf. Warum? Naja, weil sie in Jurassic World gestorben sind. Delta schmückt bei mir Platz 17, weil das eben relativ unspektakulär passiert ist. Wir sehen eben nur wieder in Dominus Rex Delta packt und sie quasi einmal quer durch die Straße des Jurassic World Parks schmeißt. Im Endeffekt hätte sie auch noch überleben können. Eigentlich wussten wir aber nur durch die späteren Filme, als erklärt wurde, es gibt keine weiteren Raptoren mehr, dass Delta hier gestorben ist. Aber das ist eben der Grund, warum es hier nur für Platz 17 gereicht hat. Auf Platz 16 habe ich jetzt hier mal 2 Typen draufgesetzt. Aus dem Grund, da wir hier nur von einem Typen den Namen erfahren. Der andere Typ stirbt aber eigentlich ähnlich. Und zwar geht es um diese beiden Soldaten hier, die es mit dem Indominus Rex aufnehmen. Und alle beide gegen die Bäume oder gegen die Äste eben geschleudert werden. Bei einem der Soldaten sehen wir irgendwann den Namen Craig aufflattern. Beziehungsweise sehen wir, wie die Herzschlaggeneratoren plötzlich noch eine Linie ziehen, was eben andeuten soll. Okay, Craig ist hieran gestorben. Diesen Tod wollte ich unbedingt mit reinbringen, beziehungsweise beide Tode wollte ich unbedingt mit reinbringen, weil sie doch sehr szeniastisch dargestellt sind. Und ich stelle mir das immer ziemlich fies vor, wenn du einfach gegen einen Baum geklatscht wirst und die dann sämtliche Knochen brechen und du dann deswegen einfach drauf gehst. Aus diesem Grund fand ich die Tode schon relativ heftig. Aber eben, wie gesagt, das waren hier wieder nur so Statisten, die eben gestorben sind. Trotz allem haben sie einen Platz in meinem Ranking verdient und ich finde ganz verdient Platz Nummer 16. Auf Platz Nummer 15 haben wir hier Lee und auch hier könnt ihr euch mit
Sicherheit wieder fragen, wer ist denn Lee? Lee gehört auch zu den Soldaten, die eben gegen den Indominus Rex kämpfen. Und warum dieser Tod, obwohl er wesentlich unspektakulärer als die vorherigen ist, Platz 15 erreicht hat, liegt ganz einfach daran, dass wir hier sehr gut sehen, wie verzweifelt diese Soldaten sind. Wir sehen ja sogar, wie der Indominus Rex ein Netz auf die Schnauze geschossen bekommt, aber auch das hilft leider nicht. Lee steht scheinbar hinter dem Indominus Rex, oder er dreht sich einfach um, packt ihn dann mit seinen Krallen, was nochmal sehr schön darstellt, wie der Indominus Rex einfach auch mit seinen Armen zugreifen kann. Und dann sehen wir eben wieder einmal dieses Herzschlaggerät, wie es nur eine Linie anzeigt. Und wir wissen eben, auch Lee hat sie erwischt. Lee ist somit gestorben. Und ich fand das irgendwie, als ich es gesehen habe, fand ich diesen Tod gar nicht mal so unspektakulär, weil er halt wirklich, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Indominus sich so schnell umdrehen kann und Lee einfach dann packt und er an ihm stirbt. So cool ist diese Szene auch sein mag, für mich einfach ganz verdient Platz 15. Platz Nummer 14 haben wir Hamada oder wie auch immer man den Namen ausspricht, auch wieder einem Soldaten, der im Kampf gegen den Indominus stirbt. Allerdings ist diese Szene ein bisschen länger und sie hat auch einen ganz schönen Verweis zu The Lost World Jurassic Park 2. Wir sehen, wie Lee mit seiner Truppe durch den Dschungel läuft und findet plötzlich diesen Sender, den der Indominus Rex sich selber rausgezogen hat, weil sie eben noch ganz genau wusste, wo der Sender implantiert war, und plötzlich fällt Blut von oben herunter. Hamada dreht sich quasi um oder schaut mehr nach oben und merkt, oh, das Blut fällt von oben herab. Plötzlich sehen wir das allererste Mal und auch das einzige Mal, was ich übrigens ziemlich cool finde, dass man die Fähigkeit des Indominus Rex sich zu tarnen nur ein einziges Mal zeigt, das eben auch sehr dezent angewandt wird. Und genau das sehen wir hier. Der Indominus Rex taucht plötzlich zwischen den Blättern und den Wäldern auf, packt Hamada zuerst, schmeißt ihn zu Boden, und das hätte es eigentlich schon gewesen sein können, aber nein, der Soldat versucht noch einmal aufzustehen, der Indominus Rex tritt auf ihn drauf und wir wissen eben, okay, auch Hamada hat es hiermit erwischt, er ist gestorben. Diese Szene ist angelehnt an die Szene von Jurassic Park 2 The Lost World, wo wir eben sehen, ich weiß den Namen gar nicht mehr, war es sogar Carter, wo Carter vom Tyrannosaurus Rex zertrampelt wird. Fand ich persönlich schon eine sehr schöne, wenn man davon schön reden kann, Todesszene aus Jurassic Park, was auch wirklich das Jurassic Park Feeling wiedergebracht hat. Denn die Tode sind nun mal auch immer ein bisschen heftiger gewesen, aber zum heftigsten kommen wir ja noch aus Jurassic World. Und das hat mir sehr gut gefallen, dass man hier gesagt hat, okay, wir werden nochmal ein kleines bisschen grafischer und zeigen eben, wie Hamada stirbt. Für mich Platz Nummer 15, weil wir die Szene eben schon mal irgendwie gesehen haben und sie einfach nur ein Callback war. Trotzdem mochte ich sie eigentlich ganz gerne und ich glaube, Platz 15 ist von daher ganz gerechtfertigt. Platz Nummer 13 war für mich damals ein Schock. Es war mehr ein Jumpscare, auf den aber auch nur ich reingefallen bin. Ich weiß noch, dass ich damals auch mit dem lieben Nico, mit dem ich ja einen Podcast aufgenommen habe, zum Thema Jurassic Park 3, den habe ich dir mal hier oben verlinkt, kannst du gerne mal draufklicken. Da labern wir über eine Stunde über Jurassic Park 3 und diskutieren mal aus, ob der Film eigentlich gut oder eher nicht so gut ist. Und mit Nico zusammen habe ich mir auch damals das allererste Mal Jurassic World angeguckt und ich weiß noch, dass da eine Szene gab, wo ich irgendwann so im Stuhl gesessen habe. Das war die Szene, in der der ein Soldat mit dem der liebe Mr. Masrani versucht, den Indominus Rex aufzuhalten, und dann brechen die Pteranodon aus. Und ein Soldat fällt aus dem Helikopter raus, hält sich gerade noch fest und auf einmal schießt ein Pteranodon an ihm vorbei oder eher an dem Helikopter vorbei, schnappt sich aber den Soldaten und tötet ihn. Jetzt würde ich mal gerne wissen, ob ihr das auch so nicht habt kommen sehen oder bin ich da der Einzige, der irgendwie so ein bisschen so geschockt gewesen ist. Auf jeden Fall ist diese Szene deswegen weiter vorne als die anderen Szenen, auch wenn sie auch nur ganz kurz war. Für mich hat sie auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ich habe mich erschrocken und deswegen ganz verdient auf Platz 13. Bei Platz 12 switchen wir jetzt wieder zurück zu dem Kampf gegen den Indominus Rex. Zu einer meiner Lieblingsszenen aus dem Film. Warum muss ich vielleicht mal erklären? Oder ich erkläre euch erstmal, worum es denn hier wirklich geht. Und zwar geht es hier um diesen einen Trooper, um diesen einen Soldaten, der dem Indominus Rex ins Gesicht schießt. Der Indominus rennt auf ihn zu und frisst ihn dann letztendlich, was wir wieder an dem Bildschirm sehen können, wo man eben sieht, dass sein Herz nicht mehr schlägt. Deswegen ist er halt logischerweise tot. Diese Szene fand ich damals schon im Trailer ziemlich krass, weil ich kann mich da sehr gut reinversetzen, aus irgendeinem Grund, wenn man vor so einer Kreatur steht und man schießt auf diese Kreatur und merkt dann aber, Mist, dieses Tier, es geht einfach nicht zu Boden. Und ich habe mir damals im Trailer schon, habe ich mir schon gedacht, wie kommt der da wieder raus der Situation? Also was soll jetzt noch passieren, dass der Typ da überleben kann? Die Antwort ist gar nichts. Er stirbt, weil der Indominus Rex sich einfach gar nicht davon beeindrucken lässt und ihn deswegen locker fressen kann. Ich glaube, dass diese Ranking-Reihe ein bisschen kontrovers ist, aber wie immer muss ich auch diese verschiedenen Plätze so auf mein eigenes Empfinden ummünzen, ist glaube ich vollkommen klar. Deswegen vergesst nicht, mir eure Meinung dazu in die Kommentare zu schreiben und rankt doch mal eure Plätze selbst. Würde mich auf jeden Fall auch mal brennend interessieren, was ihr davon haltet. Wir machen jetzt erstmal weiter. Auf Platz 11 ist der liebe Elias. Ich hoffe, der Name ist auch richtig ausgesprochen. Er wird auf jeden Fall so geschrieben. E-L-L-I-S. Und der liebe Herr ist tatsächlich der erste Tod aus Jurassic World. Wir sehen nämlich, wie sich Chris Pratt zusammen mit den Wachleuten am Indominus Rex Gehege
Elias und Nick in das Gehege reinwagt, weil sie eben den Indominus Rex nicht mehr wahrnehmen können und deswegen davon ausgehen, dass er geflüchtet sein könnte. Als sie dann aber merken, nein, der Indominus Rex ist immer noch im Gehege, er hat sich nur getarnt, versuchen sie eben wegzurennen und Elias ist der Erste, den es eben erwischt. Wir sehen hier auch nur, wie der Indominus Rex ihn quasi packt. Und danach sehen wir nochmal, wie der Kopf des Indominus durch die Gebüsche hindurch irgendwas frisst, eben Elias Körper. Und daraufhin wissen wir, dass auch er jetzt gestorben ist. Diese Szene ist aber der allererste Eindruck, den wir jetzt seit Jahren wiederbekommen. Ihr müsst euch überlegen, nach Jurassic Park 3 war eine ewig lange Pause. Jetzt bekommen wir Jurassic World. Und der erste Tod, den wir hier bekommen, der war schon sehr eindrucksvoll. Auf einmal haben wir einen Dinosaurier, der auch wirklich zugreifen kann, der intelligent ist, der die Leute hinters Licht führt. Und Elias war eben das erste Opfer, deswegen ist er dann doch sehr prägnant in meinem Gedächtnis geblieben. Lasst uns dem armen Elias gedenken, der einfach auf den Trick des Indominus Rex reingefallen ist und deswegen das erste Opfer des Films wurde. Ähnlich wie wir auch ein Herz an Eddie geschenkt haben, hier einfach mal ein Herz an Elias. Hashtag Herz für Elias. Platz 10 musste ich jetzt leider mit Typ im Baum betiteln. Vielleicht wissen ein paar schon, wen ich damit meine. Das ist das erste Mal, dass wir wirklich jemanden zersplättern sehen nahezu. Ich erinnere mich auch gerade nicht daran, dass das in einem anderen Jurassic-Film schon mal so deutlich dargestellt wurde. Wir switchen wieder zu dem Kampf gegen den Indominus Rex, wo die Soldaten versuchen, den Indominus aufzuhalten und sehen dann auch, wie der Indominus einen Soldaten packt, ihn in die Baumwipfel hochhebt mit seiner langen Schnauze und eben zubeißt und kurz darauf fliegt dann das komplette Splatterblut dieses Soldaten in die Kamera rein, quasi uns in die Augen. Und das war erstmal ziemlich cool inszeniert und zweitens war das auch schon relativ brutal gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr direkt am Anfang wusstet, als ich gesagt habe, Typ im Baum, wen ich damit meine. Der Typ im Baum, Platz Nummer 10, komplett verdient und leider auch komplett zerrissen. Auf dem 9. Platz haben wir wieder einen der Helikopter-Crew, die versucht, den Indominus Rex abzuschießen. Auf einem der vorherigen Plätze habe ich ja schon erwähnt, dass ich einen Schockmoment hatte, wo der eine Soldat vom Tyrannodon oder vielleicht war es auch ein anderer Flugsaurier, bitte nicht sauer sein, ich meine, das war am Tyrannodon, weggesnackt wurde und danach bricht auf einmal ein weiterer von diesen Sauriern durch die Scheibe des Helikopters durch und er sticht quasi den Co-Piloten, war es glaube ich, von Masrani. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß, auch bei Filmtoden über sowas zu reden, ist immer ein bisschen, aber ich fand diesen Tod irgendwie schon sehr cool inszeniert. Dass der Tyrannodon wie so eine Pfeilspitze einfach in diesen Körper reingerammt ist, das sah schon verdammt cool aus. Dann hat auch irgendwie von der Physik her Sinn ergeben. Ich fand das echt einen tollen Tod. Das hört sich so seltsam an, wenn man das so ausspricht. Bei mir hat es aber auf jeden Fall für Platz Nummer 9 gereicht. Ja, auf Platz Nummer 8 kommen wir jetzt hier auch zu einem Fall. Einer Figur, die auch viele, wo viele sagen, ich bin auch immer zwiegespalten, ist der jetzt okay oder ist der eigentlich dumm? Oder im Endeffekt kommen wir aber alle auf einen Punkt, glaube ich. Er ist schon sehr sympathisch. Mr. Masrani. Nimmt er viele Sachen zu leicht? Definitiv ja, hat er deswegen aber den Tod verdient? Auf gar keinen Fall. Zumal er auch noch zu der Sorte von Milliardär-Chefs gehört, der sich einfach selber in den Helikopter setzt und sagt, ich habe quasi mit diesem Park jetzt Scheiße gebaut, beziehungsweise meine Sicherheitsvorkehrungen haben nicht gereicht, um den Indominus Rex aufzuhalten, deswegen gehe ich jetzt in den Helikopter und ich kläre das selber. Das Ganze geht leider in die Hose und es hat mir damals im Film sehr leid getan und ich habe gehofft, dass Masrani das irgendwie überlebt hat. Fand ich sehr schade, dass man diesen Charakter getötet hat, weil er irgendwie doch sehr sympathisch war. Dafür hat der liebe Herr Masrani es bei mir aber auf Platz 8 geschafft und ich glaube, das ist doch schon was. Vic Hoskins ist auf Platz 7 gelandet und der sollte eigentlich ursprünglich weiter oben angesetzt werden, weil der Tod doch sehr unspektakulär ist und irgendwie auch sehr vorhersehbar. Ich meine, wir sehen, wie er sich Delta nähert. Ich meine, es war Delta. Ich habe nämlich letztens nochmal geschaut gehabt, es war auf jeden Fall nicht Blue, die Hoskins gefressen hat. Wenn das nicht stimmt, korrigiert mich, aber bitte nicht einfach jetzt wahllos reinschreiben, doch es war Blue, wenn ihr es nicht sicher wisst, weil ich meine, mir recht sicher zu sein, dass es eben nicht Blue gewesen ist, die Hoskins gefressen hat. Es war eine der anderen Raptoren und ich meine sogar, mich erinnern zu können, dass ich Delta gelesen habe. Wie auch immer es war, es ändert ja nichts am eigentlichen Tod von Hoskins. Er hält seine Hand in Richtung Raptor, um es quasi Owen gleich zu machen und zeigt damit auch, dass nicht jeder diesen Handmove abziehen kann, sondern dass das wirklich nur Owen kann, zumindest noch in Jurassic World 1, weil er eben die Tiere auch trainiert und mit aufgezogen hat. Dass der Raptor kurz danach zubeißt, ich glaube, das hat jeder kommen sehen, und dann eben Hoskins hinter so einer Tonne frisst. Also wir sehen das nicht mal ganz und ich muss das auch nicht sehen, wie der Raptor ihm das Gesicht von den Knochen runterzieht.
Aber ich hätte mir einfach gewünscht, dass man da doch ein bisschen eleganter die Szene umsetzt. Das haben nämlich auch andere Szenen eleganter hinbekommen. Warum Hoskins allerdings so weit vorne gelandet ist, ist ganz einfach der Grund, dass ich den Typen unfassbar schrecklich fand. Und das zu Gutem des Schauspielers. Denn Hoskins sollte ein Riesenarsch sein. Und das ist er auch gewesen. Natürlich ist jetzt auch wieder die Frage, hat er den Tod verdient oder nicht? Wahrscheinlich hat er den Tod auch nicht verdient. Man weiß aber nicht, was er angestellt hätte, wenn er diesen Ausbruch überlebt hätte. Wenn er diesen Angriff überlebt hätte, wie weit wäre Hoskins dann noch gegangen, wenn er bis Jurassic World Dominion mit am Start gewesen wäre und sich mit Louis Dutchson irgendwie verbunden hätte. Aber zum Zeitpunkt von Jurassic World, sage ich, den Tod hat er eigentlich nicht verdient, aber er war halt ein riesen Unsympath gewesen und wäre auch über Leichen gegangen, ist wahrscheinlich sogar über Leichen gegangen und deswegen fand ich diesen Tod einfach sehr befriedigend. Ich hoffe, ihr kennt das, wenn man diese Figuren, ich meine, super pro für den Schauspieler auf jeden Fall, dass er die Figur so dargestellt hat, man sollte ihn ja auch nicht mögen, er ist nun mal der Antagonist irgendwie in dieser ganzen Geschichte. Und von daher glaube ich, dass auch genau dieses Gefühl beim Zuschauer geweckt werden soll. Hat bei mir eben funktioniert und deswegen Daumen hoch für den Tod von Hoskins. Das sind so ganz gewagte Aussagen, die ich hier gerade treffe. Auf Platz Nummer 6 haben wir jetzt wirklich eine Figur. Die kann man nicht mit Eddie gleichsetzen, aber wir haben eine Figur, die mir damals sehr leid getan hat. Und zwar geht es hier um Nick. Wer ist Nick? Ich rede hier nicht von Nick Van Owen aus The Lost World. Ich rede hier von diesem Nick. Nick, der den Indominus Rex in Schach halten sollte und quasi aufpassen sollte, dass da eben nichts passiert. Der Nick, der sich anscheinend ein bisschen zu sehr auf die Technik verlassen hat und deswegen lieber Zeitung liest. Hat er Zeitung gelesen? Ich meine, er hat Zeitung gelesen, anstatt den Indominus Rex und eben die Gerätschaften im Auge zu behalten. Und ich finde, immer wenn ich Jurassic World gucke, ist Nicks Tod so einer, wo ich, da leide ich schon selber so ein bisschen mit, weil er einfach keine Chance hatte zu überleben. Er schafft es kurz zuvor, ganz knapp, dem Indominus Rex zu entkommen, während sein Kollege umgebracht wird. Er steckt sich dann vor einem Truck des Parks. Der Indominus Rex schleicht um das Auto herum, packt den Truck, wirft ihn hoch und Nick guckt einfach nur Richtung Owen und schaut uns dann quasi noch den Zuschauer an in die Kamera und ich habe wirklich da gesessen und habe mir gedacht, ey nee, bitte nicht, der tut mir so leid, dieser Mann. Dann küsst er auch noch so sein Kreuz, was er umhängen hat, um irgendwie noch zu flehen, dass Gott ihm noch helfen möge. Hat alles nichts gebracht. Nick wird daraufhin vom Indominus Rex gefressen. Warum ich ihn nicht mit Eddie gleichsetzen kann, er hat eigentlich keine Heldentat vollbracht, außer er war dappig und hat versucht zu fliehen. Trotzdem bricht mir dieser Tod immer wieder das Herz. Und aus diesem Grund wandert Nick bei mir ganz klar auf Platz 6. Auf Platz 5 haben wir jetzt eine weitere Raptoren-Lady, und zwar die liebe Echo. Kurzer Fun-Fact zu meinem Auffassungsvermögen während dem Film gucken. Ich habe beim dritten Mal Jurassic World gucken erst gecheckt, dass da gerade ein Velociraptor gestorben ist. Ich habe lange Zeit darüber debattiert, dass doch zwei Velociraptoren noch am Leben sein müssen, weil wir bei zwei Velociraptoren nicht gesehen haben, wie sie sterben. Ja, der eine davon war eben Echo gewesen und Echo ist gestorben, weil der Indominus Rex ihn in die Flammen eines Diners geschmissen hat, eines Restaurants, und Echo verbrennt dann da. Ich meine, er fängt Feuer und wir sehen auch nur, wie er auf die Platte aufschlägt und dann eben das Feuer hochschnellt. Danach gibt es wieder einen Cut zurück zum eigentlichen Geschehen. Im Endeffekt hätte man auch sagen können, hätte man überleben können, aber wie wir im Nachhinein erfahren haben, gibt es keine überlebenden Raptoren bis auf Blue. Deswegen war das leider Echos Todesurteil und durch Verbrennen ist das schon sehr hart. Und wie gesagt, ich mochte diese Raptoren irgendwie dann doch. Da hat die liebe Echo wirklich was Besseres verdient. Auf Platz Nummer 4 haben wir jetzt die angesprochene Szene, die ich jetzt komplett zusammenfassen muss. Ich habe jetzt die Indominus Rex Angriffsszene doch ein bisschen auseinandergerissen, weil wir ja doch ein paar Namen von den Soldaten erfahren haben. Hier war es jetzt ein bisschen schwieriger für mich, deswegen will ich auch die gesamte Szene mal ein bisschen beschreiben, da im Endeffekt die Tode auch nicht wirklich so unterschiedlich sind. Die werden eben alle von den Raptoren gefressen. Auf Platz Nummer 4 ist der Angriff des Raptoren-Squads auf die Soldaten. Und diese Szene kann man schon wirklich, da kann man wesentlich weiter ausholen, weil die schon sehr früh anfängt, sehr interessant zu werden. Als die Raptoren nämlich zusammen mit Owen ausgesandt werden, um den Indominus Rex zu stellen und dann eventuell auch niederzustrecken, dachte man sich noch, okay, das ist unsere letzte Hoffnung, das wird auch klappen, die Velociraptoren hören ja auch auf Owen. Schließlich stellt sich aber heraus, dass der Indominus Rex auch zum Teil Raptor ist und mit den Velociraptoren-Squad kommunizieren kann. Da der Indominus Rex das offensichtlich mächtigere Wesen ist in Bezug auf die Raptoren und eben Owen, der ja davor quasi der Rudelführer war, entscheiden sich die Velociraptoren dazu, den Indominus Rex als neuen Rudelführer anzuerkennen. Daraufhin folgt eine Szene, die mich im Kino damals sehr befriedigt hat, weil sie eben extrem Jurassic Park-like ist. Und ihr wisst ja, wie ich zu Jurassic Park stehe. Ich bin so ein Nostalgiekrüppel. Ich liebe
einfach die Jurassic Park Filme, allein schon wegen der puren Nostalgie. Die Szene fühlt sich wirklich beängstigend und klaustrophobisch an. Wir sehen in der ganzen Dunkelheit nahezu gar nichts, bis auf ein paar Schatten, bis auf Lichtschleier, ganz dezente Lichtschleier und auch vereinzelt Nebelwolken, die uns die Sicht noch ein bisschen verschlechtern. Hin und wieder switcht dann die Kamera um in die Ego-Perspektive, dass wir den Moment aus der Sicht der Soldaten verfolgen können, und immer wieder tauchen die Velociraptoren auf und töten einen Soldaten nach dem anderen. Eine Szene, die ich wirklich unfassbar geil finde und die ich vielleicht sogar ähnlich gleichsetzen würde wie die Velociraptorenwiese aus The Lost World Jurassic Park 2. Vollkommen verdienter Platz Nummer 4. Bevor wir jetzt zu meinen Top 3 Toten aus Jurassic World kommen, hier nochmal ein kleiner Fun Fact von meinem Sponsor für euch. Holy Fun Fact, habt ihr gewusst, dass in der Szene, in der Lex und Tim dem Tyrannosaurus gegenüberstehen und der T-Rex das Glasdach des Wagens auf die beiden Schauspieler herunterdrückt, dass das Dach hier eigentlich nicht zerbrechen sollte? Tatsächlich war das entsetzte und panische Gesicht der beiden Schauspieler hier nicht geschauspielert, sondern real. Steven Spielberg fand die Szene daraufhin aber so authentisch, dass er sie einfach im Kasten behalten hat, und ich meine, natürlich war sie authentisch, weil sie eben nicht gespielt war. Dieser Fun Fact wurde präsentiert von Holy, der veganen und natürlichen Alternative zu herkömmlichen Energy Drinks. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Energy Drinks verzichtet Holy komplett auf chemische Zusätze und jetzt auch ganz neu im Handel für die perfekte Sommererfrischung der Holy Eistee. Den Link habe ich euch in die Beschreibung unten reingepackt, könnt ihr gerne mal vorbeischauen und die tollen Angebote genießen. Und jetzt geht's weiter mit dem Ranking-Video. Kommen wir nun zu Platz Nummer 3. Charlie. Charlies Tod ist für mich ohne Zweifel auf Platz 3. Wenn jetzt Leute von euch sagen, den würde ich sogar höher setzen, diesen Tod, gehe ich eventuell mit, kann man drüber diskutieren, würde ich aber nicht weiter unten setzen. Wir geben den Velociraptoren in Jurassic World jetzt also mehr Persönlichkeit. Wir zeigen, dass Velociraptoren eine Bindung zum Menschen aufbauen können. Ist schon ganz clever so geschrieben, denn somit durchleiden wir auch den Tod, quasi als würde ein Haustier, ein Hund oder eine Katze, die wir schon lange begleiten, umgebracht werden. Owen hat diese Velociraptoren immerhin seit sie frisch geschlüpft sind aufgezogen und muss jetzt miterleben, wie Charlie einfach mal von einer Panzerfaust weggeballert wird. Und die Szene hat mehrere Aspekte, warum sie bei mir so gut gerankt wurde. Zum einen, weil man das nicht kommen sieht. Also ich habe es zumindest nicht kommen sehen, und ich glaube, die wenigsten von euch haben es kommen sehen, weil auch nichts darauf hindeutet, dass auf einmal eine Panzerfaust von hinten angeschossen kommt. Wir sehen zuvor, wie Owen Charlie entdeckt und auch seine Waffe senkt und dann versucht, Charlie irgendwie zu beruhigen. Und sie nickt sogar mit dem Kopf oder geht mit dem Kopf seitlich mit und zeigt, okay, sie ist gerade achtsam. Sie achtet auf Owen, sie ist aufmerksam, und plötzlich schießt das Panzerfaustgeschoss von hinten an und sprengt Charlie in 1000 Teile. Das tut schon sehr weh. Und ich meine, dass das auch, das ist schon, wenn man sich da wirklich so ein bisschen mit reinversetzen kann, wenn man auch Haustiere hat oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, vielleicht gibt es auch einige von euch, die jetzt sagen, ah, das fand ich jetzt gar nicht so dramatisch, ist nämlich auch sehr schnell gegangen, aber ich habe es zum einen eben nicht kommen sehen, ich mochte Charlie und ich kann die Verbindung von Owen zu dem Velociraptor irgendwo nachvollziehen. Und gerade eben auch, weil Owen es ja geschafft hatte, sie auf sich aufmerksam zu machen und sie eventuell sogar unter Kontrolle bekommen hätte, ist es umso dramatischer, dass ich kurz danach sterben musste. Charlie bekommt ganz klar Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 hätten mit Sicherheit viele von euch auf Platz Nummer 1 gesetzt. Bei mir hat es Sarah aber nur auf Platz Nummer 2 geschafft. Und ich weiß, Sarahs Tod ist unter den gesamten Jurassic-Filmen sehr wahrscheinlich der heftigste. Zum einen ist es immer so eine Sache, so Gewalt gegen Frauen, das, auch wenn es jetzt hier in einem Dinosaurierfilm ist, ja, ich weiß, aber trotzdem ist das immer so, dazu ist Sarah eben noch unschuldig, sie ist halt ein bisschen arrogant und irgendwie abwesend zu dem, was sie machen muss, aber ich meine, ey, immerhin hat Claire auch einfach ihren Neffen und ihre Nichte mal kurz an irgendeine Babysitterin abgeschoben, dass die da nicht so Bock drauf hat, kann man irgendwie nachvollziehen. Hat sie deswegen so einen heftigen Tod verdient? Eigentlich nicht, und zumal, das sehen, glaube ich, sogar die wenigsten in dieser Szene, wie dramatisch dieser Tod eigentlich ist. Wir verfolgen fast eine Minute lang, wie diese Frau in Mitleidenschaft gezogen wird, wie sie von den Flugsauriern gepackt wird, sie wird wieder fallen gelassen, sie wird wieder gepackt, sie wird ins Wasser geschmissen, wird im Wasser gejagt, wird wieder nach oben geholt, dann picken die noch auf sie ein, während sie im Wasser ist. Und dann letztendlich wird sie von einem Mosasaurus gefressen, der sie aber halt nicht mal zerbeißt. Ich meine, das wäre ja irgendwo, wo man sagt, okay, es wäre ein schneller Tod, aber er verschluckt sie einfach. Und ich habe mir mal eine Doku angeschaut über die Thematik, was, wenn du von einem Wal verschluckt wirst? Du lebst in diesem Wal erstmal noch weiter, du erstickst sehr wahrscheinlich in diesem Wal. Das heißt, Sarah ist entweder erstickt oder eben am Druck des Wassers draufgegangen, je nachdem, wie tief eben dieses Becken war. Das ist schon, ich glaube, ich würde wirklich behaupten, dass es keinen heftigeren Tod als den von Sarah
in Jurassic Park oder auch in Jurassic World gegeben hat. Platz Nummer 2 hat sie auf jeden Fall verdient. Ich meine, der Mosasaurus lebt ja immer noch nach Jurassic World Dominion. Vielleicht ist sie immer noch in seinem Magen. Ich würde es ihr gönnen. In diesem Fall würde aber dieses Video keinen Sinn mehr machen, weil es dann eben kein Tod gewesen wäre. Wir gehen einfach mal stark davon aus, dass sie nach all der Zeit irgendwie langsam, ne, so ein bisschen tot ist. Und deswegen Platz Nummer 2 hat sie auf jeden Fall verdient. Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, hier noch ganz kurz der Hinweis, dass du auch gerne mal bei mir auf Twitch vorbeischauen kannst, wenn du mal live mit mir über bestimmte Sachen diskutieren möchtest und auch mal live mit dabei sein möchtest, wenn wir bestimmte Themen zu Jurassic Park durchnehmen oder auch zu Jurassic World, wenn wir uns die Filme gemeinsam anschauen oder eben auch die Franchise-Spiele spielen. Den Link zu meinem Twitch-Kanal findest du unten in der Beschreibung und ich freue mich drauf, wenn du mal live dabei wärst. Platz Nummer 1 können sich jetzt sehr wahrscheinlich alle zusammenreiben. Das ist bei mir der Apatosaurus geworden. Ja, da ist der Nostalgiekrüppel aus mir wieder rausgekommen. Es ist einfach wirklich so, dass ich, sobald ich animatronische Figuren sehe, gerade im Jurassic-Franchise, da macht das irgendwas bei mir. Es gibt immer so einen kleinen Klick, der bei mir dann umgelegt wird. Und ich verbinde ja, wie ich in meinem Podcast auch schon erwähnt habe, mit den Jurassic-Park-Filmen sehr viel mehr als eben einfach nur die Filme. Auch ein Grund, warum ich eben Jurassic Park 3 so gerne habe, weil ich habe diese Filme damals wirklich gelebt mit Spielzeug, mit Gameboy-Spielen und habe dann meine eigenen Abenteuer selber nachgespielt. Wie auch immer, auf jeden Fall verbinde ich aus diesem Grund sehr viel mit den Original Jurassic Park-Filmen. Und die haben eben oft auf animatronische Figuren gesetzt. Aus diesem Grund funktioniert Animatronik bei mir immer noch sehr stark. Der Apatosaurus ist in Jurassic World, meine ich, das einzige animatronische Dinosaurierwesen. Und ja, man kann hier auch sagen, es ist nicht unbedingt die beste Animatronik, die man jemals gebaut hat, aber trotz allem funktioniert diese Szene im Gesamtkonzept unfassbar gut. Vor allem funktioniert das auch sehr auf einer Meta-Ebene. Ihr müsst euch überlegen, dass Claire Dinosaurier immer als Produkte angesehen hat. Und auch wir als Zuschauer sehen Dinosaurier immer nur in ihrem CGI-Gewand. Das ist gutes CGI, wir sehen aber bis zu diesem Punkt immer nur CGI-Dinosaurier. Genau in dem Moment, in dem Claire erkennen muss, das sind aber echte Lebewesen, gibt uns der Regisseur hier auf einmal eine animatronische Figur. Und das ist einfach auf einer Meta-Ebene so unfassbar genial gedacht. In Jurassic Park war es John Hammond, der uns ja verleitet hat, das alles fantastisch zu finden, bis wir dann selber merken mussten, okay, es sind trotzdem Lebewesen, die versuchen irgendwie auszubrechen. Die haben ihr eigenes Verhalten, die sind eben keine Objekte. In Jurassic World wird das Ganze dann so ein bisschen umgekippt. Hier wird uns von Anfang an eingetrichtert, das sind Produkte, das sind Objekte, die sind eigentlich nur hier, damit die Zuschauer was zu sehen haben. Und dann plötzlich bekommen wir diesen Moment, wo, glaube ich, nahezu jedem von uns ein Kloß im Hals stecken geblieben ist, weil wir genau jetzt merken, ja, das sind Lebewesen. Genau das, was Owen immer versucht hat, Claire zu erklären, das bekommen wir jetzt hier mit der animatronischen Puppe vorgeführt. Und deswegen finde ich sie auch nicht dramatisch, dass wir in Jurassic World 1 nur eine einzige animatronische Puppe haben, weil das diese Szene einfach nochmal so unfassbar gut unterstreicht. Der Apatosaurus ist bei mir unbestritten auf Platz 1, der Tode in Jurassic World. So ihr Lieben, ich trete heute vor euch, um ein weiteres Format weiterzuführen, was mir tatsächlich durch Zufall wieder aufgefallen ist. Ey, da fehlt ja noch was und ich weiß, jetzt werdet ihr wieder sagen, naja, du fängst dir auch immer 1000 Formate an und dann führst du sie nicht zu Ende. Ja, aber gibt's Schlimmeres? Ja, von daher machen wir jetzt erstmal weiter mit allen Toten. Wir sind nämlich stehen geblieben bei Jurassic World und in diesem Fall alle Tode aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Wie in den Videos davor habe ich auch hier die Tode mal versucht, so gut zu ranken, wie es mir möglich war. Ich meine, ab jetzt fangen wir an, ey, Statisten sterben jetzt einfach massig. Also Jurassic World ist ja wirklich, wir werden es spätestens bei Jurassic World Dominion sehen, da wird es sehr schwierig, wirklich Namen zu nennen von gerankten Toten, weil dann eben wirklich Statisten genannt werden müssen, mit Statist Nummer 1, Statist Nummer 2, Statist Nummer 3. Hier geht's noch ein bisschen, aber es fängt so langsam an, dann doch aufzufallen, okay, die Tode waren hier irgendwann nicht mehr so wichtig. Und ich bin der Meinung, doch, eigentlich war Jurassic Park schon so ein Ding, wo man sich irgendwo auch, es hört sich falsch an, aber auf die Tode gefreut hat, seien wir mal ganz ehrlich. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was Jurassic World 2 Fallen Kingdom uns an Toten liefern konnte. 20 Tode in Jurassic World Fallen Kingdom. Wahrscheinlich sind sogar ein paar mehr. Es sind jetzt hier mehr so die Tode, die man auch wirklich merkt, die man, naja, die man sieht, mehr oder weniger. Und ich habe auch ein paar Tode mitgenommen, wo wir vielleicht nochmal streiten können darüber, ob das wirklich Tode sind oder eben nicht. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. Jurassic World macht es mir da auch wirklich nicht unbedingt einfach. Fangen wir mit einem ganz klaren Tod an. Der letzte Platz, Platz Nummer 20, ist bei mir die Ziege, die in Jurassic World Fallen Kingdom den Tod findet durch Rexy, den Tyrannosaurus Rex. Warum ist der Platz so weit unten? Ganz einfach, weil ich es nicht mehr sehen kann.
Wir haben die Ziege in Jurassic Park 1 bekommen. Da war das mehr, naja, da war das noch origineller gewesen. Es hätte auch im Endeffekt eine Kuh sein können, aber die haben dann ja die Velociraptoren bekommen. Die Ziege ist seit Jurassic World nur noch da, um uns daran zu erinnern, wisst ihr noch, wie cool früher alles war? Und ich hasse sowas. Wenn ein Film auf einen besseren Film hinweisen muss, um uns dann zu sagen, das ist aber auch cool, weil früher war es ja auch cool. In diesem Fall ist es aber wirklich nicht cool. Ich kann die Ziege einfach nicht mehr sehen. Sie hätten doch einfach ein Schaf nehmen können oder ein Elch oder irgend sowas. Nein, sie haben sich aber für die Ziege entschieden, aus einem einzigen Grund, dass wir nostalgische Gefühle bekommen. Finde ich sehr schwach und sehr lahm. Von daher ist die Ziege bei mir ganz klar auf Platz Nummer 20. Haken wir Platz Nummer 19 und Nummer 18 mal gleichzeitig ab, denn es ist eigentlich eine Szene, in der aber zwei Tode passieren. Und hier haben wir jetzt den ersten Fall mit Statist Nummer 1 und Statist Nummer 2. Die beiden werden vielleicht irgendwelche Namen bekommen haben, vielleicht in irgendwelchen Lego-Sets oder sowas. Hier auf jeden Fall werden die Namen, meine ich, nicht genannt. Und zwar geht es hierbei um die beiden Kandidaten, die nämlich vom Blue gefressen werden. Und warum ist es so eine Szene, die mich anscheinend so sehr stört, dass sie so weit unten in der Rankingliste ist? Weil hier wieder klar wird, dass Blue einfach der nette Raptor von nebenan ist und immer nur die bösen Menschen tötet. Ja, Blue ist abgerichtet worden, vollkommen klar. Das heißt, Blue würde Owen sehr wahrscheinlich nichts machen. Allerdings ist Blue weder von dem Schreier als aber auch von seiner Kollegin irgendwie trainiert worden. Der Blue kennt diese beiden Menschen nicht. Die haben ihm zwar den Käfig oder die haben ihr zwar den Käfig geöffnet, aber trotzdem haben wir jetzt hier so den ersten richtigen Fall von wegen, Blue tötet einfach nur noch die Bösen. Mit Rexy haben wir das gleiche eben auch nochmal später. Ich mag's einfach nicht. Ich mag's einfach wirklich nicht. Wie gesagt, das ist eine Meinungssache. Ich verstehe, wenn Menschen sagen, doch, ich finde Blue super, eben weil sie so eine eigene Charakterisierung bekommen hat. Mein Fall ist es eben einfach nicht und deswegen sind diese beiden Tode eben auf Platz Nummer 19 und Platz Nummer 18 gelandet. Auf Platz Nummer 17 haben wir Statist Nummer 3. Das ist der Fall hier. Der wird von einem Dino platt getrampelt, beziehungsweise wird er von allen Dinos platt getrampelt. Dazu muss ich gar nicht mehr sagen, oder? Ich meine, ey, Statist Nummer 3 ist tot. Platz Nummer 17. Platz Nummer 16 ist jetzt ein Fall, wo sich dann wahrscheinlich die Geister streiten werden. Die Geister scheiden werden, so heißt das Sprichwort, richtig? Denn hier geht's um den Tyrannosaurus Rex und den Carnotaurus. Der Carnotaurus ist in offizieller Liste als tot. Also diese Szene beschreibt den Tod des Carnotaurus. Ist auf offizieller Liste so angegeben. Ich zweifle da ein bisschen dran, aus folgendem Grund, dazu kommen wir später noch. Ich erkläre vielleicht erstmal, warum dieser Platz so weit hinten ist bei mir, weil er eben nur für diesen einen Shot da ist. Dieser Kampf ist nur dafür da, damit sie diesen Rexy-Moment aufs Cover, aufs Poster oder als Hintergrund für irgendwas anderes benutzen können. Das ist der einzige Grund dafür und der Kampf ist schon ziemlich blöd, weil im Hintergrund gerade ein Vulkan explodiert und auch Tiere nicht so doof sind, dass die jetzt hier denken würden, oh komm, wir kämpfen halt nur mal ganz kurz. Das ist einfach eine sehr dämliche Szene, bei der man wirklich auch nicht unbedingt das ignorieren kann, beziehungsweise es heißt ja immer, da muss man halt mal irgendwie die Augen zusammenkneifen. Hier kannst du beide Augen zusammenkneifen, trotzdem ist die Szene immer noch sehr dumm. Deswegen ist die so weit hinten. Der Grund, warum ich der Meinung bin, dass dieser Carnotaurus hier nicht stirbt, ist ganz einfach der, dass der eben später nochmal auftaucht. Es kann ein anderer Carnotaurus sein, ich weiß es aber nicht. Der ist auf jeden Fall als offiziell tot hier gelistet, deswegen nehme ich ihn auch mal hier als offiziell tot mit rein und finde, das ist eben verdienter Platz Nummer 16 müsste es jetzt sein. Auf Platz Nummer 15 haben wir einen ähnlichen Shot, der aber wesentlich cooler ist, der auch ein bisschen mehr Sinn ergibt. Und das ist nämlich dieser hier. Ja, das ist der Löwe und der Tyrannosaurus Rex. Warum der Shot cool ist? Naja, ganz einfach, weil wir jetzt hier den König der Tiere haben, unserer heutigen Zeit, gegenüber dem König der Dinosaurier aus der damaligen Zeit. Ist schon irgendwie ganz cool gewesen. Ist es nur ein Money-Shot? Definitiv ja. Hat man den benutzt, um im Trailer irgendwie, naja, uns glauben zu lassen, wir gehen jetzt raus in die offene Welt. Ja, sind wir in die offene Welt gegangen? Nett wirklich. Aber trotzdem ist der Shot ziemlich cool letztendlich gewesen. Warum ich diesen Shot jetzt hier mit reingebracht habe, obwohl das Tier nicht tot ist, zumindest sehen wir es ja nicht wirklich, dass der Löwe hierbei stirbt, ist ganz einfach der Grund, dass ich mir diese Szene mal ein bisschen weitergedacht habe. Was meint ihr passiert jetzt hier als nächstes? Ganz ehrlich, ich meine, ja, da ist irgendwie eine Schlucht zwischen den beiden, aber ich meine, das ist auch ein Zoo. Rexy wird da irgendwie hochgekommen sein und in meiner Vorstellungskraft ist dieser Löwe Rexy zum Opfer gefallen.
Aus diesem Grund hier Platz Nummer 15. Und ja, auch hier können wir wieder streiten. Was meint ihr? Ist der Löwe wirklich gestorben oder sagt ihr, nee, der lebt noch? Auf Platz Nummer 14 habe ich einen Dinosaurier gerankt, der später noch einen cooleren Auftritt hatte. Jetzt wird's wirklich heftig. Für die Leute, die den Allosaurus total lieben. Ich weiß nicht, ob es irgendjemanden gibt, der sagt, ja, was sie in Jurassic World mit dem Allosaurus gemacht haben, ist total respektvoll und toll. Bei mir fängt schon an mit dem Design vom Allosaurus. Ich finde das extrem schlecht. Gefällt mir gar nicht. Sie haben es dann später in Battle at Big Rock ein bisschen besser gemacht. Und auch in Dominion sah er ein bisschen besser aus. Hier allerdings gar nicht. Und ich habe mich halt gefragt, okay, kriegt der Allosaurus jetzt hier eine spezielle Rolle? Denn auch hier wurde natürlich wieder angepriesen, ja, sowohl der Baryonyx als auch der Allosaurus bekommen hier beide eine spezielle Szene, einen speziellen Auftritt. Der Baryonyx, dazu kommen wir dann später auch noch, bekommt seinen Auftritt eben da in dieser Lava, der auch, ja, okay war. Der Allosaurus allerdings nicht. Der Allosaurus rennt hinter einer Sphäre her und bekommt dann auf einmal aus dem Nichts heraus einen Lavaklumpen an den Körper geschossen und stirbt dann daraufhin einfach. Und das war, das weiß ich noch, im Kino damals wirklich so ein kurzer Schockmoment, weil ich mir gedacht habe, okay, der hat mir so ein bisschen leid getan. Also die Saurier generell tun einem eben ziemlich leid, wenn die Insel in die Luft fliegt. Und ich habe mir einfach nur gedacht, das kam sehr aus dem Nichts. Ich mag Jumpscares nicht, ich finde das eine sehr faule Art und Weise. Hier hat es aber eben irgendwie Sinn gemacht. Und mich hat das damals im Kino einfach schon irgendwie getroffen, wenn man sieht, wie das Tier auf einmal dann zu Boden geht und im Hintergrund der Vulkan weiter ausbricht. Aus diesem Grund ist das hier Platz Nummer 14. Auf Platz Nummer 13 haben wir dann den Baryonyx. Ja, auch hier sehen wir nicht, wie der Baryonyx wirklich stirbt. Aber das kann man sich tatsächlich mehr zusammenreimen als bei anderen vorherigen Ranken oder Rängen. Weil hier nämlich einfach mal Folgendes passiert. Der Baryonyx taucht auf unterirdisch in diesem einen Bunker oder in dieser Kommandozentrale, wo, ich vergesse die Namen, als Franklin war sein Name, glaube ich, gewesen. Genau, wo Franklin und Claire versuchen, ich weiß auch nicht mehr, was sie da wirklich gemacht haben. Auf jeden Fall kommt dann eben der Baryonyx da reingelaufen. Und an sich ist eine relativ coole Szene, die auch von der lichten Dunkelheitsstimmung her sehr schön abgestimmt ist. Wir haben dann eben die Lava, die dann da reinläuft in diesen Raum und der Rest ist alles relativ dunkel und wir sehen dann auch immer mal durch diese Lavaschleier kurz die Silhouette des Baryonyx aufleuchten, was echt nicht verkehrt gemacht ist. Allerdings finde ich, das wirkt jetzt hier mehr wie ein Monster-Movie. Aus dem Grund auch, dass der Baryonyx scheinbar einfach seinen Kopf durch die Lava durchstecken kann, ohne wirklich Schaden davon zu nehmen. Das ist eine Sache, die nicht nur mir aufgefallen ist, die fällt auch sehr vielen von euch da draußen auf. Sogar die Leute, die sagen, Jurassic World ist doch super geil, bemängeln diese Szene, weil sie einfach ein bisschen fremd wirkt zum restlichen Film. Weil auch Jurassic World, so seltsam die Filme auch meiner Meinung nach immer wieder mal sind, versucht auch Jurassic World, sich irgendwo an bestimmten Regeln festzuhalten. Hier nicht mehr. Hier sind die Regeln vollkommen egal. Er kann seinen Kopf durch die Lava durchstrecken. Er spürt zwar anscheinend den Schmerz, aber mehr auch nicht. Ist schon ein bisschen komisch. Allerdings haben wir hier eigentlich eine relativ gemeine Szene, weil Claire und Franklin nämlich Folgendes machen. Sie klettern aus diesem Bunker oben raus, sehen, wie der Vulkan noch in die Luft fliegt, schaffen es zu flüchten und sperren den Baryonyx aber innen drin ein. Ich meine, ja, der Baryonyx hätte irgendwo auch noch die Chance gehabt, irgendwo aus dem Tunnel rauszukommen, da wo er eben auch reingekommen ist, und zu flüchten. Ich meine, wir sehen ja später auch noch, wie ein Baryonyx von der Insel weggebracht wird, aber auch hier wird dieser Baryonyx als offiziell tot angegeben. Würde ich da widersprechen? Weiß ich hier halt nicht. Also wie gesagt, er könnte natürlich irgendwie rausgekommen sein. Ich meine aber, das ist alles von der Zeit her. Die Insel geht relativ schnell danach in die Luft. Das wäre wahrscheinlich eh ein bisschen eng geworden. Von daher, ja, habe ich auch diesen jetzt hier auf den Platz Nummer 14 gelegt. Platz Nummer 13 ist eines der wenigen Male, wo wir wirklich Blut in Jurassic World sehen. Denn auf Platz Nummer 13 sehen wir, wie Blue einen weiteren Statisten, in diesem Fall Statist Nummer 4 müsste es jetzt sein, umbringt. Nämlich denjenigen, der mit unserem neuen Bösewicht, dem neuen Roland, unterwegs ist, um eben Blue einzufangen. Und Blue rastet dann mal ganz kurz zwischendurch aus, springt auf den Mann drauf. Und dann sehen wir eben auch, wie Blue ihm wirklich das Gesicht zerreißt. Also man sieht es jetzt nur von hinten. Und plötzlich fliegen dann so Bluttropfen in die Kamera.
ist es krank, wenn ich sage, dass das irgendwie mal ganz schön war, auch wieder ein bisschen härtere Szenen zu sehen, aber ich meine, ey, ganz ehrlich, Jurassic Park war eben genau das gewesen. Jurassic Park hat es Szenen gehabt, wie die von Mr. Arnolds Arm, der auf einmal auf Ellies Schulter gelandet ist. Wir hatten Eddie Carr, der in zwei Hälften gerissen wurde. Diese Szenen gab es eben in den Jurassic Park Filmen. Wir hatten sogar in Jurassic Park 3 einfach die Szene mit Ben Hildebrand oder hier mit Mr. Udesky, der das Genick gebrochen bekommen hat. Die Szenen waren ja einfach da und da habe ich bei Jurassic World immer mal so ein bisschen bemängelt, dass das alles viel zu familientauglich ist. Die Tode werden meistens so irgendwie hinter irgendwelchen Stühlen dann abgefilmt, damit man eben nicht sieht, was da wirklich passiert. Hier hat man jetzt das erste Mal wieder seit Jurassic World 1 einen guten Eindruck davon bekommen, wie kraftvoll auch so ein Velociraptor wirklich ist. In Jurassic World 1 haben wir eine Szene bekommen mit dem Indominus Rex, wo der die Soldaten im Baum geschnappt hat und dann eben auch zerdrückt hat und das Blut darunter gelaufen. Ey, es sind einfach Szenen, die mögen manche nicht unbedingt brauchen, weil die vielleicht dann auch ein bisschen zu heftig sind, aber ich sag ja, es geht hier um Dinosaurier, die einfach Menschen fressen. Ja, passt einfach. Der nächste Platz, ich werde es jetzt hier einfach mal einblenden, weil ich jetzt gerade ein bisschen die Orientierung verloren habe, welcher Platz es jetzt ist. Platz Nummer 13 oder Nummer 12, ich werde es hier auf jeden Fall einblenden, ist ein weiterer Tod, den wir nicht wirklich gesehen haben. Und zwar ist das der Tod von Statist Nummer 5, der auf einem Surfbrett über eine Welle surft und dann eben der Mosasaurus von hinten auftaucht. Seien wir mal ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass der Surfer das überlebt hat, ist nahezu null. Wir sehen, wie die Schnauze des Mosasaurus aus dem Wasser herausragt. Der Surfer fällt sogar noch vom Surfbrett runter, weil er eben das Tier hinter sich sieht. Und dann ist die Schnauze schon fast über ihm und dann gibt es eben einen Cut woanders hin. Denn wir wollen ja Tode nicht zeigen. Wir sind ja Jurassic World und wir wollen ja auch familientauglicher sein. Trotz allem ist das hier ein ganz klarer Tod meiner Meinung nach und für mich war das damals wirklich eine der geilsten Szenen aus dem gesamten Film. Soweit unten allerdings, weil diese Szene zu nichts führt. Also die Szene wird weder später nochmal irgendwie wichtig. Ich hätte mir vorstellen können, dass Jurassic World Dominion tatsächlich mit dieser Szene nochmal anfängt und die ein bisschen mehr ausbaut, aber damit passiert gar nichts mehr. Sie war aber einfach wirklich imposant, um mal zu sehen, wie auch so ein Meerestier in freier Wildbahn wirklich aussehen könnte. Hat mir sehr gut gefallen und ich finde es immer noch schade, ja, dass wir später auch in Jurassic World Dominion das Tier leider total verheizt haben. Und ja, in diesem Sinne ist es, glaube ich, ein ganz fairer Platz dafür. Der nächste Platz ist eine Szene, bei der jetzt alle sagen werden, ach komm, das war doch wirklich billig. Das hat jeder kommen sehen und ich muss auch sagen, natürlich hast du das irgendwie kommen sehen. Und zwar geht es um die Szene zu Beginn des Films, wo die Gruppe von Leuten versucht, mit einem U-Boot DNS durch die Knochen vom Indominus Rex an die DNS eben zu gelangen und dann auch diese Knochen quasi zerteilt und diesen einen Knochen klaut. Plötzlich taucht von hinten wieder der Mosasaurus auf und man sieht einfach nur, wie das Licht von dem U-Boot ausgeht und dann weiß man, okay, das Tier hat auf jeden Fall gerade das U-Boot gefressen. Ist es realistisch? Also kann das Tier ein U-Boot fressen? Wahrscheinlich nicht. Wird irgendwie schwierig sein, aber trotz allem, das ist so eine Szene, bei der ich irgendwie immer so an diesen weißen Hai-Flair denken muss. Irgendwas taucht einfach aus dem Hintergrund auf, aus dem Dunklen auf. Ich mag diese düsteren Wasserszenarien, deswegen gebt mir bitte einen Film, Jurassic Deep, wie auch immer. Ich würde es sehr gerne sehen. Ich fand die Szene echt ganz nett, obwohl man sie hat vorhersehen können, weil die aber auch wieder im Trailer verheizt wurde. Zum einen hat sie mir wirklich sehr gut gefallen. Auf dem nächsten Platz haben wir Statist Nummer 5 und 6 müssten es jetzt sein, oder 6 und 7, das sind die beiden hier, die vom Indoraptor gefressen werden. Und auch hier muss ich wirklich wieder sagen, ich bin kein Fan von Jumpscares. Ja, Jumpscares sind eine billige, langweilige Art, um Horror vorzutäuschen. Aber hier hat es irgendwie funktioniert, weil ich mich damals echt erschrocken habe, obwohl die Szene sogar im Trailer war. Da ist sie aber ein bisschen anders abgelaufen, meine ich. War das Ganze doch hier sehr, es war mehr lustig tatsächlich, als wirklich unheimlich. Aber sie hat für mich einen super coolen Impact gehabt, nämlich dass das Tier komplett Amok läuft. Der Indoraptor ist halt kein normaler Dinosaurier. Er ist eigentlich gar kein Dinosaurier, sondern ein Hybrid-Mischwesen, ein Monster im Endeffekt, der gerade komplett Amok läuft durch die
gesamte Villa von Mr. Lockwood. Und das fand ich schon sehr imposant und eben auch irgendwo lustig, wo die einfach dann, während Owen und Claire und Macy da mit den anderen Leuten und mit Mr. Mills sprechen, auf einmal mitten im Satz der Indoraptor durchgerauscht kommt und eben dann diese beiden Statisten tötet. Hat mir irgendwie dann doch ganz gut gefallen, von daher ist der Platz jetzt hier so weit oben, obwohl er eigentlich sehr billig ist, aber trotzdem für mich funktioniert hat. Einen Platz höher habe ich jetzt eine Szene gerankt, die wieder eine sehr dumme Prämisse hat. Aber die an sich hätte cool sein können oder von der, lasst mich anders sagen, von der die Grundprämisse eigentlich ganz cool ist, nur der Grund, warum das passiert, ist total bescheuert. Hierbei geht es um diese Figur hier, die sogar einen Namen hat. Ich werde ihn hier mal einblenden, weil ich ihn mir nicht gemerkt habe. Auf jeden Fall ist er mit der Auktion, hat er mit der Auktion zu tun. Er ist quasi der Auktionär, der eben dann auch die Saurier an die Kunden verkaufen soll und den Hammer schwingt und den Hammer schlägt. Und der Indoraptor bricht dann eben später aus seinem Gefängnis und dieser Herr versucht vor dem Indoraptor zu fliehen und flüchtet sich dann daraufhin in einen Aufzug, dreht sich um und sieht dann an den Seiten, wie sich auch andere von diesen Aktionären oder von den Leuten, die eben an der Auktion mit teilgenommen haben, auch im Aufzug verstecken. Und dann passiert Folgendes, er macht den Aufzug zu und bevor sich der Aufzug aber wirklich richtig schließen kann, klatscht der Indoraptor aus Versehen, das war nicht mit Absicht. Erzählt mir nicht, dass das mit Absicht gewesen ist. Das war definitiv aus Versehen. Mit seinem Schwanz gegen den Aufzugschalter macht ihn kaputt und deswegen geht dann das Tor wieder auf. Und der Typ steht dann eben mit dem Rücken zum Indoraptor. Das Tier baut sich eben auf, brüllt einmal. Und die Personen werden dann eben alle, es sind glaube ich insgesamt fünf, werden dann eben auch alle gefressen. Und mir hat die Szene gefallen. Ich mochte eben nur den Grund nicht, warum diese Tür wieder aufgeht. Hätte man die nicht einfach auflassen können? Also dieser Moment, wo die einfach zugeht, nur um dann wieder aufzugehen, war halt schon dumm gewesen. Aber die Szene an sich hat mir dann doch ganz gut gefallen. Gerade eben, wie dann der Typ versucht zu flüchten, sich nochmal umdreht und dann eben links und rechts sieht, ey, da sind auch noch andere Leute, die sich da irgendwie verstecken. Und eigentlich bekommt der Indoraptor das ja auch alles nur mit, weil die Frau anfängt zu schreien. Das ist so der Ursprungsgrund eigentlich. Und mir hat das echt ganz gut gefallen. Das war halt so typisch Monster-Movie, aber es ist halt auch irgendwie ein Monster-Movie. Und wenn ein Film sagt, okay, wir machen jetzt hier auch ein paar trashige Szenen mit rein, dann kann man das, glaube ich, auch wertschätzen, dass die trashigen Szenen doch dann einen guten Trash-Faktor geliefert haben. Hat mir auf jeden Fall echt gut gefallen. Der Tod des Indoraptor selbst ist auf dem nächsten Platz, weil ich den nicht verstehe. Ich verstehe nicht, was in dieser Szene wirklich passiert ist. Trotz allem ist der Platz so weit oben, weil er doch sehr cool aussieht. Wir sprechen erstmal ganz kurz darüber, was ich dann an diesem Tod wirklich so toll finde oder was ich daran gut genug finde, um ihn eben so weit oben zu platzieren in diesem Ranking. Das ist tatsächlich der Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, der Fall des Indoraptors mit Blut zusammen. Das hat so eine relativ schöne, heroische Phase, wo die beiden dann eben durch das Glas durchkrachen und sich dann eben nochmal in der Luft drehen, dann der Indoraptor von dem Skelettkopf des Triceratops aufgespießt wird und Blue noch auf ihm draufsteht, im Hintergrund blitzt alles, ist schon sehr schön im Gesamten. Das ist auch nicht so ein sinnloser Hintergrundshot wie jetzt hier mit dem T-Rex und dem Carnotaurus. Hier hat es irgendwie Sinn ergeben. Ich verstehe hier nur nicht, was da passiert ist. Also, wir müssen mal zusammenfassen. Lass uns gerade nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt hier eigentlich Sache ist in der ganzen Szene. Wir sehen, wie Claire an eine Waffe kommt, die ja, wie wir vorher herausgefunden haben, den Indoraptor kontrollieren kann. Damit kann sie einen Laserpointer auf Ziele richten und durch das bloße Abdrücken kommt ein Geräusch aus der Waffe und der Indoraptor rennt dahin, wo Claire das Tier jetzt hinlocken würde. Warum zielt sie mit der Waffe auf Owen und drückt ab? Ich verstehe es bis heute nicht. Und tut noch so, als wäre das eine schlaue Idee gewesen. Hätte sie nicht einfach im Endeffekt direkt nach unten zielen können? Oder ganz weit weg in den Wald und das Vieh wäre einfach weggerannt? Dann wäre es halt irgendwo im Wald verschwunden. Sie hätte aber mit der Waffe hätte sie quasi alles machen können. Und sie kommt auf die glorreiche Idee, ich ziele damit auf Owen, in der Hoffnung, dass der rechtzeitig wegspringen kann, in der Hoffnung, dass das Glas dann auch nachgibt und einbricht. Das sind ein bisschen viele Zufälle. Das fand ich schon ziemlich doof. Aber die Szene an sich ist eben dann doch
relativ schön gewesen, von daher ist der Platz, denke ich mal, verdient. Benjamin Lockwoods Tod ist auf dem nächsten Platz, weil ich mit der Mann irgendwie leid. Benjamin Lockwood scheint mitunter einer der wenigen Menschen zu sein, zusammen mit Ian Malcolm, Ellie Sattler und auch Alan Grant, die begriffen haben, was für eine Schnapsidee es ist, einen Jurassic Park aufzubauen. Beziehungsweise war Benjamin Lockwood ja noch am Start gewesen, als John Hammond die Idee hatte, den Jurassic Park aufzubauen. Er ist dann aber abgesprungen, wo es dann irgendwie zu weit ging mit der Gentechnologie. Also er ist quasi, dann ist der Mann doch nicht so schlau. Der ist quasi damit am Ball geblieben, als es darum ging, Gentechnik zu benutzen, um einen Zoo mit prähistorischen Sauriern zu erschaffen. Da war er noch mit am Ball und ist dann aber abgesprungen, als es darum ging, die Genforschung zu benutzen, um weiter zu forschen, quasi auch Krankheiten zu heilen und sowas. War das nicht der Fall? Oder ist er doch schon so weit vorne abgesprungen von der ganzen Nummer? Doch, natürlich, natürlich. Er war deswegen auch nicht mehr in Jurassic Park 1 zu sehen, laut dieser Lore, die dazu gedichtet wurde, weil Benjamin Lockwood schon in Jurassic Park nicht befürwortet hat. So ist es gewesen. Ja, und dieser Mann wird dann eben komplett in das Licht geführt und mir hat er wirklich leid getan, weil er ja gar nicht versteht, was gerade passiert. So im Keller ist alles voller Dinosaurier. Und er rafft es halt nicht und wird dann auch noch von seinem eigenen, was war Mr. Mills eigentlich für ihn gewesen, wird er auf jeden Fall dann auch noch umgebracht mit dem Kissen. Und ja, mir hat es echt leid getan. Außerdem sehen wir das gar nicht so häufig in den Jurassic-Filmen, dass wirklich ein Mensch einen anderen Menschen tötet. Deswegen war das hier jetzt schon eine relative Seltenheit und ich habe es nicht kommen sehen. Ich dachte nicht, dass Mr. Mills jetzt wirklich die Eier hat und Benjamin Lockwood umbringt. Von daher, ja, muss ich wirklich sagen, fand ich eine ganz coole Szene, auch von der Tonart her. Und hier hat es auch wirklich gepasst, dass man eben nur sieht, wie er das Kissen nimmt, in die Kamera läuft und dann gibt es einen Schnitt auf die nächste Szene und wir wissen alle, okay, der bringt jetzt gerade Mr. Lockwood um. Der Tod von Mr. Mills selber ist bei mir auch natürlich im Ranking mit dabei und den habe ich jetzt auf den nächsten Platz gerankt und ja, ich meckere sehr häufig darüber, dass Rexy nur noch Heldenmomente bekommt und Rexy ist nur noch dann dafür da, um irgendwie den letzten Bösewicht zu töten. Ich meine, das ziehen sie ja wirklich durch bis Jurassic World Dominion mit dem Giganotosaurus, wo Rexy auf einmal auch wieder aus dem Nichts heraus auftaucht und sie haben es in Jurassic World 1 gemacht und Rexy ist nur noch dafür da, um quasi die Menschen zu retten und betröppelt zu gucken und dann wegzumarschieren. Okay, finden wir uns damit ab. Das macht sie im Endeffekt auch hier und sie tötet Mr. Mills. Aber auf eine Art und Weise, die ich dann doch sehr amüsant fand. Das war natürlich eine Szene, die erneut wieder einmal ein gewaltiger Callback an Jurassic Park 1 sein sollte. Ich meine, ist euch aufgefallen, dass Rexy sich hier spiegelverkehrt, aber trotzdem in genau derselben Position hinstellt, wie auch in Jurassic Park 1, wo dann eben das Banner von oben runterfällt und dann brüllt sie ins Nichts. Das macht sie auch hier, nur dass es halt hier keinen Grund dafür gibt und dass da auch nichts mit passiert im Endeffekt. Aber kurz vorher packt sie eben Mr. Mills und ich konnte diesen Bösewicht nicht leiden. Ich meine sogar, abgesehen von Cash, den finde ich den schlimmsten und schlechtesten Bösewicht, den ich glaube ich jemals in irgendeinem Film oder einer Serie gesehen habe, ist Mr. Mills der Nächste. Ich fand den unfassbar schlecht. Ich fand alleine schon die Idee bescheuert, dass Claire ihm auf den Leim geht und denkt, das ist bestimmt ein guter Kerl, der möchte auf jeden Fall die Dinosaurier retten. Dieser Kerl strahlt von Anfang an eine widerliche Bosheit aus, die aber auch nicht cool ist. Es gibt diese coolen Bösewichte, die man einfach gerne sieht. Das ist keiner davon. Das ist wirklich keiner davon. Ich habe jede Szene, wo der eingeblendet wurde, habe ich mir gedacht, oh nee, ey, bitte nicht. Und ich war froh, wo er dann wirklich weg war. Also man hätte ganz kurz auch glauben können, dass der auch in Jurassic World Dominion noch eine Rolle spielen würde. Gott sei Dank nicht. Da bin ich dann doch froh, dass wir Lewis Dodgson bekommen haben. Aber ja, der Tod von Mr. Mills hat mir ja doch sehr gut gefallen, weil er für mich einfach notwendig war. Diese Figur war notwendig, aus der Jurassic-Geschichte zu streichen. Statist Nummer 6 müsste jetzt sein. Sind wir schon bei Nummer 6 angekommen? Ist auf dem nächsten Platz. Hier haben wir einen Mann, der von einem Tyrannodon gepackt wird und ich kann über die Szene gar nicht viel mehr sagen, aber ich fand sie einfach nur cool, weil sie so ein bisschen Wucht reingebracht hatte. Der Tyrannodon packt diesen Mann, schleppt ihn eben dann nach oben, lässt ihn einfach fallen und man denkt, okay, der fällt jetzt irgendwie auf den Boden und bleibt einfach liegen oder steht vielleicht auch wieder auf. Nein, der Mann schlägt mit voller Wucht auf das Auto von Mr. Mills ein und die Scheibe vorne platzt. Es hat so einen richtig schönen Schlag gegeben. Die Szene finde ich einfach nur cool. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Kommen wir jetzt zu den Top 4 Plätzen. Auf Platz Nummer 4 haben wir hier unseren neuen Mr. Rowland. Ich habe seinen Namen auch nicht mehr auf dem Schirm, weil er einfach wirklich Mr. Rowland imitieren soll, nur jetzt halt wirklich als ganz klarer Bösewicht. Und da muss ich auch sagen,
Ja, er ist kein guter Bösewicht, er ist extrem austauschbar, aber sein Tod ist wirklich cool. Denn hier sehen wir zum allerersten Mal, was den Indoraptor wirklich zu einem Monster macht. Das Tier schafft es nämlich, naja, zum einen auch bei uns als Zuschauer so eine Verwirrung auszulösen, weil der Indoraptor guckt wirklich in die Kamera und fängt einfach an zu lächeln. Mehr Monster kannst du nicht sein. Und ich weiß, da gibt es viele, die sagen, das ist mir zu viel gewesen, dass der Indoraptor quasi die vierte Wand durchbricht und uns als Zuschauer anschaut. Ich muss sagen, nein, ich fand das ziemlich cool, weil das Tier auch als Monster aufgebaut wurde. Das Tier wurde mysteriös aufgebaut, wir wussten nicht, was kann der jetzt wirklich. Das hat schon irgendwie gepasst. Noch dazu muss ich sagen, dass hier die animatronische Puppe des Indoraptors wirklich extrem geil aussieht. Und wie er dann eben auch den Soldaten packt, nach oben zieht und ihm einfach den Arm rausreißt. Das ist so eine Art von Gewalt, die muss ein Jurassic-Film irgendwie dann doch drin haben, weil nochmal, es geht hier um fleischfressende Saurier, die eben Menschen jagen. Das ist eben einfach so. Und da ist jetzt passend zu den Top 3 Plätzen meines Todes-Rankings der Akku von der Kamera leer gegangen. Deswegen jetzt hier im schönen neuen Dress. Wir machen jetzt direkt weiter mit den Top 3 Toden aus Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Und ihr werdet jetzt eventuell schon sagen, Moment Tobi, irgendwas stimmt doch hier nicht. Wo ziehst denn du jetzt noch 3 Tode heraus? Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Platz Nummer 2 ist ein sehr spezieller und sehr besonderer Tod. Allerdings haben wir hier erst nochmal Platz Nummer 3 zu besprechen. Und das ist ganz einfach der Tod des Brachiosaurus aus Jurassic Park 1. Ja, ich habe mich hier nicht versprochen. In Jurassic World Fallen Kingdom sehen wir, wie derselbe Brachiosaurus, den wir auch in Jurassic Park 1 sehen, den Tod findet, weil er eben zurückgelassen wird auf der Isla Nublar, während der Vulkan ausbricht. Und das ist wirklich eine Szene, die mich in diesem Film wohl am meisten an so eine Spielberg-Jeste-Art erinnert. Ich weiß, es ist auch wieder reiner Fanservice. Warum musste es genau der Brachiosaurus sein? Warum muss er genau denselben Move machen wie auch in Jurassic Park? Weil Jurassic World das immer macht. Jurassic World will uns vor Augen führen, ja, wisst ihr noch, wie cool alles früher war, und ruht sich darauf so ein bisschen aus. Das ist okay, wenn man irgendwie beide Augen sehr stark zukneifen kann. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder mit dem arbeiten, was wir eben bekommen. Und ich finde, dass diese Szene diesen Bogen trotz allem sehr schön schließt. Also hier haben wir einen Fanservice, der einfach funktioniert, weil das quasi der Dinosaurier ist, mit dem wir die Isla Nublar damals angefangen haben zu entdecken, mit dem wir die Isla Nublar damals kennengelernt haben, mit dem, naja, gehen wir jetzt auch gemeinsam mit der Insel unter. Und der gesamte Aufbau dieser Szene, wenn dann eben auch alle auf dem Boot stehen und viele regen sich darüber auf, dass Claire nicht wahrgenommen wird, ja, weil Claire versteckt sich ja auf dem Schiff und viele sagen dann eben, na, wie unrealistisch, dass das keiner mitbekommen hat, dass Claire da einfach rumsteht. Und ich denke mir, nein, das ist überhaupt nicht unrealistisch, weil die Leute gerade abgelenkt sind. Die Leute starren gerade auf dieses Tier, das vor ihren Augen um Hilfe schreit und einfach nur von den massigen Lava, Glut, Asche Wolken verschlungen wird und dann eben den grausigen Tod findet. Es ist eine wirklich dramatische Szene und ich muss sagen, wenn ich jetzt grob drüber nachdenke, ist es vielleicht sogar die dramatischste Szene in der gesamten Jurassic World Trilogie oder vielleicht sogar vom reinen, vom filmischen her, von der Musik und allem drum und dran, wahrscheinlich sogar die emotionalste Szene der gesamten Jurassic-Reihe. Für mich ganz klar auf Platz Nummer 3 und das auch verdient. Jetzt kommen wir hier zum ominösen Platz Nummer 2 und ich glaube, wenn ich euch erkläre, warum das Platz Nummer 2 ist und ihr meine Argumentation dazu hört, werdet ihr das eventuell auch nachvollziehen können. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare unten rein. Platz Nummer 2, der heftigsten Tode aus Jurassic World Fallen Kingdom, ist für mich der Tod der Isla Nublar. Und ja, ey, jetzt wirklich, spart euch diese ganzen Sprüche von wegen, oh, die Insel, die lebt aber eigentlich nicht wirklich, doch irgendwo schon. Es gibt bestimmte Filme, die Szenarien so aufbauen können, dass zum Beispiel auch Städte einen eigenen Charakter haben. Als Beispiel haben wir hier Sam Raimi's Spider-Man. Da ist das eben der Fall, dass Manhattan und New York generell einfach einen eigenen Charakter darstellt. Diese Stadt hat eine eigene Charakterisierung erhalten und die funktioniert eben auch. Ähnlich muss ich sagen, denke ich inzwischen auch über die Isla Nublar, nicht ganz so stark wie jetzt in den Raimi-Filmen von Spider-Man. Mit der Isla Nublar verbinden wir aber, glaube ich, einfach alle den Anfang des Jurassic Park. Das allererste Mal, wenn die heroische Musik aufklingt, wenn der Helikopter
über die Schluchten der Isla Nublar fliegt. Und nach Jurassic Park 1 sehen wir von der Insel ja eigentlich gar nichts mehr. Die taucht dann später erst wieder in Jurassic World auf und wir sind auch wirklich alle davon gecatcht gewesen, als dann Zack die Hotelzimmertüren aufreißt und die Musik tönt wieder heraus und die Kamera fährt über diese Insel und du erkennst aus irgendeinem Grund direkt, das ist die Isla Nublar. Es müsste nicht mal erwähnt werden, aber die Isla Nublar unterscheidet sich irgendwie auch optisch und vom Feeling her von der Isla Sorna und deswegen muss ich sagen, ja, hier zu sehen, wie die Insel untergeht, die das Jurassic-Universum erst wirklich aufgebaut hat, ist schon wirklich fies gewesen. Die Art und Weise, wie die Insel untergegangen ist, ich meine, das hätte man wesentlich besser aufbauen müssen oder sollen. Ja, Steven Spielberg hat in seinen Filmen, zumindest in Jurassic Park 2, The Lost World, auch nur mal in so einem Nebensatz erwähnt, dass geothermale Energie unter der Insel vorherrscht, also dass John Hammond viel Energie im Jurassic Park aus Geothermalenergie gewonnen hat. Aber Steven Spielberg hat das Ganze auch nicht wirklich aufgebaut, weil es in seinen späteren Filmen oder im späteren Verlauf seines Films keine Rolle mehr gespielt hat. Hier hätte erneut ein Colin Trevorrow vielleicht wieder Vorarbeit leisten müssen, um das Ganze mal ein bisschen aufzubauen, denn dann kommt dieser Vulkanausbruch auch gar nicht mal so aus dem Nichts, denn viele denken sich erstmal, wieso hat das keiner kommen sehen? Oder noch die viel bessere Frage, wieso hat man einen Park auf eine Insel gebaut, auf welcher ein aktiver Vulkan steht? Die Antwort darauf ist eben ganz einfach, dass die Geothermalenergie für den Park gebraucht wurde. Und das ist auch irgendwie ein bisschen philosophisch, wenn man sich überlegt, dass diese Energie, die den Park einst am Leben gehalten hat, nun dafür verantwortlich ist, dass der gesamte Park oder die gesamte Insel einfach untergeht. In diesem Sinne sage ich ganz klar, ja, Platz Nummer 2 ist mehr als verdient. Auf Platz Nummer 1 haben wir, was bleibt jetzt noch übrig, den Jurassic Parkigsten Moment der gesamten Jurassic World Trilogie, nämlich den Anfang von Jurassic World 2 Fallen Kingdom, in dem ich ganz kurz sogar gedacht habe, okay, ich unterschätze diesen Film gerade maßlos. Als ich die ersten Trailer gesehen habe zu Jurassic World 2, habe ich mir so ein bisschen an den Kopf gegriffen und gedacht, es ist irgendwie nicht das, was ich sehen will. Also ich hätte weder einen Vulkanausbruch sehen wollen, noch hätte ich gebraucht, dass wir in einer Villa ein Szenario bekommen, in diesem Fall hier eben im Lockwood-Anwesen. Das Ganze haben sie relativ cool umgesetzt. Ich sage immer noch, dass J.A. Bayona hier wahrscheinlich noch mehr hätte rausholen können, wenn man ihm da ein bisschen mehr kreative Freiheit gegönnt hätte. Allerdings passt das irgendwo schon dann zusammen. Dann habe ich den Film im Kino gesehen und dachte mir am Anfang, okay, diese Beginning-Scene, also diese Anfangsszene mit dem T-Rex, die macht irgendwie alles richtig. Und von J.A. Bayona, wer von euch 7 Minuten nach Mitternacht kennt oder im Original Monster Calls, weiß, was der Mann eigentlich leisten kann. Von Stimmung her, von Licht- und Dunkelheitseffekten her. Der Mann, der spricht über seine Bildsprache mit dir, zusammen mit der Musik und eben auch dem Schauspiel und der ganzen Geschichte. Und ich dachte mir wirklich, okay, das wird ein typischer J.A. Bayona-Film. Also gerade im Stil eventuell ja auch von Monster Calls, weil auch hier bekommen wir ja die Nachricht, im Trailer schon mitgeteilt, dass die gesamte Isla Nublar untergeht. Und auch in Monster Calls befasst sich mit einem Thema, das einen wirklich runterzieht. Ja, der Mann schafft es wirklich, dir zu erklären, ich will jetzt hier nichts vorwegnehmen, wie es aber ist für einen Menschen, in einem bestimmten Alter mit Verlust umzugehen. Und ich dachte mir, eventuell bekommen wir jetzt hier wirklich einen Misch aus Horror und auch so einer Dramatik im J.A. Bayona-Stil, nur eben über den Untergang der Dinosaurier, den zweiten Untergang der Dinosaurier. Das haben wir natürlich dann im Endeffekt nicht bekommen. Trotz allem ist die Anfangsszene das typische Jurassic Park-Feeling. Und hier fällt vor allem eins wieder auf, Jurassic funktioniert am besten, wenn es auf einer Insel spielt. Das ist immer so gewesen und gerade Jurassic World Dominion, der ja wirklich reichlich Fehler hat, meiner Meinung nach, hat es nicht geschafft, dieses Szenario logisch aufs Festland zu bringen. Denn es ist irgendwie auch schwer zu erklären, warum die Menschheit der Sache nicht Herr der Lage wurde. Gerade eben nach dem Lockwood-Anwesen-Ausbruch, wo 15 Saurier ausgebrochen sind, ist natürlich totaler Quatsch. Aber das Inselszenario, dass eine Gruppe von Leuten auf einer Insel feststeckt und niemand davon weiß, das funktioniert, das hat einen bestimmten Effekt. Man kann sich sofort da reinfühlen und denkt sich, okay, das ist eine sehr beklemmende Situation. Und die haben wir eben auch hier am Anfang. Dieses Spiel mit den Blitzen und mit der Dunkelheit, wo dann irgendwann ein Gewitterschlag kommt. Im Hintergrund, hinter dem einen Mann, sehen wir auf einmal die Silhouette vom T-Rex aufflackern. Und das Tier kommt immer näher. Und die Person merkt überhaupt nicht, was eigentlich los ist, weil der Regen so laut raschelt. Und ich habe hier wirklich sehr starke Jurassic Park 1-Feelings gehabt. Deswegen muss ich sagen, um das nur mal so vorwegzunehmen, die gesamte Jurassic World Trilogie, wenn ich die zusammenpacke, würde ich diesen Tod
in der gesamten Jurassic World Trilogie wahrscheinlich auf den kompletten Platz 1 setzen, weil er mir so gut gefallen hat und ich da wirklich, ohne dass jetzt großartig Fanservice auftritt, es kam nichts vor von wegen, nicht bewegen, dann sieht er dich nicht. Es kam einfach nur ein neues Szenario mit altbekannter Atmosphäre vor und das hat mir sehr gut gefallen. In diesem Sinne ganz klar auf Platz Nummer 1. Es wird Zeit, dass wir heute einen Schlussstrich ziehen, beziehungsweise mehr oder weniger einen Schlussstrich. Es geht nämlich heute um den allerletzten Part der gesamten Alle Tode in aus der Jurassic-Filmreihe. Ich sage dir ganz bewusst die Filmreihe, denn ihr habt mich darauf hingewiesen, Tobi, kannst du vielleicht auch nochmal eine Alle Tode aus Ranking-Liste aus der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous machen? Und hier ist die Antwort ganz kurz, ja. Allerdings beenden wir jetzt hier mit diesem Part die gesamte Filmreihe. Wir sprechen heute über Alle Tode aus Jurassic World Dominion. Außerdem werde heute nicht nur ich alleine das Wort ergreifen, nein, auch Zuschauer von euch haben mir Videoeinsendungen geschickt, beziehungsweise kamen 3 Videoeinsendungen bei mir an und die werde ich natürlich heute auch nochmal für euch abspielen. Ich habe euch nämlich die Aufgabe verpasst, nennt mir doch mal die Top 3 Tode aus der gesamten Jurassic-Reihe. In diesem Sinne würde ich sagen, wir starten erstmal gerade mit der Videoeinsendung, die ich hier erhalten habe und bitteschön, hier sind die Top 3 Tode. Hallo Community. Tobi hatte angefragt, dass wir unsere 3 Lieblingstode im Jurassic-Universum vorstellen sollen, in einem kurzen Videoformat. Und ich dachte mir, warum nicht? Da bin ich sofort dabei. Gleich mal vorweg, meine 3 Tode spielen einzig und allein meine Meinung wider. Nicht die von irgendwem sonst. Niemanden sollte diese Meinung als Standard gesetzt werden und werden wahrscheinlich ein bisschen kontrovers sein. Aber das sind wirklich bei mir 3 Tode, die ja mich im Kino wirklich gefesselt haben. Auf meinem Platz Nummer 3, als Eddie Carr von den beiden T-Rexen gefressen, zerrissen wird. Das war für meine Verhältnisse damals ein extrem brutaler, cineastischer Overkill. Ich habe das gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, die werfen den hoch, der eine beißt da rein, der andere beißt da rein und dann zerreißen sie ihn. Also das war wirklich was, wo ich mir gedacht hatte damals, Alter, das ist krass, das ist richtig krass. Das war heftig. Das war mit ausschlaggebend für mich damals, dass ein T-Rex für mich nie wirklich so einer der Favorites unter den Sauriern wird. Auf Platz 2, dementsprechend stark konkurrierend, da war ich dann aber dementsprechend schon ein bisschen älter, ist ein Tod in Jurassic Park 3. Und es ist, glaube ich, jetzt etwas kontrovers, weil es dreht sich hierbei nicht um einen Menschen, sondern nämlich der Kampf zwischen dem Spino und dem T-Rex. Nämlich als der Spinosaurus plötzlich mit seinem langen Gebiss den T-Rex am Nacken gepackt hatte und den dann kurzerhand umdreht hat. Das war für mich so, oh shit. Im Vorfeld, wir hatten nichts gesehen. Ich war damals mit meinem Bruder im Kino und wir hatten nichts gesehen von wegen Trailern oder irgendwie sowas oder vorherweg schon mal gesagt, es wird jetzt etwas Größeres geben als den T-Rex. Das war schon so, wir waren schon im Kino und als das Geräusch kam und dann gesagt wurde so, ja, das war was Größeres als der T-Rex. 2 Filme haben nicht gereicht, um zu zeigen, dass der T-Rex der absolut Badass-Typ ist. Nein, da muss einer im rot angestrichen mit Rückensegel daherkommen und sagt mal kurzerhand so, nicht mit mir. Also das war heftig. Das war richtig heftig. Und auf Platz 1, ich habe schon angekündigt gehabt ja vorhin, dass das wird jetzt wahrscheinlich sehr kontrovers werden, aber das war für mich, vor allem weil es zum einen nicht so lange her ist, jetzt ist man natürlich älter, man kann Beweggründe viel besser verstehen, man kann sich emotional viel besser darauf einlassen, ist ein Tod in Jurassic World Fallen Kingdom, nämlich die Schlussszene zur Isla Nublar hin, als dann im Rauch und Feuer man die Silhouette vom Brachiosaurus aufstehen sieht und weiß, der ist jetzt tot. Das war richtig heftig, weil ich hab als Kind, Jugendlicher bis heute, ich liebe das Jurassic-Universum. Es wurde zwar erst im Nachgang gesagt, dass das der exakt selbe Brachiosaurus ist wie im ersten Teil. Aber das war mir in dem Moment egal. Für mich
war das der Brachiosaurus aus dem ersten Teil, weil es war die gleiche ikonische Pose. Und es war so für mich einhergehend, das ist jetzt nicht nur das Ende von diesem armen Tier, das ist nicht nur das Ende sämtlicher Tiere, was dort auf der Insel noch rumlagen und rumliefen, sondern das war für mich so das Ende, jetzt gibt's keinen Jurassic Park mehr. Meine drei Lieblingstode aus Jurassic Park. Da musste ich erstmal ein bisschen überlegen und habe mich jetzt für drei Stück entschieden. Und auf Platz Nummer 3 habe ich den Tod von Donald Gennaro gesetzt. Weil er fängt noch eigentlich so lustig an, ihr alle kennt diesen Tod. Das ist der erste Tod, den man in Jurassic Park irgendwie zu sehen bekommt. Und man denkt irgendwie noch so, ja, ist ja irgendwie so ganz niedlich, wie der T-Rex da ankommt, wie er so auf dem Klo sitzt. Und dann kommt aber diese Szene, wo der T-Rex ihn packt und ihn rumschleudert und wie die ganzen Knochen gebrochen werden. Das sieht einfach sehr cool aus, aber warum ich diesen Tod auf Platz 3 gesetzt habe, ist eigentlich der Grund, dass das als Kind bei mir voll dieses Gefühl getriggert hat, auch Menschen können ein Beutetier sein. Und dieses Weltbild, dass alle Tiere irgendwie unter Kontrolle sind, wurde plötzlich aufgehoben und plötzlich waren wir Menschen in Gefahr. Und ja, das hat mich ganz schön beeindruckt damals und deswegen ist es mein Platz 3. Auf Platz 2 habe ich den Tod von Dieter Stark gesetzt, weil den lohnt es sich mal, sich ein bisschen genauer anzuschauen, weil es gibt in Jurassic Park 2 Lost World halt diese Szene, wo die ganzen Soldaten auf die Insel kommen und alles durcheinander bringen und die Dinos werden eingefangen und während diesem ganzen Chaos gibt es halt eine Szene, wo Dieter Stark mit so einem elektrischen Feedschreiber dasteht und da kommt so ein kleiner Kompi an und dieser Kompi, der ist halt so neugierig, guckt sich das so an. Und er fragt dann halt noch so, ja, warum hat er keine Angst? Und man sagt ihm dann so, ja, die haben halt nie einen Menschen kennengelernt, die haben keinen Grund, Angst zu haben. Und dann nimmt er diesen Viehtreiber und schockt den Kompi damit. Und der ist dann völlig verängstigt und läuft weg. Und später gibt es ja dann die Szene, wo sich Dieter Stark von der Gruppe entfernt, wo er im Wald verloren geht. Und dann kommen halt diese ganzen Kompis an. Und er ist halt plötzlich nicht mehr in diesem Schutz dieser Gruppe, sondern er ist alleine im Kompi-Gebiet sozusagen. Und einmal muss man festhalten, wie unglaublich schön diese Kompis aussehen, diese ganzen Animationen und die Animatronics und da steckt so viel Liebe in dieser Szene. Und aber auch mit diesem Aufbau dahinter finde ich diesen Tod einfach sehr cool und auch irgendwie so ein bisschen symbolisch und der hat halt viel von dem, was mir später bei Jurassic World dann fehlt. Deswegen war das mein Platz 2. Auf Platz Nummer 1, wie könnte es anders sein? Man erkennt es schon, der Clever Girl Tod mit Robert Muldoon. Dieser Tod ist, glaube ich, über das Jurassic Park Franchise hinaus auch einfach einer der bedeutendsten Tode. Und ich habe ihn auf Platz 1 gesetzt, weil ich immer fand, dass Muldoon der einzige Charakter im Franchise war, der die Raptoren so richtig verstanden hat. Er wollte die nicht jagen, er wollte keine Trophäen, der hatte diese sachliche Distanz, hat das gesehen und gedacht so, Alter, damit sollten wir nichts zu tun haben, die sind eine Nummer zu groß für uns. Und obwohl er eigentlich die Raptoren so gut verstanden hat, waren sie am Schluss immer noch cleverer und auch im Moment des Todes hatte er so viel Respekt vor ihnen und das hat einen Platz 1 verdient. Dann dir erstmal vielen lieben Dank für deine Einsendung. Wir können gern öfter mal so Videos machen, wo ich dann auch Videos von euch mit einblende, gerade wenn es um so Sachen geht wie eben Rankings oder einfach ähnliches. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr von dieser Idee haltet. Ich würde das schon ganz cool finden. Kommen wir jetzt aber zum Hauptteil dieses Videos hier und zwar zur großen Rankingliste. Alle Tode aus Jurassic World Dominion. Und ich musste mir den Film nochmal angucken. Ich habe Jurassic World Dominion jetzt nochmal gesehen. Das 8. Mal, glaube ich, insgesamt. Mir sind keine wirklichen Tode mehr eingefallen und dann habe ich mir wirklich eine Liste geschrieben. Oder erstmal habe ich mir überlegt, was nimmst du jetzt wirklich als Tode mit rein, weil Jurassic World Dominion macht es mir da nicht wirklich einfach. Nur mal ganz kurz als Beispiel, der Film beginnt einfach mal mit dem ganz stupiden Text 47 Todesopfer von Dinosauriern. Das sind im Endeffekt Tode, die wir aber so nicht gesehen haben. Außerdem verzichtet der Film nahezu komplett darauf, uns auch wirklich deutlich zu zeigen, dass Person A oder B gestorben ist. Es gibt hier und da ein paar Tode, bei denen man ganz klar sagen kann, ja, das hat Person A oder B auf jeden Fall nicht überlebt. Allerdings kann man diese Tode an einer Hand ablesen und ich habe mir gedacht, das ist ein bisschen wenig. Aus diesem Grund habe ich mir jetzt hier eine Liste zusammengestellt und habe mir da jetzt wirklich die für mich am nachvollziehbarsten Tode herausgesucht. Das heißt auch bestimmte Momente, wo man vielleicht nicht sieht, dass Person A oder B oder Kreatur A oder B gestorben ist, man aber stark davon ausgehen kann, dass das eben der Fall ist. Ebenfalls habe ich die offizielle Fandom-Seite von Jurassic Park mit zu Hilfe mit zugezogen, weil auch da immer sehr zuverlässig angegeben wird, welche Figur oder welcher Saurier eventuell wirklich tot ist, welcher nicht tot ist und von welchem man es einfach überhaupt gar nicht weiß. Ihr merkt schon, das hier ist ein bisschen aufwendiger gewesen, weil Jurassic World Dominion da wirklich irgendwie, naja, versucht hat, vielleicht familientauglicher zu sein, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir hier nicht gerade wirklich die
offensichtlichen Tode. Noch ein ganz kurzer Disclaimer von Anfang an. Ich werde hier die Heuschrecken nicht aufzählen. Ich werde nicht sagen, Heuschrecke, A, Heuschrecke, B, Heuschrecke, C, Heuschrecke, bla bla. Die kommen erstmal komplett raus, beziehungsweise kommen nicht alle Heuschrecken raus, aber ich werde jetzt hier nicht alle einzelnen Heuschrecken, die später verbrennen und runterstürzen, in die Liste mit aufnehmen. Trotz allem bin ich insgesamt auf 18 Plätze gekommen und das ist doch relativ viel. Tatsächlich auch im Vergleich zu den anderen Parts von Alle Tode aus. So viel hätte ich jetzt hier niemals mit gerechnet. Aber wie gesagt, ich muss hier glaube ich auch ein bisschen mehr erklären, warum ich davon ausgehe, dass das jetzt hier wirklich ein Tod ist, obwohl er vielleicht gar nicht so wirklich gezeigt wurde. Beginnen wir mit Platz Nummer 18. Und ja, eben gerade habe ich groß angekündigt, ich werde jetzt hier nicht auflisten, Heuschrecke A, B, C, werde ich auch nicht machen. Wir müssen aber über einen einzigen Tod sprechen, der eine Heuschrecke betrifft. Und das ist der Tod der Heuschrecke, die vom Giganotosaurus gefressen wird. Warum ist dieser Platz jetzt so weit hinten? Naja, weil es ungefähr der einzige Tod des Giganotosaurus ist, aus der heutigen Zeit, der wirklich gezeigt wird. Also wir haben jetzt hier wirklich das allererste Mal in der Jurassic-Geschichte einen neuen Alpha-Predator vorgestellt. Das Maskottchen von Jurassic World Dominion. Wenn wir uns überlegen, Jurassic Park 1 und Jurassic Park 2 stand unter dem Zeichen des Tyrannosaurus Rex, beziehungsweise auch in The Lost World unter dem Zeichen von zwei Tyrannosaurus Rex. Die haben reichlich Todesopfer auf dem Konto und auch der Spinosaurus, der dann später in Jurassic Park 3 eingeführt wurde, der war wirklich gefährlich. Der hat wirklich die Leute gejagt und eben auch gefressen. Mit den Indominus Rex müssen wir gar nicht reden, allein die eine Waldszene im ersten Drittel des Films, meine ich, wäre das gewesen, wo eine Gruppe von Soldaten versucht, den Indominus Rex einzufangen und er sie einfach alle tötet. Das ist wirklich das, was ich von einem neuen Alpha-Predator auch sehen will. Der Indoraptor hat hierbei ein bisschen weniger Tode auf dem Konto gehabt, aber auch hier muss man wirklich sagen, ja, ich habe verstanden, warum das hier auf jeden Fall das neue Aushängeschild des neuen Jurassic World Films ist. Dann kam Jurassic World Dominion. Giganotosaurus wurde angekündigt und Alan Grant hat im Trailer schon verkündet, der größte Fleischfresser, der jemals auf der Erde gewandert ist. Und jetzt gibt's hier wieder ein paar Stimmen, die wahrscheinlich sagen würden, das stimmt aber gar nicht, der Spinosaurus war eigentlich größer. Bullshit, ist mir egal. Im Jurassic-Universum ist das eben nicht der Fall. Im Jurassic-Universum ist der Giga das größte Tier, ist eben einfach so. Und den bekommen wir eingeführt als ein Tier, das... Naja, er wurde als der Joker der Dinosaurier angekündigt. Und dann sieht man am Anfang auch... Oder relativ zum ersten Mal, wo man den Giga wirklich sieht, wie er den T-Rex, naja, schon fast mobbt. Also ihm ganz klar macht, ey, ich bin hier das neue Alpha, dieses Tier, dieses Reh, es war glaube ich ein Reh gewesen, das gehört mir. Er nimmt dem T-Rex einfach die Beute weg und zeigt dann damit, ich bin das Alpha. Ja, dann hat man so ein bisschen darauf gewartet, bis der jetzt auch wirklich was reißt. Aus den Trailern hatten wir bestimmte Szenen, die sehr an Dino Crisis erinnert hatten, wo der Giga seinen Kopf durch die Fenster durchsteckt und... Dann gibt es ein einziges Todesopfer vom Giga und das ist eine Heuschrecke, die sowieso schon am Brennen ist und so oder so gestorben wäre. Und ey, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Ihr könnt den Film lieben oder auch nicht, aber sogar die Leute, die den Film lieben, müssen mir doch recht geben. Das ist einfach viel zu wenig für den neuen Alpha-Predator des Films. Deswegen ist bei mir ganz klar auf Platz Nummer 18. Also der letzte Platz eben, weil das ist halt Kappes, was da passiert ist. Und ja, der Giga hat noch einen anderen Tod zu verzeichnen, aber das war vor 65 Millionen Jahren, zu dem Tod kommen wir auch noch. Das hier ist ein anderer Giga und der hat einfach nur einen einzigen Tod zu verzeichnen und das ist eben eine Heuschrecke. Geil gemacht. Jetzt habe ich hier gerade meine Liste geschaut und gesehen, dass ich doch auch die 37 Tode mit in die Liste mit eingebaut habe, quasi aber als einen eigenständigen Platz. Und ich erinnere mich auch gerade wieder daran, warum das der Fall gewesen ist. Mich hat es irgendwie ein bisschen erschrocken, wie viele Todesopfer es doch schon gegeben hat. Ich meine, wir sind ja am Anfang dann, wie die Medien nochmal über das ganze Thema sprechen. Und dann bekommen wir eingeblendet 47, ich glaube, steht sogar dabei, menschliche Todesopfer durch Dinosaurier-Zwischenfälle. Und dieser Bericht spielt gar nicht allzu lange nach Jurassic World 2 Fallen Kingdom. Deswegen war das damals ein Grund, war das letztens erst noch ein Grund, wo ich gesagt habe, komm, nehmen wir auch nochmal mit rein. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen schockierender als die Heuschrecke davor. Deswegen verdient auf Platz Nummer 17. Kommen wir jetzt zu Platz Nummer 16 und das ist jetzt der erste Platz, wo ich mir das so ein bisschen aus dem Hut ziehen musste, wo man nicht wirklich sieht, ob da Kreatur A oder Kreatur B gestorben ist. Aber man kann davon ausgehen, ja, das ist wirklich der Fall. Wir sehen nämlich dann später, also kurz nachdem wir sehen, dass 47 Menschen gestorben sind, in Dinosaurier-Zwischenfällen sehen wir, wie ein
Gepard oder war es ein Leopard? Ich werde es hier gerade mal einblenden. Einen Compsognathus jagt. Und das Ganze bricht allerdings ab, bevor wir wirklich sehen, dass der Kombi gefangen wird. Ich gehe allerdings stark davon aus, dass der Compsognathus hier der Raubkatze zum Opfer gefallen ist, weil eben auch im Hintergrund gerade darüber gesprochen wird, dass sich diese Tiere auch zum Teil als Beute in die Natur eingefügt haben und dass eben, dass die Dinosaurier auch interagieren mit unserer richtigen Welten. Was alles im Hintergrund gesprochen wird, passt eben einfach zu dem Umstand, dass der Compsognathus hier auch von der Raubkatze gefressen wurde. Wenn ihr das anders seht übrigens, bei bestimmten Punkten, wo ich mir da ja die Sachen ein bisschen mit dazu denken muss, schreibt mir das gerne in die Kommentare unten rein. Sehr gerne auch mit Quellen. Wenn ihr meint, mir sagen zu müssen, ey, das ist ein Fakt, dass das Tier nicht gestorben ist, dann bitte mit einer Quelle, weil sonst kann ich darauf halt nicht eingehen. Platz Nummer 15 könnten wir relativ schnell abhaken, aber da bin ich bei der Recherche ein bisschen verwundert gewesen, denn Platz Nummer 15 ist einfach mal die Schlange, die hier über dem Feuer hängt. Und ja, das ist nicht einfach nur irgendeine Schlange, nein, aus den offiziellen Fan-Seiten, beziehungsweise von der offiziellen Jurassic-Wiki-Seite, können wir entnehmen, dass diese Schlange wirklich eine prähistorische Schlange ist. Ich werde den Namen hier gerade mal einblenden von dem Tier. Die gibt es übrigens auch bei Jurassic World Alive, da ist sie ein bisschen größer und gigantischer als jetzt hier im Film, aber das soll wirklich eine prähistorische Schlange sein. Wo kommt die her? Ich habe nochmal nachgeschaut gehabt, dass die ist nirgendwo aufgelistet. Die war nicht in Jurassic World, die war nicht im Park, die wurde nicht gezüchtet. Es gibt keinen einzigen Hinweis darauf, dass dieses Tier wirklich schon vorher da gewesen ist, außer dass eben denn offiziell auf den Seiten zu vermerken ist, dass das hier keine normale Schlange ist. Und ey, keine Ahnung, wo das Tier hergekommen ist. Auf jeden Fall war ich da sehr verwundert. Okay, wir haben anscheinend jetzt auch wirklich prähistorische Schlangen mit dabei. Vielleicht gehen wir in Zukunft im Jurassic-Franchise ja nochmal Richtung Säbelzahntiger und sowas. Das kann ganz gut passieren. Aber in dem Fall war ich einfach sehr überrascht gewesen und das hat es bei mir ein bisschen nach oben gepusht. Deswegen muss ich sagen, ja, die prähistorische Schlange ist bei mir auf Platz Nummer 15. Platz Nummer 14 ist ein billiger Jumpscare. Und ich weiß, ey, ich meckere immer über Jumpscares rum. Jumpscares sind billig. Jumpscares, jeder kann einen Jumpscare machen. Wenn du irgendwie ein Video siehst, das komplett leise ist und plötzlich schreit dir jemand ins Gesicht, dann erschreckst du dich in der Regel immer. Bei mir klappt sowas komischerweise immer, trotzdem finde ich es halt sehr billig, so auf einen bestimmten Effekt hinzuarbeiten. Und in Jurassic World Dominion gibt es einen ähnlichen Effekt, der glaube ich gar nicht mal als Jumpscare gedacht war. Und zwar geht es hierbei um den Tod der weißen Taube bei der Hochzeit. Ebenfalls während einer Nachrichtensendung zu Beginn des Films sehen wir nämlich, wie war es ein Tyrannodon? Es war zumindest irgendein Flugsaurier, einfach eine weiße Taube packt, während die Karte nach oben geschmissen wird. Man sieht eine schöne Hochzeit, auf einmal kommt das Tier angeflogen und packt die Taube. Und damals habe ich mich im Kino dabei wirklich erschrocken, also wirklich so kurz zusammengezuckt. Und ich finde diesen Tod wirklich nicht schlecht. Ich muss sagen, er ist natürlich viel zu kurz, ja, es wird halt eine Taube gefressen, aber ich finde, das zeigt wieder sehr gut, ähnlich auch wie die Kombi-Szene mit der Raubkatze, wo man aber eben nicht sah, was da wirklich abgegangen ist dann zum Schluss, zeigt auch die Szene wieder sehr gut, dass sich die Dinosaurier eben sehr schnell auch in unser Ökosystem eingegliedert haben. Also die nehmen jetzt schon unsere Tiere mit als Beute. Andersrum natürlich auch und muss halt sagen, der Tod, ich fand den nicht so schlecht als Einleitung für die ganze Nummer, deswegen muss ich sagen, hier ein ganz verdienter Platz Nummer 14. Platz Nummer 13 kann man jetzt auch nur wieder dem Jurassic Wiki Einträgen vertrauen oder muss man eben hierbei vertrauen, und ich habe gesagt, ja okay, das passt irgendwie schon so, und hier geht es nämlich um den Mosasaurus, der ganz am Anfang in der Extended Version, hätte ich vielleicht von vornherein sagen sollen, wir reden hier natürlich über die Extended Version, da reißt der Mosasaurus ein Schiff in die Tiefe, beziehungsweise er packt diesen einen Haifischkäfig, ich glaube da war ein Haifisch drin oder zumindest Fische drin, und reißt dann das Boot einmal komplett in die Tiefen, dass das Boot eben umkippt. Laut dem Jurassic Wiki sind die Besatzungsmitglieder dieses Bootes wirklich tot. Einer der wenigen imposanten Auftritte des Mosasaurus, der in der gesamten Jurassic-Filmreihe ja wirklich viel zu kurz gekommen ist. Und ja, da muss ich sagen, doch, das ist schon ein ganz imposanter Tod gewesen, der auch relativ am Anfang passiert ist. Ihr merkt schon, zu Beginn des Films kommen irgendwie ganz viele Sachen auf einmal, aber ich muss wirklich sagen, ja, doch, das war schon ziemlich cool gewesen. Auf Platz Nummer 12 sind wir jetzt, meine ich, gelandet und ich weiß nicht, ob ich das sogar weiter unten noch gerankt hätte, aber ich habe mich jetzt eben für Platz 12 entschieden, sind die beiden Wilderer, die von Blue getötet werden. Und dabei stört mich im Endeffekt, stört mich daran zwei Sachen. Zum einen, wir sehen schon wieder nicht, wie Blue
die Jäger tötet. Und ey, muss ich immer irgendwie Gewalt sehen? Ganz ehrlich, in einem Jurassic Park Film ja. Ich will doch sehen, wie die Dinosaurier auch die Menschen fressen. In Jurassic World Dominion wird immer kurz vorher weggeschnitten, damit dann vielleicht nicht irgendwie jüngere Zuschauer vergrault werden. Ich meine, ich war damals in The Lost World in Jurassic Park 2 gewesen, da war ich 8. Ich hab's auch überlebt. Aber okay, andere Zeiten. Abgesehen davon ist diese gesamte Szene sehr seltsam gemacht. Ich meine, schauen wir uns mal bitte an, wie Blue hier einfach rennt. Man hat sich aus irgendeinem Grund dazu entschieden, zum Teil Slow Motion einzuführen. Dann läuft Blue noch komplett bescheuert. Und es sieht auch nicht so aus, als wäre dieser Raptor wirklich da. Also man merkt, dass das wirklich zwei verschiedene Effektebenen sind. Beziehungsweise eben einmal der echte Schneeboden, einmal einen CGI-Dinosaurier oben drauf. Und das stört mich hier schon sehr, weil Jurassic World generell, bin ich der Meinung, hat eigentlich sehr gutes CGI. Das hier allerdings gehört auf gar keinen Fall dazu. Platz Nummer 11 und wir springen wieder an den Anfang zur Reportage, nämlich zu dem Moment, wo gesagt wird, dass 47 Menschen bereits von Dinosauriern getötet wurden. Jetzt mögt ihr vielleicht meinen, Tobi, da hast du doch schon mal drüber gequatscht gehabt. Ja. Allerdings sehen wir dann, während diese Meldung läuft, quasi den nächsten Tod durch einen Dinosaurierunfall, der, glaube ich, zumindest noch nicht mit dazu zählt. Vielleicht aber auch doch, auf jeden Fall sehen wir diesen Tod jetzt hier wirklich, den einzigen Tod von diesen 47 menschlichen Toten. Das Ganze ist eben aus einer Dashcam gefilmt. Wir sehen, wie das Auto einem Stegosaurus ausweichen möchte. Der Stegosaurus knallt aber noch mit seinem Stachelschwanz gegen die Scheiben des Autos und das Auto fällt einen Berg runter. Auch hier kann man den offiziellen Seiten entnehmen. Die Person in dem Auto ist wirklich gestorben. Das heißt, ja, wenn ich drüber nachdenke, macht es Sinn, dass dieser Tod mit zu den 47 Toten gehört. Aber den haben wir eben jetzt endlich mal wirklich gesehen. Das, was diesen Tod so besonders macht, ist eigentlich, dass dieser Tod genau das ist, was ich von Jurassic World Dominion erhofft hatte. Zeigt mir das Leben unter Dinosauriern, zeigt mir das Chaos, das dadurch ausgebrochen ist. Und das sehen wir hier eben in diesem Ausschnitt. Relativ kurz, aber dennoch sehr gut. Platz Nummer 10, und den werden wahrscheinlich viele von euch sehr weit oben gerankt haben, ist der Typ auf dem Roller, der auch irgendeinen lustigen Namen am Ende wiederbekommen hat. Die Geschichte hinter dem Typ auf dem Roller ist vielleicht ganz interessant, denn der Kerl auf dem Roller ist tatsächlich kein echter Schauspieler gewesen. Das war ein Mann, der bei einem Gewinnspiel, so war es gewesen, glaube ich, mitgemacht hat und damals konnte man eben gewinnen, dass man in Jurassic World Dominion einen Tod bekommt. Er hat das hier gewonnen und das sieht man. Diese Szene sieht sehr seltsam aus, sehr unorganisch und auch sehr bescheuert. Ich meine, schaut mal, wie er einfach mit seinem Kickroller durch die beiden Riesensaurier durchfährt und auch irgendwie gar nicht so wirklich, er ist nicht so in Panik, wenn man sieht, wie alle um ihn herum in Panik geraten und wegrennen und er fährt da mit aller Seelenruhe durch, das sieht einfach sehr komisch aus und man merkt, dass diese Szene so eigentlich gar nicht geplant gewesen ist, die wurde erst im Nachhinein dann noch hinzugefügt und das sieht mir aus wie ein Werbespot, das sieht mir aus, als wäre da gerade ein Werbespot am Laufen über irgendetwas und das hat mir gar nicht gefallen. Ich weiß, sehr viele finden diesen Tod witzig, aber er soll nicht witzig sein. Also das soll ein ernst gemeinter Tod sein, der einfach nur witzig aussieht, weil er eben bescheuert aussieht. Und ähnlich wie auch bei der Szene mit Blue, wo Blue die beiden Wilderer frisst, finde ich auch das sieht sehr, sehr, ja, sehr aus der gesamten Szene einfach herausstechend und das im negativen Sinne. Deswegen ist der Typ wieder auf dem Roller für mich auf Platz 10. Warum dennoch so weit vorne im Endeffekt? Naja, wir haben es wenigstens mal gesehen. Das ist doch auch schon mal ein Anfang. Wir haben endlich mal einen richtigen Tod gesehen. Auf Platz Nummer 9 haben wir die Atrociraptor-Tode. Und jetzt halt, stopp, bevor Missverständnisse auftauchen. Nein, alle vier Atrociraptoren sind jetzt offiziell bestätigt nicht gestorben. Das war bei Ghost ja immer so eine Sache gewesen. Bei Ghost war immer nur Unknown eingezeichnet gewesen. Also man wusste es halt nicht, weil Ghost ist ja aus dem Flugzeug gefallen. Ins Wasser natürlich, aber aus dieser Höhe, wenn du auf dem Wasser aufschlägst, kannst du dir schon mal was brechen. Nein, Ghost ist aber jetzt offiziell noch am Leben. Ob die Saurier später nochmal vorkommen könnten in weiteren Jurassic-Projekten, ja, möglicherweise. Ich glaube mal, es wird einen Grund dafür geben, dass man die jetzt wirklich alle vier als noch lebendig bestätigt hat. Mit den Toten meine ich allerdings die Tode, die die Atrociraptoren mit sich bringen. Und ihr wisst ja vielleicht, ich bin so ein heimlicher Fanboy der Atrociraptoren. Ich finde gerade Ghost vom Design her unfassbar genial. Und an dieser Szene gefallen mir Sachen, die vielen vielleicht nicht so ganz gut gefallen, nämlich dieses Panische, dieses Hektische und dass man gar nicht allzu viel erkennt. Das heißt, sobald die Atrociraptoren aus ihren Gefängnissen herauskommen, geht die Kameraführung relativ schnell. Es geht Schnitt auf Schnitt auf Schnitt auf Schnitt, was ja wirklich eigentlich
eher anstrengend ist für die Augen, aber es zeigt doch sehr deutlich, was für eine Panik hier ausbricht. Und man schafft es auch so ein bisschen als Zuschauer zu bemerken, wie das Ganze jetzt quasi das war, glaube ich, die Geheimagenten aus Frankreich waren das, glaube ich, die da gefressen wurden, wie die das Ganze einfach wahrnehmen. Und dann die checken überhaupt nicht, was da gerade wirklich abgeht. Und du als Zuschauer checkst eben genauso wenig. Du siehst irgendwann nur beim Hintergrund, da wird eine Person gefressen, da wird einer umgerannt, da wird einer weggesnackt. Und so fühlen sich eben auch die Soldaten oder eben die Geheimagenten aus Frankreich, zu denen ja auch dann Barry gehört, den wir aus Jurassic World 1 bereits kennen. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gut gefallen. Ich mag Szenen, wo ich als Zuschauer das fühle oder das fühlen soll, was eben auch die Hauptfiguren fühlen. Das hat hier für mich zumindest sehr gut funktioniert. In diesem Sinn muss ich sagen, ja, kleiner Atrociraptor-Bonus ist ja auch wieder mit dabei, was soll ich machen? Verdient auf Platz Nummer 9. Platz Nummer 8 ist der Parasaurolophus. Und das ist eine Szene, die ich wirklich ungerne sehe. Ich bin auch immer so am Haben mit mir selbst, ob das eine gute Szene ist oder ob die Szene eigentlich Quatsch ist. Und zwar geht es darum, dass wir ja relativ zu Beginn von Jurassic World Dominion sehen, wie Owen eine Herde von Parasaurolophus einfängt. In der Extended-Version sehen wir dann eben auch, wie Owen versucht, einen dieser Parasaurolophus, der sich von der Herde abgewandt hat, in ein sicheres Gebiet zu bekommen. Dann taucht allerdings auf einmal Rain auf, der Name war glaube ich Rain gewesen, der sich aber als Dinosaur Protection Wildlife Typ ausgibt und dann kommt aber raus, nee, das ist ein Wilderer, der will die Knochen des Parasaurolophus verkaufen. Für ganz viel Geld, ich meine, es war angegeben $500,000 pro Pfund, war das so irgendwie, ich werde es hier gerade mal einblenden, also schon eine ganze Menge Geld für so ein Tier. Und Owen, naja, zieht einfach den Schwanz ein mit der Aussage, nee, ich will jetzt hier nicht in den Kampf mit dem Typen gehen, nimm den Parasaurolophus ruhig weg. Er ruhig mit, ja, der wird dann sehr wahrscheinlich auch danach gestorben sein, weil wir sehen dann einfach Rain erst wieder, wie er auf Malta ist. Das ist Tage später, das Tier wird tot sein und wird auf dem Schwarzmarkt in einzelnen kleinen Stückchen verkauft worden sein. Und Owen sagt eben, nee, ich habe jetzt ja eine Familie, deswegen kämpfe ich nicht mehr. Weiß nicht, das fühlt sich nicht richtig an, der Satz, dass da ein Wilderer einfach ankommt, der sogar später die Tochter von ihm klaut, also die Pseudotochter Maisie, was er noch nicht wusste, natürlich nicht, aber ich denke mir, du hast gerade einen Typ vor dir stehen, der dir ein Gewehr an den Kopf gehalten hat, der Typ ist zu allem bereit und du sagst einfach, nee, ich kämpfe nicht gegen ihn, weil ich meine Familie beschützen will. Nee, eigentlich sollte der Typ weg, um die Familie zu beschützen. Das hätte dann auch wesentlich, naja, mehr geholfen. Hätten wir auch keinen Film dann bekommen, natürlich, weil er dann eben auch Maisie und Beta hätte nicht entführen können. Aber diese Szene an sich ist schon ein bisschen blöd. Ich bin eh kein Riesenfan von Owens Charakter, muss aber wirklich sagen, die Tatsache, dass der Parasaurolophus jetzt hier einfach so aufgegeben wurde, hat einen ganz faden Nachgeschmack. Deswegen muss ich sagen, ja, Parasaurolophus auf jeden Fall auf Platz Nummer 8. Platz Nummer 7 befindet sich auf Malta, nämlich der Kampf zwischen dem Oviraptor und diesem Lystrosaurus war der Name, glaube ich, gewesen, der irgendwie auch Augenbrauen hat und aussieht wie so ein kleines Alien aus Star Wars. Der beißt nämlich dem Oviraptor hier den Kopf ab und naja, das Tier verhält sich eben dann wie ein Huhn. Ja, wenn du Hühner den Kopf abschlägst, dann haben die auch durch Reflexe noch bestimmte Muskelzuckungen und sowas. Und ich weiß noch, wo diese Szene damals veröffentlicht wurde, wo es dann hieß, hier, das bekommt ihr in der Extended-Version. Und alle haben gesagt, boah, ist aber schon ein bisschen hart, oder? Muss das da unbedingt mit rein? Und ich dachte mir so, ey, in Jurassic Park 1 haben wir einfach gesehen, wie der Arm von Mr. Arnold ohne restlichen Körper blutig über Ellies Schulter gehangen hat. Wir haben gesehen, wie Eddie in zwei Hälften gerissen wurde. Wir haben sogar in Jurassic World im ersten Film gesehen, wie der Indominus Rex einfach einen Soldaten in der Baumkrone zerbeißt. Wir hören die Knochen knacken und das Blut kommt runter. Nochmal, das ist doch irgendwo Jurassic Park oder eben auch Jurassic World, was Jurassic World sein sollte. Die Tode gehören irgendwie mit dazu. Niemand geht doch in den Film und denkt sich, no, aber auf die Tode habe ich eigentlich gar keinen Bock. Die Tode gehören mit zu Jurassic, wie Dinosaurier im Endeffekt auch. Und deswegen muss ich sagen, ja, die Szene hat mir sehr gut gefallen. Die war wieder so ein bisschen brutal, aber irgendwie auch so realistisch brutal. Das hat mir ganz gut gefallen. Deswegen muss ich sagen, ja, der Tod des Oviraptor, ich mag das Tier sowieso nicht. Ist hier ganz klar auf Platz Nummer 7 gelandet. Auf Platz Nummer 6 haben wir dann Rain in einer der bescheuertsten Action-Szenen aus dem gesamten Film. Allerdings wird jetzt hier Rain endlich dafür bestraft und diese Szene, die jetzt kommt, in der Rain sein Leben lassen muss, weil er quasi von zwei Dinosauriern
wie eine Jesusfigur nach links und rechts gezogen wird, ein Kreuz bildet und dann kommt der Baryonyx von hinten und beißt ihm quasi nochmal den Kopf ab oder beißt ihn zumindest in den Kopf rein. Wir sehen es natürlich wieder nicht. Diese Szene ist sehr viel mehr befriedigend, wenn wir vorher die Extended-Version gesehen haben, die Extended-Szene mit dem Parasaurolophus. Und Rain bekommt in der Extended-Version so ein paar Szenen mehr, wo man einfach immer mehr so eine gewisse Abneigung gegen diesen Kerl entwickelt. Und deswegen finde ich das hier schon sehr gut, wie das Ganze hier auch umgesetzt wurde. Was mir allerdings gar nicht gefällt, ist wieder mal, dass Dinosaurier hier ganz offensichtlich nur die Bösen angreifen. Wir sehen nämlich einfach, wie im Hintergrund ein Allosaurus Amok läuft, ein Carnotaurus Amok läuft. Rain wird gerade von einem Baryonyx gefressen und Owen steht quasi dann einfach vor diesem gesamten Szenario, ohne Angst zu haben, dass ihn irgendwas angreifen könnte. Er schaut nicht mal mehr nach hinten und holt, glaube ich, sein Telefon raus. Also mehr kannst du mir einfach nicht zeigen, dass diese Figur, Owen Grady, gespielt von Chris Pratt, dass diese Figur niemals in Gefahr sein wird. Ist ein bisschen schade in einem Film, wo es genau darum geht. Dinosaurier sind eine Gefahr. Das haben sie hier ein bisschen verkackt. Trotz allem muss ich sagen, ja, der Tod von Rain hat mir doch relativ gut gefallen. Kommen wir jetzt zum Allosaurus und zum Carnotaurus. Die beiden habe ich eben gerade schon mal angesprochen. Und bei denen sehen wir, meine ich, ein Tod pro Dinosaurier. Wir sehen zum Beispiel, wie der Allosaurus einen Menschen rüberschmeißt zum Carnotaurus. Dann später schnappt sich der Allosaurus nochmal einen weiteren Menschen, der bereits Feuer gefangen hat. Und im Hintergrund sehen wir auch nochmal ganz kurz, wie einer der beiden auf jeden Fall einen Menschen verschluckt. Das heißt, hier haben wir sowohl im Vordergrund ganz klar Tode, die wir auch gesehen haben. Wir wissen ganz klar, die Personen werden auf jeden Fall gerade gefressen. Während wir aber auch im Hintergrund immer wieder mal sehen, wie die beiden Dinosaurier Amok laufen. Und da muss ich wirklich sagen, abgesehen von Chris Pratts Unbesiegbarkeit in dem Film, fand ich die Malta-Szene dann doch relativ angenehm. Gerade jetzt nochmal beim neuen Gucken von Jurassic World Dominion muss ich wirklich sagen, an der Malta-Szene hat es nicht gelegen, dass der Film mir persönlich nicht gefällt. Ich mag das Chaos, was da schon ausbricht, einfach nur, weil zwei große Dinosaurier Amok laufen, vier Atrociraptoren und die gesamte Szenerie ist sowas von chaotisch. Und ich dachte mir, ja, das hätte man doch vielleicht noch ein bisschen öfter zeigen können. Nicht immer dasselbe, aber vielleicht auch mal auf anderen Kontinenten oder in anderen Städten hätte ja auch schon gereicht. Aber diese Panik, die dann da eben ausbricht, dieses gesamte Chaos, hat mir doch sehr gut gefallen. Und gerade die beiden Dinosaurier, Carnotaurus und Allosaurus, die haben irgendwie eine Chemie miteinander, oder? Kommt das nur mir so vor? Aber ich finde die beiden zusammen, das passt irgendwie ganz cool. Ich könnte mir auch locker einen Film mit den beiden Sauriern angucken. Wie so ein Buddy-Cop-Duo, Allosaurus und Carnotaurus. Also irgendwie mag ich die beiden Saurier zusammen. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Der Hirsch. Ja, tatsächlich ist es der Hirsch geworden. Platz Nummer 4. War ein Tod, den ich im Kino nicht einfach nur nicht kommen sehen habe, sondern für mich war das Tier Therizinosaurus. Ich hatte keine Ahnung, was das für ein Dinosaurier ist. Ich wusste nichts über dieses Tier. Viele von euch kannten den ja schon aus Spielen wie Ark, meine ich, war es gewesen. Ich wusste weder, ob es ein Fleischfresser war oder ob es ein Pflanzenfresser war. Ich wusste nicht, was ist das denn wirklich für ein Vieh? Und auf einmal kam der relativ aggressiv rüber. Ja, erstmal die gesamte Szene Therizinosaurus, die wahrscheinlich beste Szene aus der gesamten Jurassic World Trilogie. Und Dinosaurier, der einfach blind ist und Claire muss quasi leise sein. Das hätte man ruhig noch ein bisschen weiterspinnen können, weil das schon fast so eine Spielberg-jeske Idee gewesen ist, dass man jetzt hier wirklich mit Lautstärke arbeiten muss. Und das ist einfach eine sehr schöne Sache gewesen. Kurz davor sehen wir allerdings noch, wie der Therizinosaurus ein Reh erschnüffelt oder eine Hirschkuh. Und obwohl der Therizinosaurus ein Pflanzenfresser ist, sagt er sich halt selber, nee, das ist mein Revier, packt seinen riesigen Klauen aus und scheppert das Vieh einmal komplett weg. Kurzer Funfact hier an der Seite, da gibt es ein super schönes Interview mit einem echten Paläontologen. Der hat erzählt, über den Therizinosaurus ist noch gar nicht so viel bekannt. Das heißt, das Tier ist noch relativ unerforscht. Man geht aber stark davon aus, dass diese Krallen, die das Tier hatte, überhaupt nicht so stark gewesen wären. Dabei bezieht er sich dann später noch auf den Kampf Therizinosaurus gegen Giganotosaurus. Das hätte wohl so nie passieren können, weil diese Krallen wohl nur dafür da gewesen wären, um Blätter abzuschneiden, um Pflanzen irgendwie von den Wurzeln heraus auszugraben. Aber das waren keine wirklichen Angriffswaffen jetzt gegen Gegner. Wird auch mal so benutzt worden sein früher mit Sicherheit. Aber ja, so viel einfach nur als kleiner Sidefact. Auf Platz Nummer 3 haben wir Louis Dodgson.
Ich mochte Lewis Dodgson. Ich mochte Lewis Dodgson aus Jurassic World Dominion mehr als Lewis Dodgson aus Jurassic Park 1. Was ja auch nicht unbedingt schwer ist, denn Lewis Dodgson aus Jurassic Park 1 haben wir ja nicht allzu lange gesehen. Der Tod von Dodgson in Jurassic World Dominion ist dann aber doch sehr gut dargestellt. Ich mag das Spiel mit Licht und Schatten. Haben sie ja super umgesetzt. Wir sehen dann eben, wie Lewis Dodgson sich unter der Erde befindet, in diesen Tunneln, wo diese Züge langfahren. Und dann tauchen immer wieder mal so Rauchsäulen auf. Und in diesen Rauchsäulen sehen wir dann die Silhouette des Dilophosaurus. Man weiß gar nicht so ganz genau, ist der jetzt nah an ihm dran, ist der jetzt noch weiter weg. Es hat mir einfach sehr gut gefallen, so diese Ungewissheit zu haben. Natürlich wussten wir alle, jetzt wird er hier irgendwie sterben. Das ist auch so eine Sache, das ist mir in Jurassic World Dominion zu häufig zu klar, welche Person jetzt wirklich sterben wird. Ja, ähnlich der Rollerfahrer, das hat man gewusst, dass der jetzt einfach stirbt. Lewis Dodgson ist auch so ein Kandidat, da hast du einfach gewusst, ja, der stirbt jetzt eben. Und wie er stirbt, ist dann schon so ein bisschen, man kann es Fanservice nennen, man kann es faul nennen. Ich finde, es passt tatsächlich sehr gut zu einem schönen Abschluss dieser Figur, die nämlich einen ähnlichen Tod erleidet wie ein Dennis Nedry, der ja quasi von Dodgson mehr oder weniger ausgenutzt wurde und einfach sogar, naja, hängen gelassen wurde. Muss ich gucken, ob ich gerade nicht Buch und Film durcheinander bringe, aber irgendwo wurde auf jeden Fall auch gesagt, dass Lewis Dodgson im Falle von, dass die Dose ans Schiff kommt, ohne Dennis Nedry irgendwie, kann der auch einfach zurückbleiben. Ich meine, das war aber im Buch sogar gewesen. Das hat auf jeden Fall aber so eine ganz schöne Wirkung. Ich bin kein Fan von den Dilophosauriern aus Jurassic World Dominion, weil die alle sehr gleich ausgesehen haben. Oder, naja, nicht einfach nur sehr gleich, sondern die haben alle ausgesehen wie so Geisterbahnpuppen. Da sah der eine in Jurassic Park wesentlich geiler aus. Aber an sich muss ich wirklich sagen, ja, wenn es einen Tod gibt, der dann doch auch noch sehr befriedigend ist. Gerade wenn man sich ja überlegt, dass Lewis Dodgson nahezu an allem schuld ist, was in der gesamten Jurassic-Reihe passiert. Der ist ja der Drahtzieher für die ganze Dennis Nedry-Geschichte überhaupt erst gewesen. Fand ich den Tod ja dann doch sehr gelungen. Deswegen ganz klar Platz Nummer 3. Platz Nummer 2 ist der Tod des T-Rex von vor 65 Millionen Jahren. Ja, in der Extended-Version bekommen wir noch einen 5-Minuten-Prolog, der unfassbar gut ist. Der vielen von euch ja irgendwie negativ aufstößt, weil ihr sagt, nur der Giganotosaurus und der T-Rex hätten sich ja damals gar nicht begegnen können. Ey, eine fiktive Geschichte im Universum von Jurassic geht das eben. Ich finde das nicht so schlimm, sowas einfach mal zu schlucken, keine Ahnung. Velociraptoren sind auch in Jurassic Park wesentlich größer, als sie in echt gewesen sind. Die sahen ja in echt mehr aus wie kleine Hühnchen. Da sind sie halt richtige große Raubtiere, über 2 Meter lang. Muss man einfach mal irgendwie 2 Augen zudrücken, dann passt das irgendwie auch schon ganz gut. Auf jeden Fall war hier die Optik schon mal sehr geil. Wir haben das allererste Mal gesehen, dass auch in der Welt von Jurassic Park, also im Universum von Jurassic, Dinosaurier früher auch sowas hatten wie Fell oder Federn. Wir sehen dann irgendwann den Vorfahren von Rexy, der dann gegen den Giganotosaurus kämpft. Und auch der hat dann schon so eine Art Fell um den Kopf gehabt. Und das fand ich zum Beispiel wieder sehr charmant, dass man hier auf das Thema eingegangen ist. Ja, Dinosaurier waren wahrscheinlich auch früher sehr viel bunter. Das haben sie jetzt hier nicht mit eingefügt. Das brauche ich aber jetzt auch nicht. Auf jeden Fall haben sie hier ein bisschen mehr Richtung Wissenschaft gedacht. Und ich fand das schon ganz cool. Und dann haben wir einen Kampf gesehen. Giganotosaurus gegen Tyrannosaurus Rex. Und ich muss sagen, der Kampf ist vielleicht mitunter der realistischste Kampf. Ich fand, der hat sich nämlich ähnlich angefühlt wie der Kampf Spinosaurus gegen T-Rex. Stirbt der T-Rex hier schon wieder? Natürlich. Der T-Rex stirbt immer. Das ist so ein Ding. Das wird so ein Running Gag werden in zukünftigen Projekten. Da bin ich mir ganz sicher. Auf jeden Fall ist der Kampf relativ kurz und die Dinosaurier bewegen sich hier auch wie echte Tiere. Als Beispiel in Jurassic World war das nicht der Fall gewesen. Ein T-Rex und ein Raptor kämpfen zusammen in einem Team und dann hüpft der Raptor auf den T-Rex wie bei den Bremer Stadtmusikanten und die machen dann Tag-Team und das war einfach zu viel des Guten, das war wirklich zu viel vermenschlicht. Hier haben wir wieder einen schönen Dinosaurierkampf, wo einfach gezeigt wird, ja, das sind eben einfach auch Raubtiere. Ja, die haben ihr eigenes Verhalten. Wahrscheinlich war das auch irgendein Revierkampf zwischen den beiden gewesen und ich fand das eben einfach sehr schön, dass wir da nochmal so einen schönen, kurzen, knackigen Kampf gesehen haben, der einfach nicht so überzogen war wie, naja, das Ganze in Jurassic World. Kommen wir jetzt mal zu Platz Nummer 1 und der Platz, den hätte wahrscheinlich niemand kommen sehen, weil ich diesen Kampf schon so oft verteufelt habe. Der Tod des Giganotosaurus im Kampf gegen T-Rex und Therizinosaurus. Warum ist der Platz jetzt auf Platz 1? Nach Platz 1 kommt übrigens noch ein Platz 0, fällt mir gerade auf. Ein kleines Special noch für euch. Da kommt ihr niemals drauf, was auf Platz 0 ist. Auf jeden Fall, ich habe mich ein bisschen mehr über diese Szene informiert. Es gibt inzwischen immer wieder Sachen, die zu Jurassic World hinzugedichtet werden. Ja, das macht man generell gerne in allen möglichen Film-Franchises, um bestimmte Logiklücken oder einfach Fragen aufzufüllen.
dass man eben einfach nachträglich sagt, okay, pass auf, das werden wir jetzt hier einfach so und so und so erklären. In diesem Fall ist es nämlich zum Beispiel so, dass wir ja wissen, dass der Tyrannosaurus Rex erst im Biosyn Valley angekommen ist, als oder kurz bevor Dr. Alan Grant und Ellie Sattler ebenfalls bei Biosyn angekommen sind. Das heißt, kurz vorher gab es nur den Giganotosaurus als den großen Alpha-Predator. Das Gegenstück zum Giganotosaurus war, bevor Rexy im Biosyn Valley angekommen ist, allerdings, ja, ist inzwischen offiziell bestätigt worden, der Therizinosaurus. Einer der Produzenten hat auf Twitter veröffentlicht, ja, der Therizinosaurus und gerade eben auch der Giganotosaurus haben beide bestimmte Merkmale, die darauf hindeuten lassen, wie stark die beiden schon miteinander gekämpft haben. Ich glaube, hier wird ein bisschen darauf eingegangen, das ist der Grund, warum der blind ist, der Therizinosaurus. Ich frage mich, wie der Giga den blind gemacht haben sollte. Da ist jetzt noch nichts großartig drüber beschrieben gewesen. Allerdings hat auch der Giganotosaurus bereits Narben im Gesicht, die eben von den Krallen des Therizinosaurus stammen. Wenn man diesen Hintergrundfakt hat, finde ich, macht der Endkampf wieder ein bisschen mehr Sinn. Warum ist der Therizinosaurus plötzlich da? Weil auch der bereits vom Giga, naja, nicht getötet, aber eben stark verletzt wurde. Das heißt, der Therizinosaurus hat einen persönlichen Grund, den Giga zu hassen und auch der T-Rex hat einen persönlichen Grund, den Giga zu hassen. Ja, der Grund kann vielleicht ein bisschen flach rüberkommen. Trotz allem muss ich wirklich sagen, dass dieser Tod des Giga damit doch irgendwie in ein ganz anderes Licht gerückt wird. Und vielleicht geht es dabei ja nicht nur mir so. Ich fand diesen Tod nämlich damals im Kino extrem schwach. Damals hätte ich nie gesagt, das ist mein Platz Nummer 1. Der Platz wäre ganz weit hinten gelandet. Beim 8. Mal gucken, jetzt habe ich mir gedacht, nee, so doof finde ich den irgendwie gar nicht. Wie geht's euch damit? Ganz wichtige Frage, wie geht's euch mit Jurassic World Dominion? Habt ihr da ähnlich wie ich auch manchmal so Schwankungen bei dem Film? Irgendwie ganz seltsam. Und kommen wir jetzt hier zum großen Bonustod, Platz Nummer 0. Ja, in diesem Fall ist auch etwas wirklich Wichtiges gestorben. Und tatsächlich habt ihr mich darauf hingewiesen, Tobi, ist dir eigentlich aufgefallen, dass Dr. Alan Grant seinen Hut verloren hat? Ja, tatsächlich, das Markenzeichen von Dr. Alan Grant werden wir, sollte die Figur noch einmal irgendwie in kommenden Filmen sehen, so nicht mehr erleben können. Denn der Originalhut von Dr. Alan Grant ist in Jurassic World Dominion vom Dimetrodon gefressen worden. Ich fand diesen Side-Fact, diesen Kommentar von euch, ich weiß gar nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber ich fand den auf jeden Fall relativ witzig und hab mir auch gedacht, irgendwie passt das schon. Ja, irgendwie passt das schon. Wie als würde man Indiana Jones Hut zerstören oder seine Peitsche kaputt machen oder irgendwie sowas. Das sind auf jeden Fall jetzt meine 18, beziehungsweise im Endeffekt waren es 19 Plätze gewesen, aller Tode aus Jurassic World Dominion. So, das waren sie nun also gewesen. Das waren alle Tode oder zumindest alle nennenswerten Tode aus der gesamten Jurassic-Saga, eben abseits von der Animationsserie Jurassic World Camp Cretaceous. Und eben auch in einem Ranking. Ihr könnt mir jetzt sehr gerne in die Kommentare unten reinschreiben, wie ihr die ganze Nummer ranken würdet oder ob ihr vielleicht auch mal ein Ranking der gesamten Jurassic-Saga sehen wollt, wo ich quasi nicht jeden Film separat ranke, sondern einfach die gesamte Reihe ranke und einfach jeden Tod aus allen 6 Filmen in ein großes Ranking mit einbeziehe und, naja, das eben, wie gesagt, nicht auf die einzelnen Filme produziere. Das wäre auf jeden Fall eine Riesenarbeit, würde mich aber auch tierisch interessieren, mal zu gucken, welchen Tod ich dann wirklich an welchem Platz sehen würde oder setzen würde. Und das Ganze wäre dann natürlich auch eben filmübergreifend. Das heißt, Platz 1 könnte jetzt von Jurassic Park 1 sein, Platz 2 könnte dann aber einer von Jurassic World Dominion sein. Und somit könnte man eben alle Filme noch einmal durcheinander komplett nach den Toten ranken. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, ob das eine Idee wäre. In diesem Sinne bin ich raus für heute mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.